So, wir spielen Games und Movies. Wir machen das hier raus. Wir gehen hier auf maximale Zeit. Channel ist Bonjwa. Ihr wisst Bescheid, Chat. Spielt hier nicht mit, wenn ihr neu seid. Wenn ihr alteingesessene Hasen seid, dann könnt ihr ein Timeout vertragen. Aber wir haben letztes Mal gesehen, es ist bis zu Faktor 32 möglich. Das heißt, ihr könntet 32 Monate easy hier rausgekegelt werden, wenn ihr nicht aufpasst. So, auf geht's. War mal, glaube ich, ein Präsident der USA. Ich glaube, bei den Bürgerkriegen oder so. Kann das sein? Okay, wir kommen zur Bestrafung. So, come on, come on. Ja! Ich werde jede Runde Imposter! 2 Monate, RIP. Okay, geil. Was sind 2 Monate in Sekunden? 5,2 Millionen Sekunden. So, Chat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Rest in peace. So, und ich gehe mal schnell ins Discord. Und dann können wir hier ein bisschen spielen, ne? So. Boah, ich muss mal wieder vom Kopf reinkommen in wie heißt das Spiel nochmal? Among Us. So, warte mal, erstmal Discord joinen. Warte, hä? Was ist denn hier los? Hier fehlt ja der Discord von Barso. Warum das denn? Hat denn jemand gelöscht? Hä, wir waren doch da drin, oder? Wow. Hallo. Matteo einfach gesagt, hi. Ja, ja, einfach. Ihr redet nächstes Mal weiter. Hallo. 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 Hey, hi. Hey. Hallo. Hey. Hallo. Hi. Hey, Timid. Oh, nee. Nee? Okay, sorry. Ich habe gerade Velo gestartet. Also. Egal. Hörst du meine Stimme und startest Warnung? Ja, ja, genau, ja. Hallo. Hey, Matteo. Hallo. Hi, na? Na, Matteo? Na, ihr Schlingel, was geht bei euch ab? Da ist schon wieder irgendwas passiert. Ich höre es doch sofort raus. Ja, aber das was war diesmal. Was soll denn passiert sein? Also diesmal war es nicht hast meine Schuld. Hast du wieder einen Sextraum gehabt, Matteo? Nein, war kein Sextraum. Das war ein Unfall. Okay. Oh. Ein ja. Unfall, der mein Herz gebrochen hat, Matteo. Aber ist okay. Das bricht dein Herz schon. Ui. Natürlich. Scheiße. Es tut mir leid. Sie. Da hast du schon wieder angeschrieben. Ja, ich will. Können wir einfach nicht drüber reden? Einfach. Nee, ich will auch gar nicht drüber reden. Sehr gut. Hallo. Matteo, wo willst du nicht drüber reden? Nichts, nein, nichts. Nein. Schön, dass ihr da seid. So, wir starten mal rein. Wir werden heute Among Us spielen mit der Other Roles Mod. Da hat sich nichts geändert, soweit ich weiß. 2.2.2 ist das. Genau. Geändert, ja. Ja, ja, ja. 2.2, ja. Warum ist das schon wieder eine andere Version bei mir? Ich verstehe es nicht. Ich komme einfach nicht. Du hast nicht doch mehr gestern gespielt. Das ja, war doch genau ich die weiß. Gleiche. Ich habe keine Ahnung. Also, ich das müsste aber die aktuelle kurz sein. Also. Ja, ja, ist kein vorgestern Problem. Ja. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. So, hier. Da, das so ist es doch. Geilo. Geilo. Geil. Hey. Oh, hey, hey, hey. Ganz ja, ruhig. Ich bin nochmal 30 Sekunden AFK, dann können wir loslegen. Simon ist noch nicht da, oder? Gut. Ja, der ist auch immer. Hi, Caruso. Hallo. Ey, nein, Chantau? Chantau? Warte, ich hab deine Sprache nicht so. Ach, das war Basos Discord? Hey, warum hieß der denn so komisch? Wie, was soll das denn heißen? Warum hieß der so komisch? Warum heißt Matteo Matteo? Ich hätte meinen Sohn auch nicht so genannt, aber ich sagte auch nicht, dass er komisch heißt. Also, das ist einfach eine Frechheit. Irgendjemand, warum heißt denn Basos? Gott, ja, ich bin nicht so. Sch
vergessen. Das kommt wieder zu spät. Junge Bart, alles fucking Gute zum Geburtstag. Ach so. Wer hat Geburtstag? Nein, gestern. Ne? Gestern. Ja, gestern. Wer hatte gestern Geburtstag? Ah, wie peinlich, wenn man Barts Geburtstag vergessen hat. Bart, alles Gute zum Geburtstag, Bart. Alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich. Das tut mir leid, Bart, alles Gute, ne? Alles Gute, Bart. Als ob du mir 30 Minuten zu spät gratuliert hast gestern. Ja, ist nicht schlimm. Alles gut. Franz hat mir mal einen Tag zu früh gratuliert. Das ist alles gut. Das ist natürlich kritisch. Ja. Alles gut. Alles supidupi. Nein? So, okay, haben wir schon ein Update, warum Simon noch nicht da ist? Hat er mir Der hat gesagt, er kommt 3 Minuten zu spät. 3 Minuten? Ja, das... Drei? Da schaffen wir eine Runde, oder? Ja. Also es hat aber vor 2 Minuten gesagt, also da braucht noch ein paar Minuten. Ja, eine Minute noch, da schaffen wir eine Runde. Ja. Du bist letzte Woche 30 Minuten zu spät gekommen, was willst du jetzt? Wer, ich? Ja. Nee, das war nicht zu spät gekommen. Ich habe das verschoben und dann war das pünktlich. Ja, aber wir machen ja immer um 21 Uhr. Ja, nee, das kann man ja so nicht sagen. Das ist ja wie, als würde ich sagen, du bist zu deiner ersten Klasse Grundschule gerade eben zu spät gekommen, obwohl du da gar nicht mehr drin bist. Was? Was? Hä, das ist genau dasselbe, wenn man sagt, ja, das war schon immer so. Schule war um 8 Uhr morgens. Ja, da hat er recht mit. Ja, wenn ich aufstehe und dann Schule verpasse und so, ah nein! Vorhin noch gedacht, ich war so stolz auf dich, dass du was Ernsthaftes gesagt hast und jetzt sowas. Was? ich habe dein Boxtraining gesehen, das ist richtig geil. Und ich habe voll Bock, dich wegzuboxen. Wollen wir uns boxen? Ja, komm, Matteo, komm. Nee, aber ernsthaft. Das gegenseitig aufs Maul. Ich finde es voll geil mit diesem Ball, der um deinen Kopf gebunden ist mit der Schnur. Das sieht richtig geil aus. Ach so, das? Ja. Ja, das ist mega lustig. Es kostet echt nicht viel Geld. Kann ich nur jedem empfehlen. Es macht aber richtig süchtig. Ja. Und man kriegt das Ding andauernd ins Gesicht. Ach, geil. Aber das ist ein weicher geil. Ball, das ist kein Tennisball, oder? Ja, das tut nicht weh. Okay. 5 Kilo Stein ist das. Ja, das wäre geil. Ab und zu was wehtut, wenn du aus Versehen die Schnur erwischst und die Schnur dann so in dein Gesicht flickt. Also auf dein Auge flickt. Ah, okay. Das Okay. Zieht dann schon ein bisschen. Ja. Warum hast du den nicht mit einem pinken Ball geholt? Das ist das Erste, was mir vorgeschlagen wird auf Amazon. Ja, einfach komplett off-brandbar, das tut mir leid. Also, das ist schwierig. Habe ich nicht mitgedacht. Ja, ärgerlich. Ja, sah aber geil aus. Und du hast so einen richtigen Trainer und gegen wen kämpfst du dann? Gegen Romatra. Oh, ich habe mir das Video mit Trimax angeschaut. Ja, ich habe auch sehr viel Selbstbewusstsein gesammelt. Ja, das wollte ich gerade sagen, Blesk. Ich habe das Gefühl, dass das... Das war ja Fliege gegen Mücke. Zu viel verraten. Ja, aber ich bin auch noch ziemlich scheiße. War eine Fliege gegen Mücke? Das war eher so eine Hand gegen Mücke. Trimax ist direkt K.O. gegangen, oder? Ja, Trimax direkt. Also Trimax hat gegen Caruso... Nee, gegen nicht Caruso. Und Wieland war erstmal so richtig benommen. Ja, aber das Ding ist auch, ich verwechsel alle Namen. Trimax hat halt einfach so viel Masse. Wenn da eine landet, dann ist wie als wenn ein Truck gegen dein Gesicht fährt oder so. Das habe ich mal letztens gesagt. Also, ach nee, das wird schon nicht so sein. Doch, das ist richtig krass. Das war ja schon absehbar. Gewichtsklassen gibt es doch. Das ist schon so. Keine Ahnung, warum macht ihr das, ne? Ja, auch scheiße, wir könnten gar nicht boxen, weil ich bin nicht deine Gewichtsklasse, Blesk. Was hast du ungefähr für ein Gewicht, für ein Kampfgewicht? 60 Kampfgewicht? 60? Nee, oder? Ja, dann bin 60? Ich vielleicht echt aus der Klasse raus. Ja, das kann aber definitiv mehr als 60, Klasse. Oder? Aber. Ja, so 62 ungefähr, glaube ich. Okay. Echt, ja, krass, okay. Aber Romatra wiegt wahrscheinlich so um die 75 bis 80, oder? Nee, Romatra wiegt auch. Der wiegt 70, der ist auch sehr dünn. Der ist 15 cm größer als ich, aber der ist sehr dünn. Ich hatte mal. Was, 15 cm? 15 cm, okay, das ist krass, was? Weil der Reichweite ist auch. Wie groß warst du, Matteo? 1,75 oder so, oder? 1,77 bitte, ja. Warum fragt ihr, wie groß Matteo ist? Wir machen wegen Boxen. Wir wollen uns boxen, Simon. Ja. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Okay, let's go. Ich habe nicht von Körpergröße gesprochen. Nee, weil Blesk trainiert ja für einen Kampf gegen Romatra. Romatra, ja. Warst du kämpfst gegen Romatra? Ja. Der wird schon vor allen Leuten geboxt. Ja, einer mehr macht auch nichts. Alle mal drauf da, ja. Schlag mit der Hand Innenseite so komplett ab. Warte, wie groß warst du, Matteo? 1,77, aber 1,76 morgens. Nee, abends. Kommt immer drauf an. Okay. Ich bin 1,86. Aber nee, du bist doch größer, Simon, oder? Nee, 1,86 bin ich. Morgens 1,50. Warte mal, ich hab dich voll groß in Erinnerung. Naja, wenn ich 1,86 bin und du bist 1,76, dann ist das schon ein Unterschied, oder nicht? Ja, schon. Aber ich dachte mehr, du gehst so auf die 2 Meter zu, so 1,90 easy. 10 Zentimeter sind schon ein großer Unterschied. Mhm. Also, ja.
So groß bin ich nicht, Matteo. Du kannst gegen mich boxen, dann können wir die Ungereimtheiten von vorhin klären, wenn du Bock hast. Oha. Okay, Baso. Wenn du Bock hast. Ein für alle Male. Okay. Dann wird aber auch gekratzt dann, ne, Matteo? Ich kratze sowieso immer. wir sind schon in der Lobby, Simon, wenn du joinst. Ja, ich komme sofort, Ich wüsste gerade noch. 2 Minuten, 35 Sekunden, das geht die Lobby. Mann, also ich, ja, also ich bin da komplett gegen Gewalt, aber als ich das, die Stories von Bless gesehen habe, da wurde ich schon ein bisschen heiß. Da war ich schon gedacht, geil, Mann. Das ist schon geil, ne? Macht einfach Bock, so, um in Form zu kommen, wenn man halt lange nichts gemacht hat. Ja, das stimmt schon. Also von der Kondition her bist du aber auch schon krass unterwegs, glaube ich. Jo, bin drin. Nice. Also durch den Lockdown war das auch wieder alles ein bisschen kaputt. Also alles, was ich vorher gemacht habe, war dann eher wieder weg, glaube ich. Aber ja, aber du hast halt eine andere Grundkondition als so jemand, der einfach die ganze Zeit nur Videospiele spielt, also wie ich zum Beispiel. Ich bewege mich halt nur. Wenn man die so wieder so ein bisschen rausmeißelt, so nach 3-4 Wochen Training, kommt das, glaube ich, langsam wieder zurück, was man vorher schon hatte. Wenn du es einmal hattest, kannst du es dir auf jeden Fall schneller wieder antrainieren als vorher. Aber das denke ich auch. Krass, Mann. Trotzdem, also Bouldern wird interessant, wenn es wieder losgeht. Ich will diese ganzen YouTuber-Streamer-Fights sehen. Das ist schon mega witzig irgendwie. Was wird da gestreamt? Also ja, wo wird das gestreamt? YouTube oder Twitch? Twitch. Das geht also klar. Auch wenn ein Moderator Sport braucht, sag Bescheid, ne? Mir wurde gesagt, dass es okay ist, selbst wenn jemand blutet. Okay, krass. Okay. Ja, oh jetzt hab jemand blutet. Oder stirbt. Ja. Stimmt, da könnte auch was Krasses passieren. Also, gerade bei so Amateurkämpfen kann ja auch so ein Lucky Punch einen ja komplett rausnocken, ne? Ja, gut, aber. Naja, du hast eine dicke Handschuhe, also die tut schon nicht so. Wollen wir da nicht loslegen, glaube ich. Nö. Ja, ja, wir können gerne spielen. Entschuldigung. Die Handschuhe schützt nur die Hände, ne? Nicht das Gesicht, ne? Das stimmt schon, ja. Die dann schon auch harten Schlag. Aber wenn du mit der nackten Hand schlägst oder Faust so, dann tut das schon mehr weh, glaube ich, als mit dem Handschuh. Definitiv ja. Ich glaube, dass beides ernsthaft ist. Viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg und viel Glück. So, ich habe mich jetzt gemutet. Ich muss gerade den Streamtitel noch machen. Oh, cool. Ich bin. Danke, ja auch. Ich bin Leiter. Das ist schon mal cool. So, ich muss gerade den Streamtitel machen. Mit. So, ich hoffe, die töten mich jetzt nicht. Sekunde. So, schnell! So, also ich muss das hier noch wegdrehen. Sag mal, er macht oben die Task. Also das hier kommt, ist sabotiert. Soll ich es probieren? Hä? Okay, es war schon eine Stunde lang gefixt, oder? Drück mal Leiter, damit wir ausweichen können. Oh, guck mal, da sind Unge und Timmit. Unge und Timmit stehen da zusammen. Wir beobachten die mal. Jetzt gehen die hier ans Loch. Oh, oh! So, Unge und Timmit gehen ins Labor. Vless kam gerade von Electrical. Wir gehen jetzt mal Lifeline checken, ob da jemand tot ist. Wir können gleich wieder unseren Sichtradius aufmachen. Es ist niemand tot. Das heißt, Blesk ist der Mörder. Sehr gut. Oh, oh. Ist da gerade jemand verschwunden? So. Wir machen immer Leiter an, wenn... Warte mal, habt ihr gerade gesehen? Bart ist... Wir haben Bart! Wir haben Bart, habt ihr es gerade gesehen? Ich habe Licht angemacht, Licht war aus, er hat umgedreht, als er mich gesehen hat. Das ist ja beautiful. Wann war jemand tot? Hat jemand gekillt? Wenn er einen Cooldown-Timer hat. Bitte nicht töten, töte mich nicht. Ist jemand tot, aber es ist Bart. Soll ich drücken? Es läuft an mir vorbei. Fuck. Oder war das nur ein Zufall? War das nur ein fucking Zufall? Oh, oh. Werde ich gehuntet? Okay. Pazzi, warum hast du mich verfolgt gerade eben? Ey, ihr seid verliebt.
Nee. Deswegen ist der Name rosa. Ja, vielleicht soll ich mich entmuten, wenn ich rede. Ah, ich habe, glaube ich, die Lobbycode geleakt, aber ist nicht schlimm. Nein. Ja, ja, sorry, ich habe falsche Szenen drin. Kein Problem, Simon. Ich werde dich nicht wegboxen direkt. Sehr gut. Ich bin dir hinterhergelaufen, weil ich nicht wollte, dass du während Camouflage umgebracht wirst und da sonst keiner in der Nähe war. Okay, das ist eine ganz wilde Theorie. Also, dass du einem hinterherläufst während Camouflage, weil damit er nicht umgebracht wird. Mhm. Ja, weil sonst jeder hinkommen kann und ich dann, falls du getötet wirst, sonst dem Killer hinterherlaufen kann. Okay, ist nicht eigentlich egal, ob man also, es war folgendes. Nee. Also, es ist sowieso mega gefährlich, wenn Camouflage zu töten, weil ich Spy bin und die Imposter sich gegenseitig töten könnten. Okay, Lesk ist Imposter Nummer 1, okay. Bart Imposter Nummer 2. Also, ich hab schon mal herausgefunden, wer nicht der Jester ist. Nice. Okay. Ja. Wer ist nicht der Jester? Ist nicht Jester, weil er hat nämlich eine Commentars gemacht neben mir, bevor ich die gemacht habe und niemand anders war in der Nähe. Auf jeden das Fall wüsste er als Jester nicht. Also er hat einen Swipe-Card gemacht. Das war nur Lucky, sorry. Links von Communication, so Richtung O2 und Electrical. Genau, und sie ist nicht länger als 20 Sekunden tot. Ich glaube, sie wurde getötet, als wirklich Camouflage angemacht wurde. Das letzte Camouflage, ja. Mhm. Ich kann Matteo auf jeden Fall ausschließen, weil ich war in der Cam, ich habe Chantau am Bohrer gesehen, der kann es auch nicht gewesen sein. Und Matteo, der dann reinkam. Shorty ist nämlich da auch noch links aus Office raus und dann bin ich aus der Cam raus. Ja, aber ist das schon ewig her, oder? Nö. Ich möchte Baso ausschließen. Also, oder so. Warum? Es gibt keinen speziellen Baso Grund, ich kann Baso nicht wirklich ausschließen, aber als ich in Specimen reingelaufen bin, ist Baso vor mir weggerannt. Das, also, ja, that's the natural reaction for every woman in my life, aber das war wer hat denn... Ich kann auch kurz was zu Baso sagen. Ja. Ihr Lichtkreis ist auch klein, denn sie musste, um zu sehen, dass wir auf dem Scanner stehen, musste sie näher rangehen. Und deswegen denke ich, dass sie kein Leiter und kein Imposter ist. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Aber das kann man doch faken. Ja, kann man faken, aber es ist, also ich habe nur gedacht, ich denke das. Ja, ich vertraue Baso auch. Ich würde auch hier im Discord joinen. Ich fühle mich so wohl gerade. Ich wollte Matteo und ich würde Matteo gerne boxen. Du hast ja Rosa gewotet. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Ich habe mich auch gewotet. Ich habe etwas gelogen. Das muss gelogen. Es auch sein. Ich habe geskippt. So, die Information. Also, wir haben den Fall. Der Fall ist gelöst. Es sind Vlesk und Bart. Wir müssen jetzt nur versuchen, am Leben zu bleiben. Und dazu gehen wir jetzt ins Labor. Machen da eine Task und gehen dann runter ins Specimen, machen da die nächste Task. Okay, hier ist kein... Ah, das ist ja sogar die lange, das ist ja nice. So, hallo. Zack. Ups. Ich habe ein bisschen Movement-Probleme. Ich muss ein bisschen den Monitor hochmachen. So, dann. Ich hoffe, hier ist niemand drin. Die suchen mich jetzt bestimmt, um mich umzubringen. Schaffen sie aber nicht. Ja, hallo. Geil. Habe ich ihn. Wow, das war ja alles falsch. Das war. Hä? Aber Bart ist schon einer, oder? Bart ist schon einer, oder? So wie der gemoved ist. Mann! Ja, schade, das Licht ging gerade an und ich habe den Mörder gesehen, der hat nämlich gerade vor mir Timid abgeschlachtet. Und willst du was dazu sagen, bevor ich dich expose? Genau, Vlesk, was willst du dazu sagen? Nee. Sag mal, willst du dich äußern oder soll ich was sagen? Jan Bart jetzt, nice. Und sag, Chantau, was willst du dazu sagen? Nein. Also, Baso, was hast du dazu zu sagen? Er sagt jetzt nichts und hofft, dass ich es nicht gesehen habe und es nur so tue, als ob ich es gesehen hätte. Ich habe es aber gesehen. Nein, es ist Bart. Bart hat gerade getötet. Bart, was hast du dazu zu sagen? Verteidige dich. Habe ich nicht. Das Einzige, was ich gesehen habe, die Runde, ist irgendwie so ein mega weirde Animation. Wären heute Wetten möglich? Ja, ist ein Mod im Chat. Darf oder nicht, weil ich nicht weiß, Chat, wisst ihr, ob da ein Mod irgendwo da ist? So, da war so eine Box und dann war so ein Fragezeichen drauf, was blinkt. Ja, da steht ja eine Netzstücke. Was ist denn das? Das ist von die Box Imposter. Sein eigenes Vent-Network. Da kann man durch Vent. Boxen aufstellen. Also, dann weiß ich, dann kenne ich tatsächlich einen Imposter. Ja, ich weiß auch einen Imposter, und zwar Bart. Also ja, Bart, die Sache ist, ich kann euch ganz kurz erzählen, wo Bart ist, und dann kann er ja sagen, dass er nicht da ist und ob er ein Alibi hat. Also ich bin mit Timmy zusammen gewesen, das Licht ging aus, dann ging das Licht wieder an, dann ging das Licht wieder aus, aber dann so schnell danach, dass es wahrscheinlich nicht gesabotagt wurde, sondern dass der Trickster es wahrscheinlich gerade ausgemacht hat. Also da geht das Licht ja mal kurz aus, man kann es ja nicht fixen, dann geht es wieder an und so. Und dann kam Bart rein bei uns, wir waren im Download vom Baumraum. Jetzt kannst du und dann Wetten kam starten. Bart rein, nicht durch den Vent, sondern einfach durch die Tür unten und hat einfach Tim mitnehmen lassen. Nein, das muss eine Lüge sein, weil wir wissen alle, wenn, dann komme ich nur durch den Vent. Nee, aber tatsächlich habe ich keinen Kill gemacht. Wo bist du denn gerade, Bart?
Ich bin Vorkoms. Es ist falsch. Wo hast du? Danke dir. Wir haben noch 35 Sekunden. Ich weiß nicht, wo die Leiche liegt. Ja, da habe ich doch gerade gesagt. Baum. Boah, nee, war schon. Dankeschön. Übrigens nochmal an die Mods, dass ihr immer Wetten startet. Das ist mega nice. Ich weiß, dass oben was wollt ihr wetten? Wetten immer drauf, ob das Team, ob mein Team gewinnt. Egal, ob ich sterbe oder so. Also einfach nur gewinnt Matthäus' Team. Okay, ich bin gerade aus dem Lab rausgelaufen. Dann sage ich euch, wen ich gesehen habe mit diesem komischen, Box. Rechts in der Ledschücke rein. Lesk hat diese komische Box gestellt und genutzt. Er hat sie gestellt. Ja, dann muss er die dritte gestellt haben, weil erst bei der dritten wird sichtbar für alle. Also es ist zu 100% Bart. Also wirklich. Krass. Er wird nicht gewotet. Ich habe keine Box benutzt und ich glaube, Bart spielt einfach gerade nur dumm. Also ich bin auch. Ich habe euch schon gesagt, ich bin Spy. Ich bin kein Imposter. So, die Sache ist, wenn ich jetzt sterbe, dann wisst ihr, dass Bart zu 100% ist, also fühle ich mich jetzt sicher. Ihr könnt auch gerne andere Sachen. Aber du darfst jetzt gar nicht mehr reden. Ihr könnt auch gerne. Ihr könnt auch gerne andere Sachen wetten, aber ich weiß es ja dann nicht, ne? Wow. Ey, mein Gehirn ist wie von einem Leguan. Also komplett über 3 Milliarden Jahre entwickelt und perfektioniert. So, machen wir hier mal die Tasks. Es sind gar nicht viele Tasks. Wir können echt Druck auf die Imposter machen, wenn wir einfach alle Tasks schon fertig machen. Alt und verschrumpelt? Hä? Leguan-Gehirne sind noch nicht alt. Valorant Aim, ja. Ja. Ich glaube, bei einem richtigen Boxkampf, Simon würde alle aus dieser Lobby komplett aus dem Leben hebeln. Weil, oh guck mal, das ist echt so eine Box, lol. Also in dieser Lobby würde, glaube ich, Simon gewinnen, also in der Among Us Lobby, oder? Oder wartet mal, wer ist noch mit alles drin? Simon würde Vlesk schaffen, Simon würde mich schaffen, Bart würde auch schaffen. Oh. Okay, ich muss diesen Button jetzt betätigen. Auch wenn jemand gestorben ist, ich sag euch warum. Ich? Nee. Wir haben einen Camouflager drin, alle werden zwischendurch immer grau. Und wir haben einen Trickster drin, das heißt, wir haben keinen Morpher. Also kann niemand mit Barts Gestalter reingelaufen sein und getötet haben. Also ist es zu 100% ich also. Bart. Ich weiß es zu 100%. Und Bart rennt die ganze Zeit mir hinterher, um mir jetzt ein Alibi sozusagen zu holen. Also dass ich sage, nee, Bart war die ganze Zeit. Stimmt, Timmy ist auch krass. Aber Bart, ich weiß, dass du es bist. Ich hab's sicher gesehen. Lieber Simon umgespielt. Weißt du, wie viele Scheißrunden ich schon an deine Scheiß-Joker-Scheißerei verloren habe? Ich bin kein Deswegen Joker. Ist, du hast jetzt bei 7. Ja, das weiß ich ja nicht. Und ich weiß noch nicht, ob du die Wahrheit sagst. Bart, ich würde hier von meinem Bauchgefühl auch Bart voten. Das Problem ist, dass du ja nicht zum ersten Mal Among Us spielst und jetzt uns forst, hier bei 7 jemanden rauszuvoten. Nee. Ey, wir müssen jetzt voten. Es ist nicht ein 1 gegen 1, es ist ein 2 gegen 1. Ich würde auch gegen Bart schießen, weil er sagt, dass ich Trickster bin und eine Box gestellt habe, bevor ich eben reingehüpft bin. Ja. Weil es natürlich komplett gelogen ist. Also das ist nie passiert. Ich bin Spy. Ich glaube, Bart ist, wenn dann, selber der Trickster. Und ich glaube, Parzi ist Nummer 2. Das ist eine sehr wilde Geschichte. Weil Parzi und Bart schon zusammengespielt haben und Parzi weiß, dass Bart weiß, wie der Trickster funktioniert und Bart sich einfach nur als dumm darstellt. Woher? Ich glaube, Parzi würde das auch outcallen. Wie der Trickster funktioniert. Ich habe nie die Mod mit Trickster gespielt. Sorry, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, Blesk. Also, ich denke, dass der Zweite. Was der Trickster macht. Ich denke, der Zweite ist entweder Passwer oder Caruso. Die finde ich auch verdächtig, so wie er so redet. Weißt Stark. Du, was ich meine? Ja, der redet ja, aber der, ja. Der redet aber, einfach zu aber verdächtig. Aber Bart ist wirklich zu 100%. Also, ihr könnt jetzt entweder, wenn ihr mir nicht glaubt, einfach mich voten oder ihr votet Bart, wenn ihr mir glaubt. Chantau, was denkst du denn? Also, ich habe vote hier auf gar keinen Fall Simon Ungel. Ja, aber ihr seid ja nicht Chantau, lass doch Chantau mal reden. Ich habe das mit dem Trickster nicht ganz verstanden, aber Barso ist irgendwie schnell nach oben links gekommen. Also sie muss nicht sein, aber wie ich das verstanden habe, der Trickster kann wenden zwischen den Dingern. Ich kam von Utu, Chantal. Und dann wollte ich das Licht anmachen und es ging nicht. Wahrscheinlich, weil der Trickster es ausgemacht hat. Und dann war ich ultra verwirrt. Und dann ist es nochmal ausgegangen und dann konnte ich es wieder fixen. Keine Ahnung. Okay, ich bin einfach mit Utu da unten gekommen, Chantal. Wir wollten nicht Simon Unge. Leute, dann sage ich halt nichts. Ist okay. Doch, ich wollte nur sagen, Unge meinte, dass ich weiß, wie der Trickster funktioniert. Weiß ich nicht. Oder Vlesk meinte das. Ich habe nicht den Kill gemacht. Aber wir dürfen ja nicht skippen, ne? Ich war auch nicht bei Unge. Nee, man kann nicht skippen. Wir können gar nicht skippen. Ja, Leute, es tut mir leid. Ich sag's nicht. Aber Kill war zu offensichtlich. Viel Spaß. Ich glaube, ich habe Bart wenden sehen. Was für Kill war obvious? Ihr habt verloren, Junge. Ich bin nämlich Oder du bist Trickster. Joke? Nein, Spaß. Okay, Mann, komm, Mann, ich will jetzt mal die Task schnell machen. Wir können's noch. Task? Yes. So, dann machen wir die Kabel hier. Doppelkill reicht nicht. Die haben niemanden rausgevotet. Es sind noch 7, oder? Wenn ich richtig gesehen habe. So, dann machen wir die Task hier oben. Auf der Map sind irgendwie diese
Dinger nicht so geil. Diese Vents, glaube ich. Diese Trickster-Vents. Okay, das wird gefixt. Wo war meine letzte Task? Wo war meine letzte Task? Ich habe zwei noch, scheiße. War das raus? Haben die den gekickt? Ja, dann ist er easy. Ich habe gerade nicht aufgepasst. War das raus? Okay, danke. Danke. Hatte gerade nicht. Hatte ich nicht auf dem Schirm. So. Ich habe meine. Na gut, habt ihr das gesehen? Nein, natürlich nicht. Ja, gut. Was passiert? Ja, also wir standen also zu fünft am Light, was ja nicht das Light war, sondern nur das von Dings. Erkennt man übrigens auch daran, dass das Licht so super schnell aus und fern geht. Und das war kein Pfeil halt in die Richtung. Caruso genau, ist gerade reingelaufen in den Lichtraum und ich bin weggelaufen, weil Chantau und ich auch, Baso auch. Auf einmal, Licht geht wieder an, Caruso sticht Baso ab und hüpft vor uns allen dreien in seine Box. Die Jackster Freund. Ja, ist eine Box. Ja. Caruso. Hey, Plush, ich hab doch so nur nicht aufgepasst. Bist du, ich hätte auf Party geschossen, Caruso, wenn du da nicht einfach gewendet wärst. Es ist, das Ding ist. Ja, ja. Oh, das Timmy will ich mir anschauen. Ich auch. Nur den Kill-Button geklickt. Oh. Dann bist du so von dieser Jack-in-the-Box-Scheiße eingesaugt worden. Ja, also ich hab nur den Kill-Button geklickt und ich war danach auch einfach weg. Also ich konnte nicht hin und her. Ja. Ich konnte nicht rauswenden quasi. Ich habe Leertaste gedrückt. Mhm. Ich habe wirklich nur den Kill-Button geklickt, aber ich war einfach weg. Ich wollte halt jetzt einen Stack-Kill rausholen. Aber es war irgendwie. Danke, achtmal. Ja, bei uns bist du einfach eine Sekunde später dann reingehüpft. Aber Caruso, wenn du nicht Imposter wärst, warum solltest du denn sagen, oh, ich hab die Runde schon so oft versaut bekommen wegen Unges Jester, oh, votet auf gar keinen Fall Unge. Ja, das würdest du als Crew doch nicht so hardcore callen und so. Caruso, na, aber ich kann ja, also niemand gewinnt, ist ja alles gut. Also verstehen, so eine Aussage ist natürlich bei sieben Leuten trotzdem wild. Da wirklich ja, ist einfach so Schlitz und weg war. Ja, das ist ja. Ich würde mir das gerne aus eurer Sicht angucken, weil bei mir kam nicht mal, glaube ich, die Reinwind-Animation. Du bist einfach weg, ne? Du bist reingesprungen. Ich war einfach weg. Ich stand da eine Sekunde und dann ist er reingehüpft. Scheiße gelaufen. Was willst du machen? GG. Wir voten am besten. I will go down with this. Oh mein Gott, er ist Joker. Nein, nein, ist nicht Joker. Oh, doch, Fleska hat den Kill gemacht. Ich bin Lover mit Fleska. Und Panzi auch. Ja, alle Hops genommen, Chantau. GG. Okay, also ich muss ein paar Sachen erklärt bekommen. A, was kann der Trickster? Ja. B, was heißt es, wenn drei Leute Imposter sind? Ja. Ach so. Deswegen. Oh mein Gott, warte mal kurz. Wer war denn? War der Timid? Nee, Blesk? Ich hab euch ja ganz am Anfang schon gesagt, dass ich. Ja. Oh, okay, wir müssen. Neue Lobby. Ja, war meine Schuld. Aber sag mal, warum hast du neben mir den Timid abgestochen? Dachtest du, ich sehe das nicht? Das habe ich mir auch gefragt. Ich hab dich nicht gesehen, Unge. Aber die Taktik ist wieder aufgegangen. Ja, Timid hat gesagt, dein Tod werde ich nicht ungestraft lassen. Ich hab direkt nochmal den. Ich dachte, das nicht geschehen. Ja, Bart, in der ersten Runde, ich bin Leiter und ich habe in der ersten Runde gesehen, wie du... Dass ich gewartet habe. Ja, dass du bei Leid gewartet hast und sogar weggelaufen bist von mir, als ich angelaufen kam. Das hatte ich leider verraten. Ich stehe da so und ich denke so, okay, er dreht jetzt um. Es gibt bestimmt eine Rolle, die während Licht ausgucken kann. So, ja, ja. Ja, okay, cool. Das war das Problem. Deswegen habe ich in der ersten Runde gesagt, sind Blesk und Bart, weil ich dachte... Ich habe einfach zu lange nicht mehr gespielt. Kein Problem. Um das kurz zu erklären, Bart, also der... Ich will es gar nicht wissen. Ich weiß jetzt alles über dieses Game. Aber wir können direkt in die nächste Runde gehen. Ich habe kurz Bart geglaubt, weil ich kurz in meinem Kopf überlegt habe, könnte es jemand sein, der seine Gestalt angenommen hat. Aber dann ist mir eingefallen, es gibt ja einen schon Trickster und einen Zauberer. Das kann nicht sein. Dann habe ich den Button gedrückt. Viel Spaß. Boah, war das knapp, Chat. Ich habe fast den Code geleakt, weil ich mich verdrückt habe. Hey, viel Spaß. Ja, gut, danke dir auch. Ich bin Jester. So, wir faken jetzt. Achtung, passt auf. Wir faken jetzt eine Common Task. Nee, doch nicht. Licht geht aus. Simon geht ins Specimen. Sterbe ich jetzt direkt bitte nicht? Oh, das ging schnell. Aha. Wait, warte mal, warte mal. Ich kann Mäntel rausnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Ich kann Simon rausnehmen, außer der Tote liegt in Specimen. Aha. Bup. War so? Aha. Kleiner als drei. Also, hier wurde der Versuch begangen, den pinken Imposter zu töten. Leider habe ich aber mit meinen eigenen Augen gesehen, wer es war.
Oh, oh. Wie meinst du denn? Hä, warum denn pinker Imposter? Ich raff das aber nicht. Aber ich war das nicht. Mann, Karen, weil Les Pink ist, was weiß ich denn? Ach so. Ach so. Mann. Ich verstehe nicht. Ich raff's auch nicht. Och, whatever, ich hab gesehen, dass... Okay, ich mach's einfacher. Okay, ich wollte nur ein bisschen... It's fine. Ich habe nein, gesehen, mach spannend, bitte. Nee, es ist zu spät jetzt. Und zwar, Shorty. Leskovic liegt... Halt dein Maul, Matteo, ich rede. Also, Leskovic liegt an dem Labyrinth zwischen Storage und Electrical. Und ich habe gesehen, dass Timid ihn durchgeschnitten hat mit einem Messer in der Hand und dann... Aber das Licht war aus. Ja, aber es ist gerade wieder angegangen, Timmy. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's direkt gefixt, ne? Ich war schnell. Okay, dann muss es ein Laufing wahrscheinlich sein, weil ich bin. Darf ich Safety First auf Timmy schießen? Ich glaub dir kein Wort. Darf ich ja, Safety First auf Timmy schießen? Ja, ich wollte hier, Timmy, dieser Mord bleibt nicht ungeschehen. Ich werde skippen, also, weil ich den Schuss sehen will. Was ist, wenn Timmy Joker ist? Was ist, wenn Timmy Joker ist und er wurde gesampled? Und ich wurde gemorpht? Oh, shit! Nein. So aber kann es so schnell schon passiert sein mit Morph? Kann es so schnell überhaupt schon passiert sein? Morph hat Cooldown von so am Anfang... 10 Sekunden, glaube ich. Ja, so 10 oder 8. 10 Sekunden oder so. Plus 10, wo er morphen kann. Also quasi genauso schnell, wie man killen kann. Ich hatte gerade 10 Sekunden in der Runde, ja. Weil sie, das haut aber hin. Das haut. Du hast beleidigt. Ja. Wen habe ich beleidigt? Ich glaube, Timid. Also ich bin bei dem Wasserrad. Unter Offen, ich bin gerade. Also ich finde, wir sollten ja alle zivilisiert bleiben. Achso, Timid, willst du dich verteidigen noch? Nee, ich bin nicht da in der Nähe, deswegen. Also ich aber finde, Caruso kann gerne noch mit abschießen. Ja, Caruso, schieß mir ab. Aber warte mal, Timid, deine erste Verteidigung war, hey Baso, das Licht war doch aus. Und deine zweite Verteidigung war, oh, ich war da gar nicht. Hä? Ja, nee, weil sie meinte, sie hat irgendwas gesehen. Aber shit, in der ersten Runde gebastelt von Baso, das tut weh. Ich habe zwei Imposter-Bots bekommen. Ja, damit ist Baso Nee, ein Wort ist von mir, Linda. Ja. Wenn ich gesehen habe, so, dann muss ich ja keinen Bullshit labern. Ein Wort ist von mir. Ich wollte ja mal voten. Baso, ich glaube dir. Ich glaube auch. Wir treffen uns in Duisburg. So, die treffen sich in Duisburg. Das wird jetzt geil. Ein bisschen Abstand, aber ich will es schon noch sehen, ne? Ist da gerade jemand gewendet? Ey, wisst ihr, was ein geiles Play wäre? Du hast ihn getötet. Ich wollte mich vor die Kugel werfen. Ja, also ich glaube schon, dass Caruso sich da gerade selbst... Ja, okay, lass uns. Also eigentlich, was also, war das? Alle haben es ganz definiert. Timmy hat Caruso abgestochen. Habt ihr gesehen, was? Oder? Ja, habt ihr gesehen, dass er nicht instant. Ach so, nee, er hat sich an mir abgeschossen. Ja, Mensch. Also, wir haben jetzt den Sheriff verloren, auf jeden Fall. Ich glaube, Timmy. Ja. Oh, ja, ich hab Party gewotet. Ja, ich wollte mich eigentlich schützend davor werfen. Haben wir leider auch verloren, weil ich wollte halt sehen, wie Caruso Timmy abschießt. Das hat nicht so gut funktioniert. Es tut mir so leid. Caruso, es tut mir wirklich leid, ich habe alles gegeben. Einfach die Rentnerfinger, Caruso. Ich glaube, er hat längeren Cooldown, oder? So ein bisschen. Dafür fliegst du, Timid. Tschüss. Timid hat noch versucht zu skippen, Frechheit. Okay. So, jetzt müssen wir versuchen, das ist natürlich jetzt schwierig, ne? Es gibt nur noch einen Imposter, jetzt müssen wir die anderen davon überzeugen, dass ich dieser eine Imposter bin und wir müssen es machen, ohne zu sterben. Das heißt, wir müssen die Leiche finden und die dann irgendwie benutzen für uns. Das ist natürlich nicht so einfach. Also ein Specimen sollten wir nicht gehen. Da ist gerade jemand reingegangen. Wir gucken mal, wer unten aus Specimen rauskommt. So, Bart geht hier rein. Scheiße. Was wir eigentlich probieren müssten ist, als erstes rauszufinden, wer der Imposter ist und dann das zu nutzen. Das heißt, wir müssen den Fall lösen und dann hier Parzi wendet öffentlich. Also Parzis Engineer. Na gut, lass uns den Fall mal so von der Seite aus lösen. Parzis Engineer. Shorty geht an Kameras. Baso steht an den Kameras. So, dann hier wurde gesehen, wie ich rauslaufe. So, die Kamera sieht, wie ich reinlaufe. Bart kommt hier schon wieder aus dem Gebäude raus. Bart läuft hier echt oft lang, aber ich glaube, er ist es nicht, oder? Ist niemand gestorben. Unge steht einfach mitten im Gang. So, Electrical eine Person, O2 eine Person. Labor ist gerade gewendet, oder? Nee. Das war gerade ein Zufall.
weil hier gibt es keinen Vent. Da ist jemand einfach ins Office gelaufen. Im Labor ist eine Person. Weapons ist lange da. Ist die Person tot? Ich denke nicht. Aha. Weiß ist tot. Wer ist Weiß nochmal? Parzival ist tot. Parzival, der Wenter. Das heißt, der wurde beim Wenden vielleicht auf einem Vent wurde er erwischt. Liegt der auf einem Vent? Vielleicht im Labor. Scheiße, wurde gefunden. Damn it! Parzival liegt über Cams beim Vent. Oh, da habe ich Baso das zuletzt gesehen. Jetzt. Aber Baso ist ja über jeden Verdacht erhaben, weil sie hat ja Timid rausgevotet, ne? Ich stand sehr lange in den Camps, aber war jetzt gerade schon wieder in Communication. Aber sind wir uns bei Timid wirklich sicher? Ja. Naja. Der Sheriff-Cooldown ist kürzer als der vom Imposter und deswegen hat Timid ja, da zuerst. Das war ja eher von Bart Spaß, obvious. Also genau. Timid, wenn Timid nicht Imposter ist, ich glaube, das wäre so wild. Also das ist Timid so dumm. Ja. Nee, also das ist zu 100% safe. Ja, wir müssen noch einen finden. Für den Kill-Off-Party würde ich auf jeden Fall dann Bart rausnehmen, weil der stand gerade in Comms neben mir. Yes, yes, ja. Außer du bist da oben gewendet und dann in Comms reingelaufen. Nope, ich würde Bart nicht ausnehmen. Wer war im Labor? Gerade eben, am Ende. Ich war gerade im Labor. Also ich bin aber jetzt schon Specimen. Ich bin Specimen. Oha, oha. Oben. Warte mal. Ja, das kann sein. Dekon. Simon und Chantal sind im Labor. Bart nimmt... wen nimmst du raus, Bart? Also eigentlich... Also ich oder Bart? Wen nimmst du raus, Bart? Chantal ist nicht im Labor. Nein, ich bin Specimen gewesen, bin jetzt aber links in Dekon unten vor Admin, vor dem Admin-Pult. Ich bin oben in Dekon. Wollt ihr, dass ich euch meine Runde einmal erzähle? Das kann stimmen. Nee, nicht die ganze Runde, sondern wen du rausgenommen hast. Du hast was gesagt. Wo wir beide uns das letzte Mal gecrossed haben, bin ich in Weapons, da habe ich niemanden gesehen. Da habe ich sowohl Download als auch Weapons gemacht. Dann bin ich zu dem Upload hin und da stand Linda. Ich wollte... Also Baso nimmst du raus. Das heißt, es bleiben nur... Ganz fürs Ende. Nur Shorty bleibt. Es kommt halt darauf an, wie lange Parzival da schon liegt. Ich bin gerade fast an einem Herzinfarkt gestorben, als Parzi vor mir bei Security aus dem Vent gesprungen ist. Dann kam Chantao zum Glück. Ach, Parzi war Engineer, oder was? Ja, aber hat er letzte Runde schon direkt gecallt gehabt. Er meinte in der Situation, wo Caruso von Timid getötet wurde, dass er meinte, er wollte es gerne sehen. Er hat quasi instant gefixt. Yes. Also das wusste eigentlich jeder, oder? Das Part? Jo, der ist ja auch gewendet unten. Shorty, bist du Spy? Das ist auf jeden Fall auch nicht. Shorty, bist du Spy? Ich bin Spy, ja. Aber wo weißt du das? Wo willst du wissen, dass ich Spy bin? Sag ich nicht. Oh. Oh. Sag ich nicht. Ich meine, der Imposter weiß eh, dass ich Spy bin, weil Tim mit raus ist. Müsst ihr nicht voten. Ich hab ein Vote! Ja, von dir selbst. Von dir selbst. Ja. No, Mental. Also, Matteo, bist du Jester oder bist du Imposter? Vielleicht beides. Ich hab den Spy überführt. Ich hab einfach sau viel IQ. Jetzt haben die mich überführt, dass ich vielleicht Jester bin. So, ja. Also, glaubt ihr nicht, dass Shorty... Ich glaube ja, dass Shorty... Weil Shorty hat einfach so gesagt, ja, ich bin Spy. Warum sagt ihr das einfach so? Shit. Da. Ah, nehmen wir mal. Baso war ja safe, ne? Baso war ja safe. Oder war Baso? War Baso wirklich safe? Shorty und Baso laufen zusammen. Chantal? Der kommt schon wieder aus dem Labor. Chantal kommt schon wieder aus dem Labor. Das stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. So, warum ist hier niemand an den Cams? Baso kommt da raus. Baso hat Shorty abgehängt. Baso läuft schon wieder ins... Hä? Warum sollte Baso aus dem Labor rauslaufen und dann wieder reinlaufen? Hat sie die Task, wo man warten muss mit den Labordingern? Wir checken das mal. Hat sie diese... Ich hab Bart wenden sehen. Shorty? Ja, Bart? Wo hast du mich denn wenden sehen? Ich bin erst mal so hinterhergelaufen, bin dann zu Lab rein und dann habe ich gesehen, wie du quasi beim Vent bei den Wires, bei der Toilette verschwunden bist und weil der Andy schon raus ist.
bin ich gerade gepanickt und Baso und Unge kamen dann zum Glück. ich glaube, Shorty verarscht Shorty uns. Ist Imposter. Ja. Wo hast du denn Chantal gefunden, Bart? In Admin. Ich bin tatsächlich, ihr habt mich ja alle in Lab reinlaufen sehen, bin ich in Specimen rein. Also ich habe die Kabel in den Specimen-Decon gehabt und ich habe danach die Kabel vor der Specimen-Tür. Aber wo warst du? Weil ich bin gerade mit... Ich bin durch Specimen durchgelaufen. Achso, okay. Nee, okay, dann weiß ich pass auf, 100%, pass auf. Dass er gewendet ist. Pass auf, nee, der Grund, warum ich durch Specimen durchgelaufen bin, ich bin ja vorher die ganze Zeit bei dir geblieben, Unge. Und ich habe gesagt so... Ja, wir sind auf Camp zusammen. Nicht. Und dann bist du, genau, dann bist du mir hinterhergelaufen und dachte ich, okay, Unge geht jetzt nach unten, ich gehe in Specimen rein und gehe durch, damit wer auch immer mich hat in Lab reinlaufen sehen, nicht hoch zu mir wendet und mich tötet. Und ich gehe dann unten gucken. Und ich habe jetzt gerade unten an Admin geguckt, da war niemand irgendwo auf der Map. Und dann habe ich die Leiche gesehen und habe sie reportet, also vor 2 Sekunden. Also Bart hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten, mich zu töten. Wir waren oft allein unterwegs. Mhm. Aber wenn Shorty ihn wenden sehen hat und... Oh, wait. Haben wir den Morphling? Shorty Matteo, wo bist du hingegangen, nachdem Chantal sich oben gescannt hat und ihr beide im Labor wart? Ich war nicht im Labor, als er sich gescannt hat. Die Reihenfolge ist doch... Matteo? Ganz kurz. Als ihr mir alle entgegengekommen seid aus Lab, ist doch Unge nach unten gelaufen und ihr anderen seid doch alle nach links, oder? Das weiß ich nicht. Baso, du bist zweimal ins Labor gelaufen. Du warst einmal im Labor drin und dann bist du nochmal ins Labor gelaufen, oder? Ja, ich würde gerne 5 Sekunden beanspruchen. Ja. Ganz kurz. Ja. Also ich bin bei Shorty und Bart, bin ich unsicher. Auch bei Mantle, die einzige Person, ich vertraue, ist Baso, weil Mantle entweder ist er Imposter oder spielt, dass er Jester ist und ist Imposter oder ist Jester. Und Bart und Shorty. Nein, also Shorty hat definitiv. Ich bin's nicht. Shorty hat definitiv gelogen. Sie kann Jester oder Imposter sein. Eins von beiden. Wenn es Bart nicht war, ist es auf jeden Fall ein Morpher. Es ist. Shorty einfach, das Problem ist, wir müssen jetzt den Fall lösen, oder? Wir dürfen jetzt nicht mehr, oder? Wenn jetzt eine Person stirbt, sind wir noch zu dritt im Meeting, dann muss ich mit der Crew spielen, das war ja die Regel, ne? Das heißt, es geht nicht und ich werde jetzt auch nicht Alarm drücken oder so, ich spiele jetzt einfach für die Crew, also fair. Vielleicht kann ich mich ja töten lassen oder so. Wobei Simon... So, Shorty moved, cool. Hier ist zu. Scheiße, ist schlecht, wir sterben jetzt, oder? So, die Tats sind schon fast durch. Ich habe ja keine. Wir machen alle Türen auf. So, sie weiß jetzt, dass ich an den Kameras bin. Baso kommt hoch, wir laufen Baso mal entgegen. Da ist Baso, wir drehen um. So, okay, wir gehen jetzt Lifeline. Oh, es wäre schon geil, wenn es nicht Shorty wäre. Und dann hat er mich jetzt mit Shorty eingesperrt, ja. Ah, scheiße. Ich stelle mich an die Kamera, also hier an die Seite. Die Kamera ist aus? Hä? Kamera ist aus? Warte mal, wenn die Kamera aus ist, ich muss mal ganz kurz Admin checken, um zu schauen, wo die sind. Ist noch kein Kill. Zwei Electrical. Okay, es sind 2 Leute Electrical. Wir laufen jetzt hier unten durch Electrical durch. Mhm. Ja, warte mal, das ist ja Shorty. Scheiße. Da ist Unge gerade weggelaufen. Es ist Simon dann. Ja, ich muss drücken, damit wir gewinnen. Wie viel Zeit habe ich noch? 21 Sekunden. Warte mal, es wurde jetzt ein Kill gemacht. Das heißt, wir sind noch zu dritt, oder? Hi. Ich bin so dein verwirrt. Also es war eine sehr starke Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bis zum Ende habe ich falsch gelegen. Aber Baso hat uns ganz am Anfang verarscht. Nein, Matteo, nein.
Nein, das macht auch gar keinen Sinn, Matt. Das macht auch gar keinen Sinn. Das macht auch gar keinen Sinn. Nicht? Okay. Nein, das macht keinen Sinn, weil wir sind ja zu dritt. Wenn Baso falsch gelegen hätte mit dem Mit, wäre das Spiel ja schon längst vorbei. Also. Aber Simon kann es nicht sein und Baso hat am Anfang doch. Hä? Warte mal. Ich hatte gerade Panik meines Lebens. Also, ich habe einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht und zwar, dass du die Leiche reported hast, die du selbst gekillt hast, weil dein Kill-Cooldown, du hast Angst, dass dein Kill-Cooldown nicht rechtzeitig ready ist, bevor die Tasks fertig sind. Kann das sein? Simon, warum sollte ich selber reporten, wenn ich. Hab ich dir gerade erklärt. Ach so, stimmt, jetzt habe ich verstanden. Matteo, wo liegt Jordi? Sie liegt unten an der Schleuse vom Eingang zu. Also bei Atmen, wenn man runtergeht, bei Specimen. Okay, Matteo, erzähl mir, warum soll ich dir glauben, dass es Baso sein könnte, wenn sie doch Timid rausgehauen hat? Aus welchem Grund? Das war ja auch der Grund, warum ich gerade eben gesagt habe, Baso hat uns dann verarscht, aber wenn du sagst, dass Baso es nicht sein kann, dann bist das du. Aber Simon, ich dachte, kannst du mir erklären, warum du nicht bei dem linken Reaktor stehen geblieben bist, als ich gekommen bin? Als du dazugekommen bist, wollte ich einfach mit dir zusammen rumlaufen, falls wir die Leiche zusammen entdecken. Und ich hatte Angst, dass ich alleine abgeschlachtet werde. Und deswegen bin ich bei dir geblieben. Und ich bin aber oben rechts stehen geblieben, als du mich dann wieder alleine gelassen hast. Dann dachte ich, okay, dann machst du links. Wir hätten fast verloren wegen dem Reaktor, ne? Ja, aber hätte Mäntel ja nicht links ausmachen können. Wo warst du denn die ganze Zeit, Mäntel? Ja, unten bei Admin und dann bei Lifeline. Ich habe bei Lifeline gesehen, dass jemand tot ist. Bin runtergelaufen zu Admin, um zu checken, wo die Leiche liegt. Dann habe ich unten gesehen, dass das in der Schleuse drin liegt. Ja. Dann habe ich reported. Ey, also ich würde doch nicht reporten, wenn ich der Killer bin. Das wäre ja komplett dumm. Das stimmt eigentlich. Auch bei der, das stimmt eigentlich auch. Oh mein Gott. Also, wen wolltest du? Wer auch immer jetzt von euch beiden Imposter ist, richtig gut gespielt. Ich bin. Oh nee! Okay. Mäntel? Was? Okay. Nee! Hä? Ich mach Button. Ich habe Matteo gewotet, Simon. Ich weiß nicht, was du gewotet hast. Ja, ich durfte mich ja nicht selber wählen. Ja, es hat Simon gewonnen, weil ich verkackt habe. Ja, das habe ich jetzt natürlich. Ja, ich hätte für die Crew spielen müssen. Oder ist doch Baso? Hä? Ja, ist wieder Alarm hier gedrückt. Und. Scheiße. Scheiße. Ja, das war mein Fehler. Holy shit. Man votet sich nicht bei 3 selber, Matteo. Man votet sich bei 3 nicht selber. Hab ich nicht. Ich hab dich gewotet. Du hast mich gewotet. Gemacht, oh oder? Simon, ich hab dich gewotet. Ich hab so gespielt. Ehre. Ja. Ich dachte, du votest. Ich hab damit gerechnet, dass du dich selber votest. Nein. Also mich votet. Und deswegen hab ich Baso gewotet, um die Votes auszugleichen. Aber ihr beide habt genau andersrum gewotet, als ich dachte. Krass. Ich fall hier fast vom Stuhl. Also, ich habe auch sehr gut die Tür zugemacht und so, oh mein Gott. Ja, also ich bin extra als Bart bin ich gewendet, damit Bart rausgeht und damit auch Shorty weiterhin Sass ist. Und ich musste so dribbeln alleine, weil ich war von Anfang an alleine. Zumindest die erste Runde Sass. Ja, ich hab 2 Kills noch gemacht, aber ey. Es gibt auch kein besseres Imposter-Play als Morphling, Bart zu morphen und dann zu wenden. Ja. Ich immer dafür. Oh, ja. So you are very different, Alter. Mein Gehirn ist einfach implodiert. Oh mein Gott, das war so. Es war einfach so gut, ey. Am Ende darf man sich als Joker bei 3 nicht selbst voten? Ist das eine Regel? Nee, das darf man nicht. Haben wir gesagt, da muss man. Genau, Ehren. Deswegen habe ich. Aber du hast ja trotzdem als Joker gespielt. Ja. Du hast es nicht mitbekommen. Wir haben alle geschwitzt, weil die Leiche lag da schon ewig und Unge hätte schon wieder killen können. Ich hatte Killcode ready. Und als ich dann vom Reaktor rechts loslaufen wollte, dann wurde die Leiche reported. Ich wollte gerade den letzten Kill machen. Matteo stand schon 30 Sekunden auf der Leiche drauf und dann habe ich nur gechillt. Ja, ich habe die Leiche so lange liegen lassen, bis man fast der Seismik durchgelaufen ist. Verdammt. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte Simon null auf dem Schirm. Ich dachte erst Shorty, dann dachte ich Bart und dann dachte ich Home. Das ist Simon und das. Ja, schade. Aber stark gespielt, ey. Fuck, das war eine. Ja, richtig gut gespielt. Vor allem, weil Tim die ja schon so früh rauskam. Ja. Schöne Runde. Ja. Aber hart, aber. Herzlich, ne? Als gespielt. Danke, Caruso. Du bist blöd, dass du mich abgeschossen hast. Ich hätte Simon Hunger. Aber ich, also, erste Runde habe ich gesehen, dass Vlesk halt Leiter war. Hast du mich auch gesehen gehabt? Ja, klar. Du, als ich Licht ausgemacht habe, bist du von mir weggerannt. Ich hab dich beobachtet, links mit gewonnen, aber ich hab dich nicht gesehen bei Lights Out. Da war mein Cooldown schon wieder abgelaufen. Ich konnte dich gar nicht sehen.
Lucky. Mensch, du machst aber so offensichtlich im Jester, das wusste ich halt wirklich auch seit Runde 2. Ich dachte dann auch so, ja, das ist aber vielleicht ganz gut, wenn es offensichtlich ist, dann denken wieder Leute, es ist zu offensichtlich oder so, weißt du, dann, naja. Viel Spaß, Gott, viel Spaß. Das letzte Voting gegen den Jester war so hart. Ja. ich habe beim Fundort der Leiche gelogen, damit vielleicht jemand sagt, hä, das kann gar nicht sein. Und dann, damit Baso dann vielleicht denkt, er hat gelogen oder so, keine Ahnung, irgendwie so in der Richtung. Und es hätte eigentlich auch fast funktioniert, wir machen jetzt Speedrun-Task übrigens, es hätte auch fast funktioniert, wenn Simon nicht gedacht hätte, dass ich mich selber vote, weil er hätte mich dann einfach gevotet. Vielleicht, weiß man nicht genau. Er hat ja Baso gevotet. Und er hat mich nur nicht gevotet, weil... Hä? Hä? Okay. Ich habe Mantle nicht killen sehen, aber Mantle hat versucht, schon die letzten 5 Sekunden die Leiche zu verdecken und hat jetzt erst später reported. Mhm. Das ist soweit korrekt, ja. Also, ja, das ist zu offensichtlich. Dass, ja, ja. Ich habe eine wichtige Info. Ich würde ganz kurz gerne mal fragen, wer denn gerade in, also wo die Leiche erstmal gefunden wurde? Direkt über Lifeline am Stein, weißt du? Da ist so ein Stein. Lifeline am Stein. Genau, da ist so ein dicker Stein und da liegt es an der rechten Seite, sodass man die Kamera, kann das noch sehen. Okay, ja, genau. Also die Sache ist, okay. Schmeckt's? Dann habe ich doch keine, solid Info. Ich dachte, ich hab einen Heilisas. Ja, erzähl mal. Und zwar, wenn du sagst, sie liegt quasi über den Stein, Patsy kam gerade, ich habe meine Storage-Task gemacht, erst Storage, dann bin ich oben rechts hin, habe ich wieder Storage gemacht, trotz Lightout, bin quasi, während Licht wieder angegangen ist, oben links hingelaufen. Lightout? Patsy kam quasi oben links, ich habe ihn nicht aus dem Vent springen sehen, aber es gibt ja eigentlich bei Lightout keinen Grund, weswegen man da oben von oben links kommt. Ich kann Bart rausnehmen, der ist mit mir in Mitte runtergelaufen und dann links nach O2. Der kann nicht zum Stein gelaufen sein. Also ich muss Shortys Aussage, muss ich supporten. Weil ich bin der Hacker und ich habe auf dem Admin-Table, ich dachte eigentlich, die Leiche wäre in Electrical oder Security passiert, also in dem Bereich, weil da sind ein paar Leute gewesen und da ist jemand gewendet. Das ist nämlich eine helle Farbe, ist gewendet von Storage zu dem Band bei über Security. Eine helle Farbe. Ja, also aber Caruso, du kamst daher, ne? Storage zu Security? Das ist Linda. Also der Vent gibt, den gibt's gar nicht. Linda, du hast mich Okay, dann sah's nur so aus. Ja, dann sah's nur so aus. Storage geht Office und zu Kost. Ja, ich bin lost. Ich bin dumm. Alles gut. Also, Chester. Sorry, dass ich da gewendet bin, ja. Also ich glaube... Kann es nicht auch sein, dass er Jester ist und sich versteckt hat? Also was natürlich sein kann, Caruso ist Imposter Nummer 2, hat gesehen, was ich mit der Leiche gemacht habe und Parzival hat den Kill einfach begangen. Aber Caruso müsste ich sehen, wenn ich gewinnt bin, weil er war in der Cam und Cam war auch... Nee, Caruso war auch sehr lange mit mir. Ich glaube, Matteo ist Imposter und tut einfach nur so, als ob er Joker. Was Les sagt, ich kann auf jeden Fall... Die einzige, die ich hard proven kann, ist Baso. Das habe ich nicht gesehen. Baso und Caruso habe ich zusammen in Electrical gesehen. Die Leiche liegt ja in Kamera-Range. Ich würde da nicht einfach stehen bleiben, wenn die Kamera an ist. Vielleicht ja schon. Jetzt sind wieder alle... Mann, ich bin Crew und jetzt denke alle, ich bin Imposter, das wäre voll geil als Jester. Jetzt habe ich irgendwie... ich bin irgendwie voll Offset. Also ich vertausche immer das, was ich spielen sollte. So, wir gehen mal ins Labor. Das Gute ist, die Imposter werden mich jetzt vielleicht leben lassen, weil die ja... weil ich ja verdächtig bin. Das ist vielleicht ganz geil. So, wir machen mal. Ich will jetzt nicht wieder hier ins Specimen umgebracht werden. Das wäre unangenehm. So, bum, 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 bum. Dann machen wir die hier. Die dauert ewig. Licht ist aus übrigens. Ja. Licht ist wieder an. Wer ist bei mir? Scheiße, ich würde gerne abbrechen, um es zu sehen. Okay, wer ist hier? Baso. Baso steht falsch rum an der Task. Sie ist Imposter. Unge ist aber auch hier. Shorty auch. Also Parzi und Baso sind die beiden, die Imposter. Oh, 2 Kills. Wo? Hero. Yo! Shitau lag in Admin. Ich habe mich auf die Leiche gestellt, weil ich so tun wollte, als ob ich von der Leiche weglaufe.
Hm? Und dann ist mir so nach 5 Sekunden aufgefallen, dass ich gar kein Joker mehr bin. Aha! Ah, du wurdest erased. Okay. Ja, wir haben Eraser drin. Ich hab keine Rolle mehr. Jetzt ich weiß, hab keine Rolle und keine Tasks. Ja, aber jetzt weißt du, wer der Imposter ist, weil von wem wurdest du gecrossed, Lesk? Jetzt weißt du's. Von Parzi? Ja, und? Als ich in Office reingelaufen bin? Und? Aber das muss ja letztes Meeting gewesen sein, weil das ist ja nach dem Meeting anscheinend ja, schon passiert. Ja, genau. Gleich hast du's. In der letzten Runde bin ich am Bart vorbeigelaufen, der ist ja tot. Nee, fast. Ja, wir sind uns auch gecrossed, Lesk, aber wir sind am Anfang da. Ja, aber ich weiß auch nicht. Nee, also Eraser funktioniert ja so, dass die Rolle weg ist nach dem Meeting. Ja, aber wir haben uns davor auch gesehen, Blesk. Also letzte Runde, allererste Runde, das war die erste Runde, da standen wir alle da oben und du standst auch relativ lang da. Ach so, ja, aber ich stand ja ewig lange. Ich stand ewig lange mit Caruso und Basen. Genau, jetzt hast du es. Nice. Ich stand da. Oh nein! No! Immer aus rausgeflogen. Kannst ja, du jetzt wird, das, jetzt müssen wir voten. Also jetzt in der ersten Runde bin ich durchgelaufen durch Caruso, Baso und Parzi. Matteo und Shorty habe ich, glaube ich, nicht gesehen in der ersten Runde. Wieso bist du durch mich durchgelaufen? Caruso und ich standen super lange noch im Dropship als letzte beide. Ja, aber ich auch. Ich war auch dabei. Dann müsstest du ja nicht durch uns durchlaufen, sondern einfach runterlaufen. Also, ich würde, bevor wir... Das hat sich ziemlich ehrlich angehört, was Bless angesagt hat. Ich würde für den ersten Kill tatsächlich Mental voten, weil ich habe den Kill on Cam nicht gesehen. Nee. Warte mal, Leute, pass auf. Ich glaube, dann sind es für mich Parzi und Mental. Deswegen kann man wahrscheinlich von oben links. Also Parzi ist entweder Jester oder Imposter. Wir sollten so bei Parzi beginnen. Aber Matteo stand in der ersten Runde auf der Leiche. Und ich dachte, er ist Joker, aber er kann ja kein Joker sein, weil ich Joker bin. Richtig. Und pass ganz kurz auf, gerade eben im Specimen waren Baso, Mental, Shorty, Unge und ich. Parzi kam oben rechts. Ich habe Parzi jetzt gevotet, weil es bleiben nur Bless, Parzi und Caruso. Aber wie kannst du... Hä, warum votet ihr denn Bless? Unge war doch unten bei uns. Unge stand doch zwei Imposter und einer hat sich verklickt, oder? Jo. Vervotet. Also ich bin kein Imposter und habe mich nicht verklickt. Wen hast du gevotet, Parzi? Ja, Bless. Okay. So, Licht ging jetzt an. Das ging jetzt aber normal an. Geht es bei einem Fix nicht immer schnell an? Natürlich jetzt schade, dass Simon rausgeflogen ist, weil... jetzt drücken. Also das Problem ist, wir müssen ja drücken, weil wenn noch zwei Imposter drin sind und wir waren falsch, dann müssen wir jetzt noch einen rausvoten, ne? Heißt, tut mir leid, dass ich drücken musste, aber weil Simon ja rausgeflogen ist, sind wir nur noch... Haben wir, weil Simon rausgeflogen ist, haben wir gerade bei 6 gevotet. Es kam kein Emergency. Oder war Lights Out am Anfang? Lights Out. Es war Lights Out. Wir haben aber noch also ein Engineer drin. Ja, ein Engineer hat gerade gefixt. Parzi, bist du Engineer? Nein, ich bin kein Engineer. Okay, Shorty ist Engineer, ne? Nee, ich bin auch kein Engineer. Dann wär's Engineer. Es wäre schon ganz gut, es jetzt zu exposen, weil jetzt wir müssen. Ich glaube auch. Es ist gefährlich. Es könnte sein, dass wir noch 2 Imposter drin haben. Oh ja, ich bin Engineer und dann bin ich jetzt nächste Runde tot, weil die Imposter mich easy killen. Ja, aber ist ja nicht so schlimm, Baso. Wir müssen jetzt einen rausvoten. Ich finde es echt gut, dass du es machst, Baso, weil ich finde, Engineer ist auch echt nicht mehr so strong, weil ich glaube, die Imposter sehen es jetzt immer, wenn man als Engineer im Vent ist, oder? Ja, die leuchten immer. Das ist ja so blau unterlegt, aber das ist ja egal. Ich muss ja nicht im Vent sein. Anyways, ich habe es gerade gefixt. Ich habe das jetzt letzte Runde nicht ganz mitgeschnitten mit Blesk und Erase. War Blesk jetzt. Eraser Joker, wenn er jetzt erased wurde und rausgevotet wurde, hätten wir dann trotzdem verloren? Nein, wir hätten dann weiterspielen können. Nein, wir haben potenziell einen Crewmate rausgevotet. Ja. Der nächste Sus ist Parzival, weil er oben links vom Pylon weggekommen ist und Shorty sagt, er ist aber Joker. Baso ist Engineer. Was bist du, Shorty? Ich bin normal Crewmate geworden, deswegen war ich am Anfang ein bisschen genervt und habe Musik angemacht. Für mich ist Mental, der hier auf der Leiche stand und weggerannt ist, zumindest zweiter Imposter. Vielleicht das Problem ist auch, weil wir haben jetzt Vlesk gevotet und Vlesk hat Mental gesusst. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt Matteo rausworten. Vlesk hat mich nicht gesusst. Vlesk hat mich entlastet. Vlesk stand auf der Leiche, hat er gesagt. Und es würde keinen Sinn machen, wenn er der Joker war. Weil du dann nicht auch Joker sein kannst. Ah, Baso, bist du verliebt mit... Linda, ich hab in der ersten Runde ja an der Cam gestanden, während du, glaube ich, aus Lights oder sowas, und ich habe halt Mental gesehen, wie er sich so auf die Leiche gestellt hat und dann weggerannt ist. Und da hat Bless gemeint, das ist zu offensichtlich gefaked. Es war Bless war falsch. Wir müssen jetzt... Ich habe nicht auf Parzi. Die Crew votet jetzt Parzi, weil sonst ist es vorbei. Nein, ist Parzi vielleicht Joker und Bless war Imposter? Nein. Das Problem ist, ja,
Okay. Das Problem doch, ist, dass ich es doch bin. Ja, ach, Blaze kann uns doch verarschen! Der einzige Grund, wieso Patsy wusste, dass ich nicht Joker war, ist, weil er selber Joker ist. Deswegen, ah, fuck, Mann. Jawohl. Na, ich hätte Mantle voten müssen, Jawohl. Und ich dachte, er wäre echt. Ich hab auch Matteo gewotet. Es waren also Blaze und Caruso, oder was? Hast du nicht Matteo gewotet? Ich hab Matteo gewotet. Ich hab ja Matteo gewotet. Zweiter. Oh, du hast mich gewotet, Caruso? Nein, ich habe Matteo gewotet. Ach, nein, du warst ja gar nicht mehr drin, Blaze. Jetzt gerade, Blaze. Ach so, jetzt gerade. Und davor wir beide haben in der Runde, gewotet, wo du rausgevotet bist, haben wir beide Matteo gewotet. Matteo hat Passe gewotet, ja, weil Matteo komplett los war. Ja, scheiße, ich dachte, meine Story war gut, aber die hat überhaupt keiner von euch gekauft. Wer war jetzt Imposter? Ich habe gekauft. Imposter waren Blaze und Caruso, oder nicht, oder? Was mache ich denn? Baso und Shore, die haben an mich rausgevotet gerade. Die haben überhaupt nicht geschluckt, was ich gesagt habe. Wer war jetzt Imposter? Ich und Caruso, Linda. Ich und Caruso. Ja, aber Matteo war ja klar. Warum? Ja, aber so lost war das ja nicht, Caruso, weil ich dachte, du bist der Zweite und bei Blaze habe ich ihm halt geglaubt, dass, weil deshalb war die Story einfach mit seinem Erase, weil die war ja gut. Aber was ich nicht ganz verstehe, ich hab die war ganz schön ausgedacht. Guck mal, ich habe in der ersten Runde gecallt, Caruso, dass du der zweite Imposter bist, weil du das fake. Die Story war echt gut, ja. Die Story war gut, war eine Legende. Ist schon Runde vorbei? Ist Runde schon vorbei? Ja, ja, Runde ist vorbei. Ah, okay, ich komm wieder rein. Ja, komm rein. Noch Code ist immer noch der gleiche. Also ich fand die Story. Könnt ihr mir kurz einmal erklären, was passiert ist? Danke. Ja, also ich bin am Anfang habe ich, wie Shorty schon gesagt hat, bin ich oben links zum Reaktor, stand dann halt bei dem Vent, der irgendwo dahin führt und es wurde gedacht, dass ich gewendet bin. Und am Ende des Tages hat Blaze sich dann als Jester ausgegeben und gesagt, er wurde erased. Hat ihm aber keiner geglaubt, er wurde rausgevotet und war halt der ein Imposter. Ich hab's ihm geglaubt, und dann wurde ich jetzt. Ich hab's ihm auch geglaubt. Er hat mich aber getötet, aber ich hab's ihm auch geglaubt. Okay, also, wer war, also, Parsi und Vesk waren Imposter? Nein, nee. Blaze und Caruso. Caruso und ich war ein Imposter. Und Caruso hat noch gewonnen oder Caruso ist auch noch geflogen? Nee, ich hab Parsi, Jester. Ah, Jester. Also, Caruso, okay. Parsi ist Jester. Ja, bei mir ist einfach Steam gerade gecrashed und dadurch ist Among Us auch einfach geschlossen worden. Also, halt ich nicht aber. Ja. Ich find's super difficult, das da zu spielen, weil bei 6 Leuten, wenn du weißt, dass ein Imposter sich als du, also als Jester ausgibt, was machst du dann, wenn du auf ihn pusht und dann die Runde nicht vorbei ist, dann ist ja klar, dass du Jester bist eigentlich. Ja, aber du sagst halt du genau das, was du gemacht hast. Du sagst halt, es ist gelogen und der ist in Wirklichkeit ein Imposter. Hast du ja auch gemacht. Ja, Lina hat mir nicht geglaubt und Shorty hat mir auch nicht geglaubt. Stadt am Fluss ist noch nicht, ist noch nicht geplant. Ja. War so ein danke, Shodo. Ich hab übrigens mal. Nee, wir machen für heute Schluss jetzt. Das war's. Waren gute Runden. Macht's gut. Ciao. Viel Spaß. Boxkampf in 10 Minuten. So, okay. Na gut, war ja eine schnelle Runde. Oh, Hacker. Hack to find the Imposters. Ich glaube, Hacker, da hat man ja diese Fähigkeit vom Admin-Table, ne? Das heißt, wir haben den 3 Sekunden... Oder nee, warte mal. Doch. Das heißt, wir gucken jetzt im Admin-Table, wie der Mord in Lights begangen wird. Und zwar jetzt. Ach, man sieht nur hell und dunkel. Scheiße, ich sehe gar nichts. 2... Helle, 2 dunkle und Dropship eine Person. Oh, Hacker ist gar nicht mehr so stark, merke ich gerade. Okay. Hm, das ist keine Task. Blau ist tot. Wenn blau, oh mein Gott. Muss er im Labor liegen dann, oder was? Aha. I still see your shadows in my room. Ach, das war. Oh, Tim wird halt schwer heute. Mhm. Ja, der ist aber sehr, sehr am Anfang gestorben. Lass mal Blaze erstmal erzählen. So, this is the story all about how. Blaze got flipped, turned upside down. Ich fühle mich schuldig. Ich kann mich wiederholen. Also, Tim ist tot. Er ist tot. Wir haben es nicht gehört. Du hast reported. Also, vielleicht erzählst du. Achso, ja, er liegt. Ja, ist ja gut. Er liegt vor Weapons. Tim, nächste Runde laufst du mit mir mit. Okay? Ich hätte jetzt auch sagen können, der steht. Oh, vor genau Weapons. Shorty, ja, dann genau. Kannst du mir sagen, wo du gerade hergekommen bist. Ja, von rechts, von Lifeline. Von Lifeline. Hm. War Tim mit noch nicht tot. Da war Timmit noch nicht tot. Timmit noch nicht tot und Chantau sagt, er ist sehr, sehr früh gestorben. Wo warst du denn vor Lifeline, Shorty? Rechts beim Lava Pit und davor bin ich aus Dropship gekommen. Mhm. Also die Runde ging doch noch. Aus dem Dropship bist du gekommen? Also du lügst hier alles einfach zusammen. Also kompletter Bullshit. Nein, ich bin in Storage gespawnt. Okay. Die Runde. Ich habe ein paar Infos und zwar über Leute, die sich links aufgehalten haben. Als ich das Dropship verlassen habe, ist Caruso noch im Dropship stehen geblieben. Dann war ich zusammen kurz mit Baso in Camps. Dann war noch unten Bart in O2-Bereich. Ihr seid alle raus. Ihr könnt den König gemacht haben. Oh, so alt kann ich auch gar nicht sein. Ich war Chantau, warst du auch? Yes!
genau. Nein, du nicht, Caruso. Ich nehme Unge, Bart und Baso nehme ich raus, weil Bart stand oben Electrical, ihr stand bei den Cams. Und dann bin ich runtergelaufen, hab links die Task gemacht. Dann bin ich noch weiter runtergelaufen und bin rechts raus. Und ihr seid nicht rechts rausgelaufen. Oh, das heißt, ihr wart noch links quasi in O2. Aber wer hat denn gesagt, dass sie schon lange tot ist? Also die liegt ja vor Weapons und ich bin in Weapons reingelaufen, hab meine Task gemacht, bin wieder raus und lag da schon da. Kann nicht so lange tot sein, weil ich war Lifeline, bin runtergelaufen zu Admin und dann kam Shorty rein, die ja vor Lifeline gecheckt hat und da war er noch nicht tot. Ich denke, er ist mindestens seit 10 Sekunden, 5 Sekunden tot. Ja, nee, eher maximal 15. So lange ging die Runde nicht. Eher maximal 15. Weil mir kein Alibi gibt. Ja, scheiß Arsch. Ja. Okay, cool, danke Leute. Also Timmit ist vom Dropship direkt Richtung Süden gelaufen, hat einen Task gemacht und ist dann wahrscheinlich gestorben. Nicht Richtung Norden, in Süden. Mann, Alter. Der Sonne hinterher. Ejo, was geht? So, okay. Gut, unsere Hacker-Fähigkeit ist noch nicht. Ist noch nicht wieder da. Wir frühstücken mal alle Tasks hier auf der Seite ab. Dann haben wir die schon mal hinter uns. Und dann gehen wir mal zu den Kameras und werfen da einen Blick rein. Scheiße, ich muss hier auffüllen. Ah, hier stirbt man einfach immer. Ist irgendwie mega scheiße, hier drin zu sein. Geht das Licht aus? So. Okay. Ich will dauernd Hack drücken, weil ich denke, das ist eine geile Fähigkeit. Die bringt mir halt gar nichts. So, Licht geht aus. Shorty ist Lifeline. Ich bin tot, oder? Ich bin tot. Oh nein, Chantau ist tot. Verdient. Oh, ich hab eine Leiche gefunden. Yo. That's interesting. Und zwar in Spezimen-Ruhm. Gelb. Spezimen. Und Blesk ist auch tot. Wo könnte der sein? Wusstet ihr, dass in Spezimen-Semen drin steckt? War gerade jemand in Kamera? Danke. Ja, ich war in den Kameras. Danke für deinen Beitrag. Hab durchgeswitcht und hab Shorty an Lifeline gesehen. Okay, dann nehme ich Mental, also ne, die Kids können ja noch nicht so weit sein, oder? Dann gebe ich euch mal die Info von Admin, die ich habe. Es waren 3 Leute Lab, 2 Leute in Specimen. Vor ja, wenn man schon Tau getötet hat, der verdient eine fucking Medaille. Meine Meinung. Oh. Ja, vielleicht unterschreibe ich es. Können es auch 5 sein? Was? Vor 50? Ja, also es kann auch sein, dass es 5 waren. Die Sache ist, ich war bei Admin, bin dann nach oben gelaufen, da kam Shorty durch mich durch und bin dann an Lifeline. Ich stehe jetzt gerade direkt vor Lifeline. Als Unge waren die schon tot, die beiden. Unge, bist du von Labor oben ins Specimen reingelaufen? Ja, genau. Und dann war Parzival danach Parzival und ich... Nee, wir sind sogar gleichzeitig. Nein. Also wir sind in der Schleuse zusammen runter. Zusammen und nur ungefähr eine Rotation vorher, also so keine Ahnung, 5-6 Sekunden vorher ist Chantau da erst rein. Das heißt, der ist auch erst 5-6 Sekunden tot, weil wir den Weg danach gemacht haben. Der Mörder muss also von links reingekommen sein. Ja, Ung und Baso können den Kill nicht gemacht haben. Aber Vlesk muss doch dann in Lab liegen, oder nicht? Ich habe Vlesk nicht in Lab gesehen. Baso, Unge und ich waren die Lab. Parzival, Baso, zwei waren Chantau und der Kill. Ja, aber die Sache ist, wenn Mental in Camps ist, den habe ich gesehen. Shorty war bei mir. Mhm. Ich war in Lifeline am Ende und ich habe insgesamt 5 Leute in Lab und Specimen gesehen. Wir waren in dieser Runde alles Lab. Wir waren in überhaupt alles Lab. Der war jetzt genau der Einzige, der... Open Field, ich war unter dem Electrical Fence, hab da mein Labyrinth gemacht. Ah, und dann bin ich... Ergibt Sinn. Bart. Aber Shorty, hast du Bart gesehen im Admin? Ja, Bart kam von unten von Admin Panel. Und kam der aus Specimen raus? Da war das Licht übrigens schon aus. Ich glaube, also es waren die Türen gingen auf jeden Fall nicht aus. Also wo kommst du her? Selbst wo wenn er aus Specimen kommt, ich kam von links. Ich kam von links. Es muss ja Caruso sein, wenn die Infos stimmen. Ich habe auch Caruso gewortet übrigens. Stimmen die Infos aber nicht. 2 Votes. Ah, 2 Imposter Votes. Ja, ich habe auch noch. Nee. Parzi und ich haben gewortet. Wo warst du, Caruso? Nee. Ja, immer noch Electrical Fans an dem Labyrinth, Bart! Okay, danke. Kein Problem, Mann. Hey, ich hab dich geliebt. Oh Mann, liebe ich dich, Alter. Du bist so cool, ich verfolge dich. Also, wenn ich in den Kameras war, Simon läuft mit Parzival runter in Specimen. Bart und Shorty waren in Admin. Da bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten. Also es kann sein, also was theoretisch sein könnte, was aber sehr wild. Bart ist durch Specimen gelaufen, hat Chantau umgebracht, ist weitergelaufen. Fuck. Ist weitergelaufen. Ich bin tot, oder?
Zweit, ich bin tot. In Admin steht einer bei mir. Nee, Parzi vertraue ich. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass Parzi, weil verliebt ist mit Unge und der den deckt. Es bleiben aber nicht mehr viele. Basu war im Labor angeblich, glaube ich, soweit ich weiß. Könnte sie da Vles getötet haben? Aber... Hä? Lol. Es sind... Ja. Ja, muss jemand sein Lover-Couple getötet haben oder seine Imposter-Mate, oder? Ja. So sieht's aus. Also Simon war wahrscheinlich Lover mit Shorty. Ich gehe jetzt davon aus, dass... Oh, Parzi, du musst mir jetzt mal sagen, wie vertrauenserweckend Simon ist, weil ihr seid ja in Specimen zusammen reingelaufen und habt ja schon Tau Simon gefunden. Simon kann den Kill auf den Tau nicht gemacht haben. Ich bin vor ihm gelaufen, schon über die Leiche drüber gelaufen. Simon kann den Kill zu 100% nicht gemacht haben. Warte mal, sind jetzt drei Kills gefallen. Jo. Wer ist gestorben? Shorty, Unge und Bart, oder? Also Shorty und Bart waren gerade schon tot. Ich war gerade an der Lifeline. Und Simon war noch mit mir an der Lifeline vor, keine Ahnung, 5 Sekunden. Der muss einfach gerade umgefallen sein. Simon. Du hast reported, ne, Matteo? Warte mal, stimmt, ihr habt mich ja gecrossed. Basu, ja. Du bist es. Nee. Nicht? Ich stehe am Admin-Panel gerade. Es kann natürlich auch sein, dass noch das Lover-Couple und der andere Imposter drin ist, dann wird es natürlich auch noch weitergehen bei 4 Leuten. Also nochmal ganz kurz die Info von Basu. Du warst an Lifeline und wer war da schon tot? Nur Bart und Shorty. Nur, und Unge muss in den letzten 3 Sekunden gestorben sein. Okay, dann waren Bart und Shorty verliebt, oder was? Ja, sonst kann es, glaube ich, keine. Deswegen waren die davor auch zusammen in Admin und bei Lifeline, haben die da zusammen rumgechillt. Sonst könnte der Imposter jetzt auch nicht wieder getötet haben. Was ist jetzt die Lifeline-Info? Wenn Unge später gestorben ist, dann sind Bart und Shorty gleichzeitig umgefallen. Das heißt, Shorty und Bart waren... Ja, ist egal, die waren im Lover-Couple. Ist ja Wurst jetzt. Aber dann habe ich die entscheidende Info. Dann waren Bart und Shorty aber Lover-Crewmate... Denn ich bin Spy. Ja, aber dann hätten wir doch verloren, Caruso. Dann hätten wir doch nur 2 Caruso, Poster, das macht keinen Sinn, Hause. Was sagst du da, Caruso? Gerade in Office rein von links und Matteo, dich bin ich mit Unge gerade noch gecrossed. Fuck. Also eigentlich kann es nur einer von euch beiden gewesen sein. Also, es sei denn... Caruso, also es kann nicht stimmen, was du sagst, weißt du, ne? Weil es liegt übrigens auch so... Nee, Caruso ist stressig. Dann müssen sie Lover... Scheiße, habe ich mich jetzt verraten. Parzi, ich vertraue dir. Wir müssen gar nicht voten, fällt mir gerade auf, oder? Keine Ahnung. Scheiße, ich skippe. Auch. Wer hat Basu gewotet? Caruso offensichtlich dann, oder? Parzi, wen hast du gewotet? Ich bin richtig Jester. Also. I don't know, ich bin mir nicht 100%ig sicher. Nee, wen hast du gewotet? Oh, scheiße. Fuck. Also, warte mal. Hat Basu nicht einfach. Ich hab die ja hier gecrossed, das habe ich komplett vergessen irgendwie. Ich bin hier vorbeigelaufen, glaube ich, und da sind Basu. Und Unge an mir vorbeigelaufen, oder? Fuck, Mann. Okay. Ich will weg vom Basu. Ich will weg vom Basu. Hier ist Caruso auch. Das ist Caruso. Fuck it, ey. Der hat sich halt verplappert mit dem Spy und dass er Spy ist und noch 2 drin sind. Shit. Frage ist, wann werde ich gefunden? Ah, das war schwierig. Mal eine Frage, kenne mich mit Lover nicht aus. Kann ein Imposter mit Crew verliebt sein? Ja, auf jeden Fall. Analoge, er wollte sich selbst decken. Ja, aber hätte auch, also ganz theoretisch hätte es sein können, dass er Spy... Oh, okay. Hello. Matthäus, ich habe jetzt gedrückt, weil ich an der Lifeline gesehen habe, dass Matteo tot ist und ich mir das nicht zugetraut habe, jetzt vielleicht noch die Leiche zu finden, ohne dass der Cooldown wieder ready ist. Ich dachte ehrlich gesagt, dass Matteo jetzt der zweite Imposter ist, gerade weil er so versucht... Ich dachte auch, es ist Matteo. Weil ich dachte, er versucht mich zu kaufen und wurde ja von Bart als woanders gedeckt, hätte ja aber als Trickster einfach in, weil da eine Box steht... Ich habe gerade einen Monolog darüber gehalten, dass es Matteo sein muss. Kann es aber logischerweise nicht gewesen sein, weil er tot ist. Ich bin jetzt halt Caruso ist mit mir im Office. Parzi, wo bist du? Ja, aber guck mal, Basu, das Ding ist, ich bin im Social Dilemma. Ich stehe jetzt gerade kurz vor Office, links vor Office. Ich hatte meinen Task. Guck mal, ich bin Jester. Ich muss jetzt mit dem anderen Crewmate voten. Ja, ich weiß aus. Ich war danach, was ein Move. Ich war danach mit Basu am Outstanding am Move. Outstanding ich weiß nicht, ob Basu mich gedribbelt haben kann während Lights Out. Aber ich weiß auch nicht, ob Parzi einfach weit weg
Mantle getötet hat. Tazi, wo warst du denn, bevor Caruso, du jetzt gerade kurz vor dem Office bist? O2. Habe ich meine Task gemacht. Okay, weil Wasser das Ding ist, ich war davor, bevor ich gesehen habe, dass Matteo tot ist, nochmal am Admin und da war ein Punkt. Caruso war schon Crew, als genau. Zwei und jetzt Jester. Nee, das war ich dann. Ich bin von O2 zu Electrical, wollte meinen Download machen, habe ihn dann abgebrochen, ich glaube, ich habe ihn sogar fertig gemacht, wollte jetzt auch gerade zu Lifeline button. Caruso, ja, weil du an der Stelle dann als Crewmate spielen musst. Also hatte ich dann gedribbelt. In der ersten Runde haben Ungo und ich 100%ige Alibis gegeben für den Kill auf Chantau. Ich glaube wirklich nicht, dass Shorty oder Bart den Kill gemacht haben können. Du weißt selbst, dass du nicht in Frage kamst. Und dann muss einfach mit der Position von Baso gelogen worden sein, beziehungsweise als Trickster da unten reingehen. Okay, also ich weiß, dass Caruso der Joker ist. Deswegen waren die Informationen auch so weird in der letzten Viererrunde da. Und ich habe Caruso auch die letzte Runde recht viel gesehen. Wir waren ja jetzt auch gerade im Office zusammen. Du hast auch Matteo an der Lifeline tot gesehen, so. Deswegen kannst du den. Oh nein, Baso ist Jester. Party überworten auf jeden Fall. Baso ist Party, was hier Tricks haben, Poster. Jester. Baso ist Jester. Du hast nicht also. Okay. Oder was ist da los? Oder verpeilen die es nur? Ist okay, aber ich habe also ich kann ja nicht der Trickster sein, weil Ung und ich zusammen ins Specimen reingelaufen sind und wer anders da gewendet ist. Baso hat gewonnen, ne? Okay, schade. Naja, I tried. Nice try. Oder? Das ist natürlich unlucky, dass Caruso da was sein kann, dass er Joker ist, wenn dem so ist. Jester, oder? Ich dachte, er war Spy. GG. Ey, warum hast du deinen Roster-Kollegen getötet, nachdem ich ihn schon außerdem Ungo umgebracht? Oh mein Gott, ey, Alter. Alter, hallo. Ey, wo hast du Matteo umgebracht? Ich hab einmal hingeguckt, ey. Es gab halt einen Spy in der Runde. Ja. Und ich dachte mir, ich hab schon abgeknallt. Das war ich, ja. Ja, genau. Parsival war halt Crew. Und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt hauptsächlich noch einen zweiten Kill machen. Okay, Parsival ist auf gar keinen Fall der Spy. Parsival, easy kill. Simon Unge, gemorft als Parsival, rennt. Nein. Nee, ich war nicht gemorft. Caruso. Du hast mich als Unge getötet. Ich bin kein Morpher gewesen. Ich war einfach ganz normaler Imposter. Was? Hä? Nice. Du bist einfach nur Unge. Okay, das ist das Losteste, was ich jemals gehört habe. Jeff-Movement. Unge, bist du durch? Parsival durchgelaufen? Weil ich bin allein mit dir in dem Gang gelaufen und du hast mich einfach in der letzten Sekunde, bevor Leichreport wurde, hast mich noch abgestochen. Aber ich hab sogar Shorty schon extra weggemacht, weil, ey, Caruso, ich hab den Arsch gerettet, weil ich hab die Leiche sofort reportet, als wir runtergelaufen bin, weil ich hab dich noch weglaufen sehen, weil ich habe einen größeren Sichtradius und Parsival konnte ich nicht weglaufen sehen und ich reporte sofort die Leiche und tu so, ja, alles gut. Aber Respekt an Caruso mit der Jester, mit dem Jester-Move, der war geil am Ende. Parsival, warst du ein normales Crewmate oder hattest du eine Rolle? Ja, ich war ganz normaler Crewmate. Ich war mir so sicher, aber ich haben wir schön uns gegenseitig ausgestellt. Ich musste jetzt mit der Crew spielen, wisst ihr, das ist halt. War gut. Fühlt sich richtig geil, ne? Aber, also, dadurch, dass... Er wollte ein bisschen Spannung haben, er braucht mich nicht mehr. Es tut mir leid, Simon. Vor allem derjenige, der Chantau gekillt hat, hat einen Blei verdient. Nach der Angst nicht mal roten. GG. Ich bin einfach ins Messer weggejietet. Wie der Kremate, Mann. Ich will nicht Kremate sein. Ich will mal, was will das? Ich will Sheriff oder sowas. Oder von mir ist auch mal ein Imposter. Ein bisschen Leute abstechen, wäre auch geil. So, als Kremate muss man natürlich Task machen. Oh, Lights geht aus. So, und dann schauen wir mal, ist jemand schon gestorben im ersten Leitzeit? Ah, guck mal, Tim mit der Assi, ist hier reingedippt, macht die Tür zu. Wo läuft er hin? Labor, vier Leute sind Electrical, wenn da jetzt kein Kill passiert. Baso chased mich. Baso, die Kamera ist an. Niemand tot. Timmit ist Killer, oder? Wir sind uns inzwischen sicher, dass Timmit der Killer ist. Was hat er für ein Movement? I see no movement. Come on, people. Hä? So, wir machen mal unsere Aufgaben. Downloads. Ah, hier wird man auch abgestochen, wenn man nicht aufpasst, ne? Ist es, was ist denn das hier, Lights? Oder was ist das? Ich sehe es nicht. Was ist denn gerade aus? Ah, komm's. Oh mein Gott, ich lebe? What the fuck? Oh mein Gott, warum bist du weggelaufen, Timmit? Timmit, was machst du denn? Ich hab doch gesagt, ich beschütze dich. Timmit dodgt alle. Beim letzten Mal ist Timmit ja nicht bei mir geblieben. Nee, ich war gar nicht mehr. Ist er neben dir auch am Baum gestorben? Chantau darf sprechen. Shorty liegt rechts über Müll in O2. Oha. Was willst du uns damit sagen, dass sie über Müll liegt? Was willst du sagen, Chantau? Was meinst du damit? War das eine Beleidigung oder? War eine Familienfeier, ja. Oha. Familienfeier. Was?
Alter, was? Ich hab einen Verdacht. Ich hab einen Verdacht, aber der ist extrem meta, deswegen will ich erst später äußern. Macht ihr erstmal eure Theorien. Ich dachte auch Timid, weil der dodgt die ganzen Leute und läuft immer so komisch rum. Ja, okay, dann sage ich es einfach. Ich glaube, es ist Timid, weil... Okay, extrem meta. Ja, ich gucke. Timid, normalerweise läuft er nicht vor mir weg, wenn es dunkel ist. Wir bleiben immer so ein bisschen in der Nähe. Aber jetzt ist er weggelaufen. Und ich glaube, er hat einfach, weil ich ihn so oft beschütze, hat er schlechtes Gewissen gehabt, dass er mich nicht töten wollte. Deswegen wollte er weg von mir, um jemand anders zu töten. Ja, aber Simon, dasselbe hat er bei mir gemacht und bei mir würde er reinstechen. Der hasst mich. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber Timid, kannst du verstehen, warum ich dich ein bisschen verdächtige? Kannst du verstehen? Ja, total. Ja. Okay. Du hast ein anderes Verhalten als sonst. Ja, das stimmt. Wo habt ihr denn alle sonst so? Ich bin gebrochen. Ich war beim Müll. Auf der linken Seite. Du hast quasi Shorty getötet, okay. Ist, ich habe eine Rolle. Ich bin diesmal kein Crewmate, richtig. Also nur Crewmate. Parzival, Bart, Baso, ich, Unge waren alle auf der rechten Seite. Haben Office wir oder Labor. Also, Parzi, wo bist du hingelaufen? Bist du ein Specimen, Bart? Ich wollte gerade sagen, hundertprozentig saven kann ich nur Bart, mit dem stehe ich bis zum Schluss zusammen. Ja, ich bin ein Specimen. Nee, du standst gerade mit uns in Office. Ja, jetzt bin ich wieder in Office, aber da bis zum Schluss war ich komplett mit Bart zusammen und kann in der Firma raus. Ja, du kannst kann Bart 100, 100 pro. Vor mir raus. Yeah. Baso kam aus Office raus und ist in den Lab reingelaufen, die habe ich auch gesehen. Ja. Okay. Ich habe mir so eine generelle Frage. Besser Drake-Song ist schon nice for what, oder? Ja. Du bist sowieso kein Imposter. Ich kann kein Englisch. Das heißt, gut für was, Chantau, gut für was. Ja, heißt der Song von Drake. Ja. Oh, ja, kenn ich. Ja, kennst du ich auch. Ja. Timid hat einen Vote von Simon. Oh, hat mich gewotet? Ich hab dich nicht gewotet, ich hab geskippt. Ja, Timid ist Jester. Ja. Timid, du weißt, dass ich das. Timid Jester könnte eine gute Theorie sein. Er dodgt die ganzen Leute und er muss keine Task machen. Wir machen mal die Task weiter. Wir machen jetzt hier Weapons. Schwer. Wir haben jetzt. Ach, ich hab gar keine Weapons, lol. Dann machen wir hier Communications, auch immer sehr gefährlich. Könnte Chantau selber reported haben? Also gekillt haben und selber reported haben? Ja, ist möglich. Also ich würde sagen ungewöhnlich. Parzival wartet hier. Ungewöhnlich, aber machbar, oder? Also Lights ist aus. Ich bin alleine in Communications. Parzival steht vor der Tür. Der hätte mich richtig geil killen können. Ich würde Parzival als Crewmate betiteln. Oder er hat mich gerade absolut geil eingekauft. Chantau kommt zu mir. Ist Chantau der Killer? Oh, hier ist eine Leiche. Er kann da unten gerade? Oder? Aha! Oh, zwei tot? Ja, so. Vormittel. Das Problem ist, also die Leiche, die ich gefunden habe, liegt vor dem Eingang von Electrical. Die Tür war zu. Parzival, der auch tot ist, den habe ich nicht gefunden. Parzival, der auch tot ist, der ist in Communications rein, als ich raus bin. Ich bin dann durch O2 durchgelaufen, bin in in Lights rein und habe Lights gefixt. Chantau, von wo kamst du? Ich bin unten von O2 hochgelaufen. Ich war vorher mit Parzi unten links Office am Wasserrad. Oh. Flesk war da auch kurz. Und dann ist Flesk nach links gelaufen. Wo bist du dann in Flesk? Am Anfang der Runde so? Bist muted? In Office rein. Okay. Also du... Office. Okay. Also Chantau... Flesk war gerade am Admin-Table mit mir. Wer ist in den Camps? Ich bin in Camps. Gerade Chantau, ja. Okay. Genau. Menschen hat Licht gefixt, ich bin dann links in Camps rein. Ja. Also Chantau, du müsstest wissen, was ich Parzival nicht getötet haben kann. Lifeline-Infos nochmal? Ja, warum soll ich das wissen können? Ja, weil du doch gerade sagtest, dass Flesk, Chantau und Parzi, ihr wart zusammen. Ja, aber er ist ja dann in Communications reingelaufen und die hast du ja noch, weißt du? Ich habe ihn nicht in Communications reingelaufen sehen. Alles klar, danke. Ich kann Baso rausnehmen, weil ich habe Admin-Table geguckt, da war Baso, also muss Baso gewesen sein, eine Person war ein Specimen. Ich bin Specimen reingegangen, habe an dieser Schleuse gewartet. Und ich fand Specimen. Nee, Caruso, ich war ein Specimen. Unge ist mir sogar entgegengekommen. Ich war am Ende. Rede ich nicht, Caruso. Ich rede jetzt von eben, als Baso mich auch gesehen hat. Da weiß ich, dass Baso eine Weile in Specimen war. Und wenn die Kills jetzt nicht ultra lang sind, glaube ich, dass Baso dafür raus ist. Unge war ein Punkt in Communications, da wo Party eventuell. Habe ich leider nicht im Kopf. Ich habe wirklich Specimen geguckt, weil ich gucke immer so: Specimen, gehe ich da rein oder nicht? Und wenn da eine Person ist, bin ich manchmal vorsichtig. Das waren zwei Punkte. Baso und Flesk können sich auch. Sorry, Reto zuerst. Ja.
Das waren 2 Punkte Electrical. 1 Punkt in Specimen, als Baso gerade aus Lower Deacon rausgelaufen ist. Ja, aber wenn Les Baso sich saven können und Matteo und Chantau. Und Caruso war am Ende auch nicht im Specimen, ne? Doch, oder doch? Ich bin am Ende reingelaufen. Aber am Ende dann, okay. Ich würde mich nicht voten. Ich habe da noch was vor. Zu gewinnen? Töten? Bist du Sheriff? Ja. Bist du Mörder? Oder wie letztes Mal Jester und dann doch Imposter? Nee, ich bin Sheriff. Du bist Sheriff, glaube ich nicht. Okay. Wenn du Sheriff bist, beschützt mich. So, Chantau. Wir werden weiter Task machen. Wir gehen jetzt hier runter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Chantau trauen kann, soll, will. Blesk hat viel Infos gegeben. Und Blesk war ja auf der Laufroute. Das passt ja. Also, wisst ihr noch, also Blesk ist potenzieller Killer für mich. Ja. Timmit war anscheinend nicht Sheriff. Ja, das habe ich auch gesehen. Also, Caruso hat sich nicht bewegt. Timmit hat draufgeschossen. Warte, was? Also, das er trollt. Simon ist mit hergelaufen, er hat mich dann verloren. Ich bin Timmit die ganze Zeit am Hacken geblieben. Ich wollte eigentlich auf Chantau töten. Jetzt habe ich als Sheriff das Problem, dass ich nicht weiß, ob Timmit Jester war oder Imposter und ich gleich nochmal auf Chantau schieße. Ja, mit dem. Ja, Unge, standest du nicht gerade noch bei mir an der Communications-Tür? Ja, es war auch ein Spaß. Ich stand mit Chantau gerade. Ich wollte gerade sagen, also Unge kann. Da, ja. Nein. Ich wollte gucken, wie Caruso reagiert. Hat der Detective nicht längere Kill-Cooldown als der Imposter? Hätte Timmit dich dann nicht einfach weggemacht, oder? Er ist von mir weggesammelt. Deswegen denke ich, er war Jester. Ja, er kann nicht, also normalerweise aufgrund als Imposter Runde wendest du weg, wenn der Sheriff auf dich zuläuft. Ja, true. Ja, man muss aber auch dazu sagen, ich war eine Weile bei Caruso, bis Licht ausgegangen ist, da habe ich ihn verloren. Und könnte sein, dass deswegen Timmit nicht geschossen hat oder gestochen hat. Weil ich hab ihn wirklich die ganze Zeit verfolgt. Wie kannst du ihn verfolgen, wenn Licht aus war? Am Ende? Anscheinend lag es am Ping, aber ich habe ihn die ganze Zeit gesehen. Also ich habe die beiden verloren am Ende. Also auf jeden Fall hat der Detective eine längere Cooldown als der Imposter. Der Imposter könnte theoretisch zuerst zustechen. Es war auch Lights Out. Ich weiß nicht, wie du als Detective dann dich sicher fühlst, Sheriff, da einfach reinzuschießen, vor allem wenn Chantau auch in der Nähe ist. Ein Sheriff. Ich habe nur Unge gesehen. Ja, Caruso, wo standest du genau? Standest du vor der verschlossenen Tür von O2? Ich bin unten vor der Note. Der ist zur Note unten gelaufen. Er ist wirklich auch einfach nur straight schräg gelaufen. Ich habe ihn die ganze Zeit, ich habe ihn nicht seinen ganzen Körper gesehen, aber immer halt was Blaues und dann bin ich halt dahinter gerannt und habe ihn jetzt. Also passt mal auf, wenn Timmit gelogen hat, dass er nicht Sheriff oder Detective war, dann würde er sich ja niemals chasen lassen von Caruso. Er würde einfach abhauen. Und gerade wenn Licht aus ist, kann man mega einfach abhauen. Das ist, also Caruso ist echt schwer, das zu glauben. Ja, die Tür war unten. Was denkst du denn? Du hast noch nichts gehört. Nee. Herr Caruso ist Imposter, fertig. Also auch wenn Caruso Sheriff ist, wir müssen eigentlich auf Nummer sicher gehen. Und Caruso ist nicht Imposter. Wir sind jetzt beide tot. Ja, wir waren Lover Crew. Ivat Lover, okay, shit, das ist natürlich schlecht. Ist egal, er ist trotzdem Imposter, fertig. Das Problem ist, ich glaube, Vlesk ist Imposter gewesen mit Timmit. Vlesk war Imposter mit Timmit. Timmit wurde umgebracht. Caruso und... Oh, oder es könnte auch sein, dass er trotzdem... Oh mein Gott. Also es kann beides sein. Es ist beides möglich. Es kann sein, dass Caruso recht hatte, also dass Caruso nicht gelogen hat und er war halt noch Lover. Kann man Lover und Sheriff sein? Geht das überhaupt, Lover und Sheriff? Hä, das geht doch gar nicht. Lover und Sheriff geht doch gar nicht. Also, aber Unge, wenn du weißt, dass du Lover bist, dann musst du doch wissen, dass Caruso kein Sheriff ist. Genau, aber das geht gar nicht. Sheriff und Lover geht nicht. Kannst du nicht Sheriff-Lover sein? Ja, dann fallen... Basort gegen... Also Caruso ist offensichtlich ein Imposter gewesen, naja, weil er kein Sheriff war. Wenn es... Nummer 2 höchst wahrscheinlich. Chantau würde ich von ausgehen. Also Baso nicht. Die hat gerade so hart auf Caruso geschossen die ganze Zeit, dass die für mich automatisch rausfällt. Ich habe Caruso gewotet und habe auch. Ja, ich habe auch Caruso.
Ja. Ja, und Chantau hat halt nur so gefragt, so, was denkst du denn, Vlesk? Ne, weil du nichts gesagt hast, Vlesk. Du hast ja, die ganze Zeit nicht gesagt. Also mein erster Verdacht war, dass... Ich hätte jetzt vielleicht nicht Button drücken müssen, aber ich fand das so, dass Unge gar nicht drauf gekommen ist, dass er nicht Sheriff sein kann, wenn er Lover mit Caruso ist. Mm, er wollte ihn decken, glaube ich, noch bis zum Ende oder so. Klar, du kannst ja als Lover, also Lover Couple gewinnen dann. Genau, ja, also... True, ihr habt recht. Ja, also mein erster Verdacht war, Vlesk und Timmit sind's. Und dann, als Timmit dann erschossen wurde, blieb nur noch Vlesk. Aber das, es kann ja keinen Sheriff-Verliebten geben. Es geht nicht. Nee, das geht nicht. Das heißt, also Caruso muss es schon gewinnen. Caruso muss gelogen haben. Ja, jetzt ist die Frage, wer von uns hat nicht Caruso gewotet? Haben wir nicht alle einstimmig sogar gewotet? Nee, er hatte 3 Votes, wir sind 4 Leute. Eine Person hat irgendjemand gewotet. Genau. Okay, also ich habe Caruso gewotet, so ich würde ihn ja nicht die ganze Zeit beschuldigen. Chantau oder Vlesk, aber da Vlesk jetzt gedrückt hat, oh scheiße, Vlesk, Mann, verarscht uns jetzt wieder. Aber dadurch, dass Vlesk drückt, heißt es halt auch, dass wir voten müssen, ne? Das könnte auch gut für einen Imposter sein. Ich wollte den Gedanken einfach nur aus. Vor allen Dingen, da wir ja auch als Crewmates jetzt gar nicht wissen, wer jetzt der Letzte noch ist. Ich glaube, das ist fast ein Imposter-Button, oder? Nee, ich denke, das ist relativ sicher, dass Chantau ist, weil Chantau. Ja, weil ich darüber nachgedacht habe, dass Unge Lover war und dann eigentlich wissen hätte müssen, dass er nicht Sheriff ist, aber nicht darüber nachgedacht, dass es eine Win-Condition ist. Was hat das mit mir zu tun gerade? Weil du so lang drauf gewartet hast mit dem Voten und dann gesagt hast, vielleicht ja, denkst du, du wolltest ja halt checken, wer gewotet werden. Du hast ja auch lange nicht gewotet und du hattest ja auch keine Redeanzahl, deswegen habe ich dich gefragt. Ja, ich denke, die beiden sind es halt nicht, weil also für mich ist es offensichtlich, weil ihr beide halt so hart auf Caruso gepusht habt. Ich habe jetzt jemanden gewotet, ich sag nicht wen. Okay. Ja, okay. Ja, also da bin ich selber schuld, der Button war schlecht, aber ich bin's nicht. Shit. Können wir noch drücken? Können wir noch drücken? Oh. Oh, es ist GG. Scheiße. Ah, Mann, natürlich, es kommt aber jetzt auch nicht. Es war jetzt halt 50-50. Was? Caruso? Du warst Imposter? Caruso, ich hab dich ein bisschen weggehittet. Ich hab geschrien. Warum hast du mich gewotet, Chantau? Nee, hab ich nicht. Warum hast du nicht geskippt? Aber ich hab, ja genau, das war der Fehler. Ja, also sorry, Vlesk, für den Vote, aber es war echt schwer jetzt am Ende, weil... Das Problem ist, Vlesk, du warst jetzt nur fast für mich, weil du gedrückt hast, weil das meiner Meinung nach kein Crewmate-Button war, weil wir müssen ja voten, wenn du drückst, und ich dachte, wir wussten nicht, wer Imposter ist. Ja. Ich dachte mir halt, Caruso muss es offensichtlich gewesen sein, weil Unge war ja, hat er gesagt, er ist Lover und ist mitgestorben, sprich, wir wussten, dass Caruso Imposter war. Und Chantau hat einfach, aber Chantau hat einfach nur gesagt, Vlesk, was denkst du denn? Und ich habe sofort gesagt, Caruso, raus, der ist Imposter. Vorletzte Runde hast du Chantau auch gefragt, was er denkt. Ey, warte, noch nicht starten, bitte. Ich kann nicht chatten im Game. Oh nein. Ich habe Chantau gefragt, weil ich das Gefühl hatte, dass Chantau halt einfach nicht in dem Gespräch kann ich chatten? Was muss ich machen? Du hast noch keine 18. Muss ich 18 machen? Dann links auf Account. Ja. Aber ich kann hier keinen Account machen. Muss ich denn für mich da ins normale Among Us einloggen? Aber ich habe doch einen Account. Eigentlich musst du links, eigentlich hast du doch links ein Fenster. Da musst du auf Sign In. Success. Dann wirst du chatten können. Ja. Success. Alright. Vielleicht noch ein bisschen Big Success. Ey, Simon, das war fucking unlucky, mate. Ja, war ein bisschen zu aggressiv mit dem Sheriff und so. Ja, ich hab's halt. Ich dachte mir, das klappt bei allen anderen, aber bei mir, I guess. I guess. Unlucky. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, Alter. Ja, die Idee war schon ganz geil, aber es war halt schwierig, ne, als Verliebter. Das stimmt. Ja. Ich glaube, das. Ja, na, wobei. Caruso, ja. Ich habe dich stehen sehen, als du auf mich gewartet hast. Ich habe gesagt, Caruso wird mich jetzt töten. Und du hast mich getötet. Caruso ist direkt in der ersten Runde vor mir gewendet. Dann dachte ich, okay, ich bin dieser nutzlose Verliebte, der nur falsche Infos streut. Immer zustimmen, immer zustimmen. Aber das mit dem Sheriff im Dunkeln war dann einfach zu wild. Da konnte man nichts mehr machen. Sheriff im Dunkeln, Spaß Alter. Spaß bei der Runde. GG. Dünnsches Gurgler, bitte nicht abfällig über Leute sprechen, mit denen wir spielen. So, wir sind Imposter. Soll ich irgendwas faken? Oder? Oh, wir sind hier zu dritt. Caruso ist auch stehen geblieben. Hätte Caruso als Spy... So, die Task haben die scheinbar.
Oder hat er sie gefaked, um mich zu verarschen? So, hat mich jemand hier reinlaufen? Ah, ein Specimen läuft jemand rein. Wollen wir den abfangen? Das wäre doch nice. Timid, Baso. Okay. Ich wurde halt von vielen gesehen hier, ne? Jetzt ist schlecht. Zwei Leute sind in Specimen drin, sehe ich gerade. Drei Leute Admin. Die zwei Specimen-Leute kommen jetzt wahrscheinlich zu uns, oder? Ja, das sind Parzi und Chantau. Auf jeden Fall war dann S. Kamera ist an, sieht mich. Oh, da ist ein Imposter im Vent drin. Okay. Wie die, wie alle. Wie geil. So, Kamera ist an. Kamera ist immer noch an. So, Labor, Office, Electrical. Vier Leute, Mann, die haben doch alle Alibis dann. Das ist doch schlecht. Die haben doch alle Alibis. So, Short, die Kamera dran, hat mich gesehen mit Bart. Bart chase mich. Caruso wartet hier um die Ecke. What the fuck? Timid ist an dem Busch. Shorty ist an der Cam. So, Bart ist mir ein bisschen suspektus. Gab es einen Grund, warum er da chillt? Chantal hat uns, glaube ich, gesehen. So, ich muss meine Task fertig machen. Das Geile ist... Oh. Junge Matteo, wie kannst du jedes Mal vor mir stehen, wenn ich aus der Task rauskomme? Ich stalke dich. Ich finde dich geil. Flesk liegt über Communications unter dem Zaun. Electrical? Mhm. Unter Electrical, unter dem Zaun, ja. Chantal, wo kamst du her, gerade am Ende? Ich bin nur Tour alles abgelaufen, bin oben in Kameras auch rein und da bin ich rechts raus. Also ich war an Lifeline mit Baso, da war Flesk tot und dann war ich Admin checken und ich wusste, dass er quasi Open Field irgendwo liegen muss. Ja, ja, Chantau ist es wahrscheinlich nicht. Warum sollte Chantau die Leiche reporten? Wenn das so lange nicht gefunden wird. Nee, ich wollte nur wissen, wo er herkam. Ja. Also ich kann kurz eine Info zu Timid sagen. Timid hat seine Aufgaben entweder vorbildlich gefaked. Du auch. Oder einfach gut gemacht, also einfach gemacht. Ich glaube ihm, weil er auch solche Sachen gemacht hat, wie nachdem er Download gemacht hat, er wieder in Comms abgeloadet. Oh. Danach hat er nochmal in Comms diesen Schalter umgelegt nach 60 Sekunden. Also Timid hat das schon sehr gut gemacht und deswegen würde ich ihm eher nicht zutrauen, dass er Imposter ist. Okay, ich habe einen Meta-Verdacht für euch. Achtung, pass auf, jetzt ist mega Meta. Und zwar, ich bin fast die ganze Runde mit Bart rumgelaufen und es ist nur ein Kill passiert. Das heißt, vielleicht kann er nicht killen, weil er Angst hat und mich einkaufen will, Bart. Aber dann tötet er dich, oder? Also oder Simon. Oder ich ihn. Ja, ja. Oder Simon mich. Oh. Ja. Dann lass mich halt nicht reden, Leute. Bart, erzähl. Ich war die ganze Zeit zwischen Lifeline und Admin am Anfang und Matteo war auch da. Ich glaube, Matteo ist dann einmal oben in den Lab rein, stand dann auf einmal irgendwie wieder unten Admin. Auf jeden Fall habe ich dann eine Menge gecheckt und ich kann tatsächlich killen, die ganze Zeit schon. Aber ich will dich nicht killen, weil wenn ich Pech habe, sterbe ich selbst. Ah, das glaube ich. Aber dann wollte ich dich. Ich war unten. Timid? Haben Parzival, Shorty und Bart den Kill
den live an Lifeline gesehen? Nein, weil die drei sind so, nein, aber so der im Gänsemarsch. Auf jeden Fall raus für den Kill. Ja, 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 Timmit glaubt immer. Caruso ist dafür raus, ja. Wenn langsame Kills fallen, glaubt Timmit immer. Aber ich bin nicht der Schiff. Okay, ich glaub dir, ich glaub dir. Aber Party, nee, es war mit dem Sheriff-Zeug. Please don't. Bless by Engineer. Panzi kann die Runde nicht annehmen. Okay, pass mal. Warte. Ich wollte mit einem Imposter baiten, Shorty. Ja, aber nee. Ich hab noch eine Info. Aber dann war irgendein Imposter. Info von Chantau noch. Info von Chantau. Info von Chantau. Lauf weg. Nein, ohne Milch niemals. Nein, 34 Schrakenschüsse, bin ich wieder wach. Ja, ich glaub, oh Gott. Ich glaub, wir haben das ganz gut. Ich muss ja mein Wasserrad noch fertig machen. So, Bart stalkt mich. So, Bart chased mich jetzt hier die ganze Zeit. Aber ich tue jetzt so, als hätte ich Angst vor Bart und renne vor dem weg. So, sieht mich jemand on cam hier reinlaufen? Oh, die Tasks sind schon fucking weit. Scheiße. Die anderen killen halt nicht. Ja, die laufen ja zusammen rum. Ja, was war das? Lag oder was? Das Licht noch aus? Ja, ist es. Haben die hier gekillt? Upp. So. Timmit ist an Lifeline. Baso läuft runter. Es wäre jetzt schon geil, wenn einer von den anderen beiden Impostern einen Kill macht. So, Caruso. Wow. Ich hatte recht! Ja, ich glaube, nee, ich glaube dir. Ich nehme mich ab. Ihr könnt, kam vom Vent über halt deinen Mund. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich die ganze erste Runde hier gesessen habe und gesagt habe, okay, Mantle läuft die ganze Zeit nur zwischen Admin und Lifeline und her, der macht nichts, er muss irgendwas sein, Imposter oder Jester. Dann läuft er oben rechts rein, ich sehe, wie drei Leute in Lab sind, auf einmal kommt er mir unten wieder bei Admin entgegen. Ja, das nee, ich habe mich lange zurückgehalten, bis ich genügend Hass hatte, aber er stand gerade schon wieder in Camps, Parzi war auch da, ich war mir jetzt nicht sicher, wen von beiden ich erschießen soll, aber Mantle war irgendwas von beidem. Ja, ich kann dir das auch glaubwürdig. Ich finde Bart glaubwürdig. Ja, das stimmt auch, weil wir waren nämlich im Labor zusammen, Unge, und ja, ich glaube, Caruso, Baso waren auch noch da. Und auf einmal kam Matteo irgendwo in der Richtung von Specimen her. Also er muss gewendet sein hinter uns, tatsächlich. Ja, das muss, ich bin nicht, mal ge- ich also bin nicht gewendet. Also gerade über Electric Cliff, oder? Ja, pass auf, kann ich dir gerne sagen. Ich war am Anfang unten links, da kamen Shorty und Parzi rein. Und ich habe gesagt, okay, ich muss jetzt entweder Parzi oder auf Mantle schießen. Weil wenn ich sterbe und nicht einmal geschossen habe, dann hasse ich mich. Nee, ich bin da nicht gewendet. Dann gehe ich nach oben, dann ich ging bin das Licht aus. Dann habe ich gesagt, fuck, wenn ich jetzt irgendjemand, so wie du vorhin, ich bin in Security reingewendet, aber nicht im Labor. Dann hasse ich mich noch mehr. Deswegen habe ich mich einfach oben hingestellt. Ich bin nur einmal zu Camps gewendet, das meinen die aber nicht. Weil niemand sieht. Ah. Weil ich gesagt habe, okay, solange wie Licht aus ist, chill ich hier. Und danach suche ich mir Parzi oder Mantle. Und den ersten, den ich finde, erschieße ich einfach. Okay, dann finde ich, dann glaube ich, ich. Okay, du hast mich bekehrt, Bart. Nee, das dann kann ich callen, ich bin Spy. Und für mich ist tatsächlich als nächstes Parsi ziemlich sicher. Ich hab Parsi gebaut. Noch ganz kurz, ja. Bart, wo hast du den Kill gemacht? Du den gleichen Play? Ich hab das nicht gemacht. Nope. Bevor ihr votet, wartet, lass mich auch was sagen, bevor ihr votet. Wenn wir jetzt Mantle raus haben, warum sollten wir jetzt bei 7 voten, wenn wir... Weil wir gewonnen haben, dann Simon. Weil wir die Chance hätten, dass Parsi weil eventuell Jester sein könnte. Ich würde ja Bart über Parsi schießen lassen. Ich habe ja gesehen, dass Caruso den Kill gemacht hat. Übrigens, mega schlechter Kill. Er macht on-cam den Kill. Ich würde auch lieber Caruso schießen. Schießen. Ich wollte Bart und Shorty mitteilen, dass ich es bitte nicht sagen, weil ich dachte, dass nur der Imposter weiß, dass er einen Engineer getötet hat. Ich mich in der Runde danach als Engineer ausgeben wollte und gucken wollte, ob ein Imposter auf mich schießt. Ah, das war gemorpht? Ich glaubte das auch, aber ich wollte... Das war Baso gemorpht? Dann war das ja 2000 IQ-Play. Also Matteo kam aus irgendwo... Dann war das ja ein richtig geiles Play, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ah, krass. Ich brauche keinen Gleitschutz, aber trotzdem danke. Ja, denk aber was die Morphen sehen, scheiße. Ich einfach schieß, weil sonst triffst du mich. Das habe ich nicht mitbekommen, weil ich habe darauf geachtet, dass ich in der Cam da bin. Warte mal. Hä, warum habe ich denn Task, wenn ich das hier aufmache? Warum habe ich Task, wenn ich es aufmache? So, das heißt, oh mein Gott, warte mal, wo ist. Okay, Timmit ist hier zum Faken. Ach, geil, das ist neu. So, also wir verfolgen mal Baso, mal gucken. Das Problem ist, sie hat keine Zeit mehr. Das wird halt schwierig, ne? Was? Woher wusstest du, dass es Baso ist? Go, Bart! Baso?
Warum war so? Heftig. Woher wusstest du das? Hä? Weil ich ganz knapp, ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, weil als du gesagt hast, Pazi, sag's nicht, ich habe, glaube ich, ganz kurz Linda unten Richtung Wendt gehen sehen. In der einen Runde und danach nicht mehr gesehen. I'm not completely sure. Also Bart ist ja komplett OP, ey. War das Vlesk? Ja, das war Vlesk. Das war ich, ja. Drauf geschissen, ich hab gewonnen, das ist mir egal. Mein Geschwür hat mir gesagt, das ist Linda. Ich hab krass, ey. Krank, Bart, guck. Aber Bart, dieser erste Wend, den du gesehen hast angeblich, ich bin da nicht gewendet. Ich bin nur ein einziges Mal gewendet und zwar, als ich Vlesk gekillt hab, in die Kameras rein. Nur ein ganz kurzer Wend. Ist mir egal. Ja, ja, ich meine nur. Einfach zwei Kills aufgrund von Timing. Was nicht passiert sind. Ja. Aber egal. Ja. Die Sache ist, ich habe dich ja auch nicht wenden sehen, sondern ich dachte nur, du bist so schnell unten, du hast entweder keine Task gemacht und bist durchgerannt oder du hast gewendet. Ah, genau. Matteo, warst du. Wusstest du, dass Vlesk Engineer war? Nee, weil, aber der stand da so geil an diesem Zaun, das war halt ein voller geiler Spot. Ich hab Timmy's Namen durch die Wand gesehen bei Combs und zugeguckt und wenn Timmy jetzt stirbt, dann sehe ich das. Und dann Ich habe auch Timmy's Namen gesehen, dachte, wenn ich jetzt hier Vlesk töte, ist ja auch geil, der wird nie gefunden. Spielen wir eigentlich heute Airship oder habt ihr keinen Bock? Airship? Oder Polus? Airship. Ja, wir können auch gerne Airship spielen. Ah, nee, Airship? Nee. Airship? Airship habe ich Airship. Ey, was ist das, ein Bug oder so bei mir? So, ich bin Crew. Warte mal. Fake da? Nee, das ist ja keine kommen. Okay. Es wird einen Task-Speedrun geben. Ah, Musa Bart hat es schon gut gemacht. Und es war sogar eins der wenigen Male, wo ich als Imposter Task fake. Das mache ich normalerweise fast nie. Und komme damit immer ungeschoren durch. Bup. Aber diesmal hat er mich. Er hat mich gesnackt. Und dann auch noch Basel. Krass, ey. Vor allem Baso hat ja so gut gespielt, dass er mich sogar verarscht hat. Also, ich dachte, was hat ein Oh. GG. Was? Loverkill. Oh, Lover ja, Loverkill. Aber direkt was? Zwei Leute sind getötet. Plus Lover, ja, geil. Bitte was? Okay, cool. Baso. Okay. What? Ich stehe oben im Electrical. Also, ich bin vom Dropship direkt nach links zum Electrical gegangen. Ich habe da meinen Download gemacht. Mhm. Und dann gehe ich vom Download weg. Und auf einmal fällt einfach Shorty um. Keine Ahnung. Okay, ja, okay, dann war sie verliebt. Ich habe so 5 Sekunden, glaube ich, gewartet und dachte so, hä, was ist denn jetzt passiert? Und dann habe ich Shorty ist oft verliebt. Keine Ahnung. Die verliebt sich oft, die verknallt sich oft. Oh, okay. Ja. Sehr sprunghaft, okay. Krass, ja. Krass. Was denkt ihr, eher Caruso oder Chantau? Ich denke, Caruso. Shorty und Caruso. Ich frage mich auch eher Caruso ist ihr Typ. Was? Nee, nicht denken, also Chantau ist schon sehr lange tot. Der ist gestorben, als ich mit Unge zusammen ins Office gelaufen bin, ganz am Anfang. Wer war denn das Beste am Ende? Niemand? Ich? Okay, danke. Und Shorty und Caruso sind gerade eben erst gestorben. Okay. Also, ich muss was dazu sagen, Les. Ich habe nicht gesehen, wie wir zusammen ins Office reingelaufen sind. Also, woher weißt du, dass ich ins Office reingelaufen bin? Also, ich bin ins Office reingelaufen, aber ich habe dich nicht gesehen. Ich bin straight aus dem Dropship dir hinterhergelaufen, bin links zum Pylon neben Office und du bist sofort ins Office rein. Dann bin ich ins Office rein, aber ich habe dich nicht mehr gefunden. Ich gehe davon aus, dass du ins Specimen rein bist. Ich bin zur Lifeline, Chantau war schon tot. Shorty Caruso nicht. Ich bin zur Admin gelaufen. 4 Leute waren Electrical. Okay, ich muss 2 Leute waren in Lab. Ich bin Lab. Und dich habe ich nicht mehr gefunden. Wenn du mit mir straight runtergelaufen bist, Matthias, heißt das etwa, du hast deinen Schlüsseltask nicht gemacht? Oh. Junge. Keine Ahnung, doch, habe ich. Nein, hast du nicht, weil ich habe nämlich auch die Schlüsseltask geskippt, weil ich bin wirklich sofort runtergelaufen, als alle noch die, ich weiß, dass oben rechts Schlüsseltask war. Und ich kann es dir nicht sagen, aber denkst du wirklich, ich bin als Imposter so dumm, dass ich das nicht raffe, ja? Nein, aber als Jester vielleicht. Ich weiß, welche Tasks. Ich weiß, ihr habt nichts gesagt, ne? Und ich wüsste jetzt nicht, welche Kommentare wir haben. Wir haben nicht die im Office. Wow, fertig. Ja, aber ich muss ganz kurz sagen, ich glaube, Parzi ist einer. Warum? Aber ja, Shorty muss auf jeden Fall Lava-Kabel mit irgendjemand gewesen sein. Ja, am Anfang, wo ich in Lab rein bin, aus Lab rausgelaufen ist und sie jetzt am Ende wieder reinkam. Ja, ich vote auf jeden Fall. Parzi weiß, das ist so ein Gefühl. Ja, ist okay. Ich hätte dich fast 100% nicht rausgenommen. Wir hatten auf jeden Fall. Der hat jemand gesagt. Es waren 4 Leute Electrical und 2 Labs, so wir hätten, glaube, wir hätten einfach sofort einen Sack zumachen können, natürlich. Ja. Dann drück nochmal den Button und erklär nochmal. Also, es. Jemand ist nicht gemutet. Okay, machen wir weiter die Task. Also, ich gehe davon aus, dass das, was Vlesk sagt, stimmt. Dann ist er mit Simon runtergelaufen, dann fallen die beiden schon mal raus. Parzi klang ein wenig so, als wollte er sich Alibi bei mir holen. Oh nein, jetzt stehe ich hier mit ihm.
Scheiße. Wo war Timmet überhaupt? So, Basar hat reported. Würde er diese Task hier so faken? Scheiße, ich vertraue jetzt Parzi schon. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, oder? Trauen wir Timmet? Also Parzi checkt auch nach, der ist gerade wieder reingelaufen. So, wir vertrauen jetzt mal Parzi. Wir nehmen Blesk, Simon und Parzi weil raus. Light geht aus. Baso kommt hier raus, macht die Tür zu. Hat sie hier getötet? Ist jemand hier tot? Ich suche eine Leiche. Ich sehe jemand. Ah, Vleskovic. Okay, Vlesk ist tot. Mysteriös. Parzival, wo hast du ihn gefunden? Ich habe Vlesk links von Storage gefunden. Aber so ein bisschen weiter unten. Storage. Du musst ihn nicht unbedingt gesehen haben, Bart. Was mich nur wundert, du musst ja davor auch aufgetankt haben, bevor du da oben links hin bist. Matteo ja, war gerade mit Blesk. Ich auch. Ja, und zwar in Communications. Mal, ganz kurz nochmal, wo hast du ihn gefunden? Zwischen Storage und Pylon im Prinzip. Also nach links raus. Okay, dann ist er halt übertrieben frisch. Weil ich habe halt aufgefüllt, bin nach oben links auftanken gegangen und dann bin ich nach Electric rein. Ja, ich glaube auch, dass er sehr frisches Bad. Und zwar quasi ungefähr gefallen ist, als du oben links dran bist. Da stand ich gerade in Camps und habe dich da gesehen und habe dann Lights gefixt. Und dann sind wir uns ja entgegengekommen. Ja, dann ist Baso für mich Hauptverdächtige. Warum? Weil ich stand mit Vlesk in Communications, dann ging das Licht aus. Ich bin unten rausgelaufen und bin in Office rein. Da habe ich Baso gecrossed, als das Licht gerade ausging. Dann bin ich runtergegangen. Ich stand am Admin. Ja, genau. Und dann bin ich. Ja, aber wo bist du hingelaufen von da aus, Baso? Hoch? Ich stand am Admin und ich habe auch die zwei Punkte in Comms zum Beispiel gesehen. Das waren dann. Ja, Baso, du weißt der Frage gerade aus. Und ich bin gerade im Labor. Da ist niemand im Labor. Ich bin allein im Labor. Du bist im Labor. Bist halt genau also bist du da lang gelaufen? Sag mal, wo genau du im Labor bist. Boah, ich bin, glaube ich, kurz vor Specimen gerade. Also ich bin komplett durchs Labor schon durchgelaufen. Ich müsste jetzt in diesem Raum sein, wo die Toiletten sind und dann Specimen daneben. Oh, jetzt also, ich sieht man das nicht im Hintergrund? Also, ich habe auf der Cam gesehen, wie Baso Office raus ist, genau. Aber ich weiß nicht mehr, ob links oder rechts. Ich bin oben ins Labor rein. Sie ist 100% so links raus. Ich sehe immer mit dem Hintergrund. Du bist nicht links aus Office raus. Office rede ich gerade. Du bist nicht aus Office raus links. Aber vielleicht wurde ich gemorpht, aber ich bin nicht rausgegangen von links. Nee. Also Baso wurde nicht gemorpht und also links rausgegangen ist Timmet und Parzival ist zu Weapons gegangen von links raus und danach ist Timmet rausgegangen. Das ist schon lange her. Das aber wenn du in Camps bist, Parzi, hättest du mich also vielleicht ins Labor reinlaufen sehen müssen eigentlich. Nee, hab ich nicht. Wir müssen es abstimmen. Ich hab Office raus, ich weiß aber nicht mehr. Naja, und dann bin ich. Ich werde Baso voten. Vertrauen und Baso voten, weil Matteo kann zu 100% kein Imposter sein. Das ist richtig. Aus Runde 1 nämlich. Timmet, für wen hast du gewotet? Ich habe Baso gewotet. Fährlich. Ja, aber es hat. Oder vielleicht doch mich? Oh. Nee, aber guck mal. Baso hatte. Also es gab keine zwei Gegenvotes. Das macht ja keinen Sinn. Ja, weil schon einer raus ist. Ach, weil einer schon raus ist. Ja. Ich will nicht drüber reden, Kasu. Ich hab Hirnguss. Oh mein Gott. Mein Gehirn ist explodiert. Ja. Ich hab Shorty getötet. Shorty war mit Caruso. Also auf meinem Screen habe ich Shorty gekillt. Caruso, Shorty, Baso, Chantao laufen in Electric rein. Es gibt einen Engineer. Engineer im Vent links. Ich mir so, der ist eh nicht im Vent. Ich sehe, wir haben Spy. Bart war anscheinend der Spy. Baso, Imposter. Ich, Lovermate mit Shorty, will Baso zeigen, hey, Shorty ist auf unserer Seite, also chill kurz, wir können das herausfinden, oh, wer der Spy ist und dann töte ich dich halt am Ende. Ich töte Chantao vor Shorty und Baso. Baso, ja, ich hab gedacht, du hast ein Missgeschmack. Dann habe ich halt Shorty getötet. Oh mein Gott. Bei mir hast du wirklich, Caruso getötet. Nee, bei mir hast du auch Caruso meine getötet. Meine Intention war auf jeden Fall, dass ich da Shorty töte, weil ich ja, weil ich dachte, dass Caruso eventuell meine Imposter hätte. Wäre auch irgendwie egal gewesen. Aber selbst wenn, ist es ja auch komplett egal, weil ich hätte ja Caruso sowieso getötet. Eigentlich schon, ja. Ich war endlich wieder, ich bin nur rumgewendet, hab niemanden gesehen. Nice. Es war so nutzlos, ich war so eine nutzlose Scheißrolle. Welcome to my life. Ich hab erst in den Dreieck gewendet, dann bin ich oben zu Lab und runter gewendet, ich hab nichts gesehen, wirklich. Ich stehe einfach da oben und es liegen drei Leichen neben mir und ich denke mir so, what? So geil, der Clip ist gut. Wirklich, mein Gehirn. I don't know.
Und ich dachte mir, Baso ist einfach Sheriff und Caruso dachte irgendwie, dass Baso in ihrer Task ist. Baso bricht ab, schießt einfach auf Caruso. Wir beide fallen um und Baso sagt einfach nicht mal, dass sie den Imposter getötet hat. Ich war so fest davon überzeugt, dass du Jester warst, aber nein, du warst ja Sheriff oder was? Ja, ich war auch mega verwirrt. Ich habe keine einzige Task gemacht, weil ich dachte, die Runde wird schnell vorbeigehen. Ich hatte recht. Du hast eine Runde wild. Mach eine wilde Runde. Viel Spaß bei der nächsten wilde Runde. Jo, Caruso, ne? Das ist Karma, Junge. Das ist Karma. Caruso, ich hatte mich so gefreut, dass du da warst. Ey, schau, ich hätte es sehr geliebt, aber das musste leider. Baso hatte da andere Pläne mit uns beiden. So, wir sind auf dem Airship-Chat. Ersche? Soll ich euch was sagen? Soll ich euch was sagen? Ich bin Imposter. So, wir haben keinen Spy an. Die Kamera ist an. Wir haben keinen Spy. Danke, Pazzi. So. Lesk und Unge. Oh, da ist gerade jemand weggelaufen. So, Lesk und ich laufen zusammen rum. Gehen mal in Lifeline. Kann schon jemand tot sein? Ja, klar. Ich bin jetzt aber nur mit Timme zusammen im Boschter. Das heißt... Oder unten ist Caruso. Ja, wurde es instant gefixt? Okay, Shorty ist also... Also Shorty ist vor mir. Das ist aber unheimlich, oder? Okay, im Vault. Also wenn ich, also wenn, oh Mann, wenn Shorty nochmal revealed. Nein, ich wurde hier gesehen, oder? Wer ist Kamera? Scheiße, ich muss die Person an der Kamera töten. Sonst haben wir ein Problem. Caruso läuft mir entgegen. Oh, zwei Leute. Hello. Oh, ja. Das ist so laut hier. Hell, oh mein Gott. How are my favorite Among Us players doing? Shorty liegt in der Dusche auf dem Vent. Ich denke, es sind entweder Caruso oder Timmel. Einer von beiden ist gewendet und danach in Medbay reingelaufen. Shorty ist und in Electrical. Genau, Shorty ist vor allen gewendet. Also sie hat ganz offensichtlich. Ja. Hat doch nicht Electrical. Ich war mit Unge und Matteo an der Kamera. Dann bin ich rechts in Electrical reingelaufen. Von rechts kam mir Caruso und Timid entgegen. Ja. Kamen beide aus Cargo Bay, aus der Richtung vom Vent und ich glaube, dass jemand getötet hat und dann einfach runter in Cargo Bay gewendet ist, weil das wäre so der natürliche Vent, den man nehmen würde. Mhm. Timid weiß auch, ich weiß, wo Baso liegt. Ich weiß, wo Baso liegt. Aber vielleicht müsstest du ja wissen, dass ich es nicht bin, weil ich war ja an Lifeline und bin dann nach links in Electrical. Du bist mir in Electrical begegnet. Achso, aber dann, war der bei dir an Lifeline schon tot? Ich war nämlich an Lifeline also und da war niemand tot. Also ihr müsstet, Caruso, wenn du es nicht weißt, bist, dann weißt du, dass es Timid ist. Wann warst du an Lifeline, da war niemand tot? Ja, ich kann auch noch was zu Timid sagen. Baso, mach du Caruso? Ja, ich weiß halt jetzt, also du könntest ja theoretisch auch lügen mit dem Todeszeitpunkt. Nee, weil du an der Lifeline warst und du musst ja dann gesehen haben, dass Baso die Person noch nicht tot war. Und Timid kam ja nach mir erst durch. Also ich habe Caruso ganz am Ende gecrossed, im Mittelgang. Aber ich habe auch noch nichts von Timid gehört. Chantau, wolltest du auch sagen? Genau, Baso liegt im Viewing Deck unter dem Lichtfix. Ich bin hingelaufen zur Leiche. Hab ich auch gesehen. Genau, du standest unten an der Task auf dem Steg. Warum hast du sie nicht reported? Ich wollte noch meine Task machen. So, also ich habe Baso auch gesehen. Ja, ich will nur noch mal kurz drauf eingehen. Caruso, Timid muss mich rausnehmen können, wenn er Crewmate ist, weil er muss gesehen haben, dass Shorty schon tot war, als ich erst nach oben gelaufen bin. Ja, wenn er jetzt sagt, dass Shorty noch nicht tot war, dann ist er im Poster. Wir haben uns getroffen. Ganz klar. War Shorty da schon tot oder nicht? Ja. Ja, Caruso, dann weißt du, dass ich es nicht bin. Ansonsten wird Timid nämlich nicht rausnehmen. Lass Simon mal kurz. Nein. Timid ist Jester, Caruso ist der Imposter. Ich denke auch, dass Timid Jester ist, weil Timid schon einfach da unten rum.
Doch, Timmy, ich will das mal ja. Ah, Karo, ich hab einfach nur meine Aufgabe gemacht. Ich hab einfach nur meine Aufgabe gemacht. Noch. Ich hab Basis schon da unten. Karo, du glaubst, dass es Timmy ist. Ja. Sollen wir Timid voten und dann, wenn es vorbei ist, ist es vorbei? Let's go, Timid. Nein. Da muss ich doch. Wenn wir jetzt. Ich mach mit. YOLO, rein YOLO. Jo, um euch nochmal ganz kurz zu sagen. Oh, knapp. Shorty knapp. Ist knapp über 50 Scheiße. Sekunden alt, Baso ungefähr 35. Aber. Kann nicht sein, 50 Sekunden. Ich glaube nicht, dass Baso schon 35 ist. Dann muss Caruso hardcore. Dann kann Chantau mich auch gerne rausnehmen für den Kill. Danke. Ja, theoretisch, ja. Caruso ist belogen. Also, was sein kann ich ist. Ich würde nie lügen. Was sein kann ist, dass. Was sein kann, ist, dass die, also dass Caruso vielleicht der Jester ist. Das könnte theoretisch sein, oder? Fuck. Ich hab ein Slide gehört. Warten, bis der Cooldown runtergeht. So, kommen hier Leute rein. Ich hör's. Höre die Leitern. Oh, fix lights. Och nee, jetzt hier wieder zu. Scheiße. Guter Button, guter Mornings. Guter Button, das, ja. Ich würde das dann ehrlich gesagt gerne ausdiskutieren, weil ich bin Hacker. Ich kann euch genau sagen, dass Shorty so alt war. Kann euch auch sagen, dass Baso eben ungefähr 5 Sekunden kürzer tot war, dann hat Caruso schon gelogen. Da hat Caruso gelogen. Nein, ach so. Hab ich nicht, ich bin Leiter. Leiter oder Treppe? Ich bin eine Leiterleiter. Fahrstuhl. Ja, aber Caruso, warum lügst du dann? Da gibt's ja nur zwei. Aber er ist Allmann. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Augen könnte auch passen, weil hier sich die Rolle ausgedacht haben und eventuell extra Info haben. Weil es gibt die Möglichkeit, dass weder Timid noch ich es sind und Parseval irgendwie weiß, dass Timid Jester ist und selber ein Poster ist. Aber wie krass wäre denn diese Sekundenlüge von Parzi? Der weiß es doch gar nicht, was bei euch abging. Naja, also Caruso könnte ist halt auf also, es ist halt so, das ist halt so Pferd, Zebra, Orkims Razor. Entweder 5000 Konditionen treffen zu oder es ist halt einfach Caruso. Schwierig. But it ain't me. Ich wollte gerade mit Bart in die Toilette reingehen, aber er ist nicht mit mir reingekommen. Ich will das nochmal. Mentor, du bist mir doch in der ersten Runde auch begegnet. Ja, ja, genau, am Ende, habe ich auch gesagt. Ja. Habe ich auch gesagt. Genau. Und da habe ich gesagt, Caruso ist am Ende im Main-Gang oben mir entgegengelaufen, kurz bevor der Button gedrückt wurde. Aber ich weiß ja nicht, wann die Kills waren, deswegen, also, ich kann dich jetzt nicht rausnehmen. Also Bart war ja, aber es ist ja trotzdem, also. Ja. Shorty lag ja als Engineer auf dem Vent. Caruso kam mir vom Vent entgegen. Timid auch. Timid sagt, die Person war schon tot. Caruso sagt, die Person ist noch nicht tot. Parzis Aussage, Timids Aussage und meine Aussage kneifen sich alle mit der von Caruso. Mhm. Dazu kommt, dass Caruso 3 Votes hatte gerade, obwohl ich gesagt habe, ich vote auf jeden Fall drauf. Ich weiß von mir, dass ich Crew bin. Ja, ich glaube, dass andere Crewmates auch drauf gewotet haben und die Imposter nicht drauf gewotet haben, aus genau dem Grund. Ich auch und die Imposter auch nicht auf Timid gewotet haben, weil sie Angst hatten, dass er Joker ist. Ich habe auf Timid gewotet und er hatte 3 Votes. Okay. Ja, aber all das spricht ja dafür, dass ich nicht Imposter bin. Wobei wir hatten auf Timid nicht Imposter. Okay, also. Ich habe auf Timid Baso lag für mich links Parseval und jemand anders. Wer der zweite ist, kann ich euch nicht sagen. Ja, ich leider müssen wir jetzt voten. Das Baso und links Viewing Deck. Nö, ich find's nicht. Ja, das wissen wir doch schon, Timid, oder? Habe ich mit meiner Rolle aber 40 Sekunden halt, deswegen. Sagen. Sehr gut. Ich wollte das direkt aber. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss davor, dass Caruso der Jester ist. Ich hatte zuerst. Und das ist der Grund, warum er gelogen hat. Ey, ist kein Problem. Ich enjoy just chatting. Have fun. Aber ich war's nicht. Alle Frauen sind jetzt tot aus der Gruppe. Das war sexistisch und komisch. So, was mich jetzt ein bisschen. Also, er war nicht Jester. Warum hat er dann gelogen? Verliebt war er auch nicht. Hat er sich verguckt? Warum hat Caruso so gespielt? Ist hier eine Cam irgendwo? Bart hat mich gerade gescoutet. Auch Chantau ist hier drin. Oh, die Türen hier gehen zu. Oh ne, jetzt ist hier Licht aus. Ist hier ein Vent, wo ich rauskomme? Chantau kommt unten lang. Er hat gerade gekillt. Oh, das ging schnell, holy shit. Ja, Bart und ich waren wild. Na, wild, GG. GG. Ja.
Kann ich nicht, was hast du dir mal gedacht, wenn du dich einfach unten hinstellst? Was war bei Caruso jetzt los, genau? Ich war gar nichts, ich war einfach leid. Ja, beim ersten Voting habe ich Timid gewotet und dann, als Parsi halt gedrückt hat, habe ich gedacht, ja gut, dann vote ich jetzt Caruso. Ja, war Parsi Jester? Nein, ich habe exakt die Info gegeben, die stimmte. 52. Aber dann hat Caruso, trotzdem gelogen, weil Caruso meinte auch, dass Shorty nicht tot war. Das konnte nicht sein. Ja, war nicht tot. Nein. Okay, sorry. Weird. Absolut weird. I just lied, even though I didn't lie. Ich hatte das Gefühl, ich war noch nicht... I love the way you lie. Naja, als ich an Lifeline war... Lix Aurelia, was meinst du? Warum spielen die eigentlich nicht mit Mods? Durch und bin schon an Security vorbei gewesen. Was ist damit gemeint? Ich war verliebt mit Bart und hab immer in der Kamera gehockt und hab geguckt, wo Bart ist, bin dann zu meinem Verliebten immer hingelaufen. Oh, so verliebt. Deswegen habe ich ihn immer wieder gefunden. Ich wollte mit dir duschen gehen oben in Among Us bis 0 Uhr, dann kommt Leon. Ist die Map für Verliebte so scheiße. Ja, Mann. Aber es gibt ein paar nice Spots, also wenn du noch, wenn wir nochmal... Ne, ja, aber auf der Toilette hast du dich nicht mit mir eingelassen. Ja, ich war mir nicht sicher, weil ich dachte, Toilette ist so dreckig und ich dachte, wir treiben es eher vor dem Tresor. Nein, im Airship ist sie wirklich sauber, wirklich sehr sauber. Das stimmt, ja, das stimmt. Ach so, naja, gut, dann... Also, weil da gibt es einen Task mit so einem... Wie enthusiastisch du das gerade gesagt hast, so, oh, alle Frauen sind tot jetzt. Ja, nachdem Caruso raus war, ne? Nee, ist aufgefallen, dass Shorty und Bar so direkt getötet worden sind. Also waren die Mörderfrauen... Dr. Isa Haus? Ist er echt? Es tut mir leid, wir sollten ihn jetzt aufmuntern. Frauen. Ey, viel Spaß bei deswegen ist Matteo meinem Discord geliebt. Blesk, ich hab dich lieb. Ich hab dich ganz doll lieb, Blesk, okay? Nee. Hä? Mann, er ist böse auf mich. Hab ich ihn getötet? Hab ich Blesk getötet, die Runde? Lights geht aus. Jemand ist an Kameras und zwar Bart. Was ist denn das hier? Ah, das ist auch schwarz. Oder sind alle Fußspuren schwarz? Ah, alle sind schwarz. Okay. Ich bin allein an den Kameras. Shorty rennt hier rum. Also Shorty, würde sie das hier faken? So, Barso läuft Richtung Cargo. Caruso in Main Hall. Vles läuft auch Richtung Barso. So, wenn jetzt, das sind schon 1000. Warum sind da alle da oben? Das ist ja mega krass. Timid wartet einfach da oben. Okay. Das Licht ist die ganze Zeit aus. Wir werden jetzt Lifeline checken, gucken, wer tot ist. Dann werde ich sterben, weil die beiden Imposter hier sind, oder? Weiß ist das Parzival, der war überhaupt nicht involviert in dem ganzen Käse hier. Frage ist, wie lange ist er schon tot? Oh, ein Button? Ui. Tim mit Button. Oh, lol. Da müsst ihr sagen, wer Sheriff ist, bitte. Was? Warum? Du hast den Wenden sehen, also, der war aber auf. Engineer. Nein. Ich bin Spy. Als Licht aus war, habe ich so auf den Wend gewiggelt und dann ist Patsy einfach in den Wend reingesprungen vor mir. Und er hätte mich nicht sehen können. Also der Spy wäre cool, wenn er sich jetzt meldet, der Sheriff. Ja, die Sache ist, ich habe einen Verdacht. Nochmal was? Noch mal ganz kurz nochmal. Ja, also, ich bin im Dunkeln auf den Wend gewiggelt und Patsy ist vom Schatten rausgekommen und ist vor mir gewendet. Ich denke, der andere Imposter hat Patsy mal getötet. Vielleicht gemorpht einfach? Oh, ja. Das kann auch sein. Ich denke, der andere Imposter hat Patsy getötet, waren zwischendurch graue Blobs und da hat der Imposter nicht gewusst, wen er tötet, dann hat er Patsy getötet. Das könnte sein. Wo liegt er denn? Ah ne, du hast ja gedrückt, ne? Nee, ich hab gedrückt. Der Sheriff kann den Kill ja auch gar nicht gemacht haben, Timid, weil der hätte sich ja erschossen am Engine. Ja, also warum willst du das? Der wäre ja dann selber gestorben, nicht Partyball. So rum. Ja, also Sheriff hat gar keinen Sinn, Timid, das wirklich. Timid muss einen Imposter-Kill gewinnen. Ja, aber Timids Logik war doch gerade das. Nein, ich hab gesagt, dass ein Sheriff auf Party geschossen hätte, vielleicht. Ja, aber das macht doch keinen Sinn, weil wenn ein Sheriff auf Party schießt, dann hätte der Sheriff doch sich selbst erschossen. Ja, aber Party war Imposter. Als Engineer. Nein, Party war vielleicht Imposter. Ich habe pikante Informationen. Nein, Party war Imposter. Oh, pikant, da bin ich dabei. Kann auch gemobbt worden sein, Timid. Ich glaube, Timids Logik gerade war, er ist bei und wollte, dass Parzi wendet und Parzi ist gewendet, weil Parzi dachte, dass Tim mit der andere Imposter ist. Also ich sag nochmal, ich war im Cockpit, im Dunkeln, komplett alleine. Auf einmal kommt Parzi aus dem Dunkeln zu mir und wendet vor mir, weil ich so auf dem Wend gewiggelt habe. Gut, aber vielleicht hat er dich als Engineer auch einfach nicht gesehen. Ich weiß, wo Parzi liegt. Okay. Parzi? Ich frag du erstmal Barso, als du da von rechts gekommen bist, hast du Parzi nicht auf dem Boden liegen sehen? Nee, sonst hätte ich ja reported. Okay, aber vielleicht hast du ihn noch abgestochen. Wo ist er denn, Simon? Also, ich weiß überhaupt nicht, wo er liegt Richtung Lifeline. Woher weißt du das? Von Electrical aus, weil ich da gerade hingelaufen bin und Barso ist mir gerade entgegengekommen von da.
Dann ist Matteo entweder Sheriff. Matteo ist dann. Wo ist denn Richtung Lifeline? Lass Les mal sprechen. War und da, von da kam Unge, da war er schon tot. Was mit mir? Liegt die Leiche. Nee, die liegt da nicht. Chris. Matteo, was mit Matteo? Ich denke, entweder Sheriff und sagt's nicht oder er ist Imposter. Oh, das war aber close. Ich habe leider nicht gewortet, weil ich verrafft habe. Tut mir leid. Ich konnte nicht skippen. Du musst ja nicht voten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann über den Button skippen. Man kann über den Button nicht skippen. Man kann nicht skippen, deswegen ich hätte voten müssen. Aber gar nicht voten ist auch in Ordnung. Ach echt? Ich denke, eine kommt das raus, Freunde. Das darf man. Aber es ist gefährlich, gar nicht zu voten. Danke, Simon Unge. Bitte. So. Ich erkläre es dir gerne auch. Wir machen mal hier unsere Task. Also Vlesk denkt zu Recht, dass wenn die Leiche von Parzival in dem Bereich liegt, dass ich das war. Weil ich bin ja auch von der Kamera zu Lifeline gelaufen und hab dann auf Lifeline gesehen, oder? Oh, nee, ich erinnere mich nicht. Ich hab ja in den Kameras hab ich geguckt, wie die gelaufen sind. Baso und Vlesk sind hier durchgelaufen. Aber wie hat er mich denn gesehen? Scheiße, ist Vlesk der Zweite? Hat Vlesk vielleicht Parzival umgebracht? Also, was sein kann. Parzival. Er tötet mich, oder? Also. Parzival ist hier gewendet. Also, der Wend war vielleicht. Hat geleuchtet. Vlesk lief hier lang, hat ihn getötet und hat ihn liegen lassen. Ich war währenddessen an Lifeline, bin weitergelaufen und habe mich Vlesk hier gesehen. Weil ich habe Vlesk nicht gesehen. Vlesk lungert hier immer noch rum übrigens. Oh mein Gott, faked er diese Task? Oh nee, es ist nicht Vlesk, oder? Kamera ist an. So, ich mach mal diese Task hier. Oder verarscht mich gerade Bart? Hallo? Okay, dieses Handtuch hier klebt fest. Mann, ich raff gar nichts. Ich hab vier Beine. Wir gehen mal Lifeline. Wir checken Lifeline. Was ist das hier? So, wir checken Lifeline. Ist Vleskovic der Killer? Nein, hier ist gar nichts. Niemand ist gestorben. Keiner tot? Warum müssen wir jetzt wieder voten? Ja, das erzählen Sie uns. Ja, okay, erstmal, es ist ewig lange her und ich dachte, vielleicht sind Leute tot. Und Tim hat auch einen Guck doch Lifeline. Ja, ich war aber woanders und. Ja, sorry. Soll ich hier ein Taxi rufen beim nächsten Mal oder was? Nein, lauf Unge ist Leiter. Unge ist Leiter. Nein, Unge ist und Vlesk und Shorty waren gerade bei mir und einer von denen ist ein Imposter. Ihr macht die Leitertask, oder? Ja, nee, ich denke, Shorty ist ein Imposter, weil. Vlesk ist Crew oder irgendeine Rolle, weil Vlesk ist mit dem Propeller nach links geflogen, hat dann gewartet, ob Shorty oder ich uns gegenseitig abstechen und ist wieder zurückgeflogen, um zu gucken, ob da eine Leiche liegt. Und Shorty hat mich ein bisschen gejagt, also... Ich dachte, wir haben da so ein Ding an der Leiter. Simon, ich bin Brain AFK nach links gelaufen und dachte, ich drücke auf die Leiter, bin dann aber aufs Airpad gestiegen. Ich wollte die Task unten machen bei der Leiter, wo ihr rumstandet. Ja, vor allem... Ich habe keinen Plan gehabt, wo ich eine Leiche gesucht habe. Genau, und vor allem, wie kommst du denn dann drauf, dass einer von beiden Imposter ist? Ja, also Shorty tötet dich nicht? Ja, nee, keiner ist weggelaufen. Shorty ist es. Ganz okay, ich habe Shorty gewotet, Simon Unge. Und die letzten Runden die ganze Zeit tot war, ne? Oh mein Gott. Mente, was war das für ein Moment zwischen uns, Matteo? Ich hab rekonstruiert, wie Parzival vielleicht gestorben ist. Und deswegen doch Shorty wahrscheinlich. Okay, und du hast dafür gewartet, bis ich mich auf den Wend stelle. Dann muss ich dich ja voten. Ja, sag einfach, was für eine Rolle du hast. Ich hab keine, ich bin einfach nur Kuhheit. Ich dachte, wir haben da einfach ein Ding. Ja, dann nehme ich jetzt auch Shorty, kann ich nichts machen. Tut mir leid, RIP Shorty. Und der Jester. Ich glaube, Unge ist Jester. Oh, what? Oh mein Gott. Ey, wie geil wir jetzt absprechen, Mann. Wir sind eine geile Crew, Leute. Sehr geil gemacht. Stark gemacht, Team. Ich hab Baso Posta gewotet, sorry. Unge ist Jester. Ja, Tim, alles klar. Okay, wir gehen mal Brick raus. Shorty chased nicht.
Hier läuft Blau vor mir, merkt ihr? Oh, wie schnell muss der denn rausgegangen sein? Das macht ein Imposter nicht, oder? Timmit ist kein Imposter. Imposter brettern nicht sofort raus aus einer Task. Irgendwie, wie langsam die Tasks vorangehen, ey, das ist ätzend. Wir machen mal kurz das Handy. Perfekt. Let's go. So, wir checken mal ganz kurz die Camps. Caruso ist jetzt da reingelaufen. Timmit läuft hinterher. Timmit hat die Kamera gesehen und faked jetzt, oder was? Hä, Timmit faked diese Task? What the fuck? Weiß nicht, wer die Person hier unten ist, aber ich will es auch nicht wissen. So, Timmit, hast du getötet? Hier ist gelb. Baso ist tot. Baso ist tot. Bart liest eine Zeitung, das ist okay. Liegt sie hier? Yo! Okay. Baso ist tot. Yo! Hast du das entdeckt schon? Yo! 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 Im Bathroom! Yo! Yo! Hast du noch irgendwelche Infos? Weil ich würde gerne noch ein paar Sachen sagen. Ja, genau. Ich bin mit Bart und Baso gerade in Main Hall gewesen. Licht ging aus. Wir haben uns dann alle verloren. Und dann ist Baso rechts rübergelaufen, im Dunkeln wahrscheinlich. Ich bin nach links weitergelaufen. Ich bin an Lifeline. Ja, Bart kann sein, dass er nach links weg ist. Kann aber auch nach rechts rüber sein und reingejietet haben. So. Ich habe sie dann Lifeline tot gesehen, deswegen wusste ich auch ungefähr, wo sie liegt. Wo genau habt ihr verloren? Sag nochmal genau, wo ich verloren habe. In Main Hall, Licht ging aus, an dem Leiterdreieck. Ich bin Leiter runter, Baso ist nach rechts, Bart ist nach links, glaube ich. Okay. Ja, wer war der graue Blob, der mir in Records begegnet ist? Ich war das. Hallo. Ja. Okay, also, die Sache ist, erstmal möchte ich mich bei Shorty entschuldigen. Das war natürlich eine random Anschuldigung, aber es war ja auch überhaupt nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwelche richtigen Indizien. Und ich bin übrigens kein Jester, ich habe übrigens auch Shorty gewotet. Und Bart ist die ganze Zeit so, oh, Unge ist Jester, Unge ist Jester. Und ich denke, Bart hat Shorty gewotet aus erster Linie aus Angst, weil er denkt, dass ich Jester bin. Mhm. Und ich habe wirklich Angst, dass du Jester bist. Ja, weil du hast Angst, weil ich Jester bin, weil du Imposter bist. Mhm. Oh. Ja, und du bist nicht nach links gelaufen, Bart ist übrigens nicht nach links gelaufen, Bart ist auch nach rechts gelaufen. Ich bin nicht nach rechts gelaufen, ich habe mit Chantau... Nee, meinte ich ja, dass sie nach rechts ist, genau, sie sieht ja auch in Chantau. Ja, Bart ist nach rechts und Chantau und ich sind am Anfang nach links, dann sind wir irgendwie zurück mit Linda, dann ging Licht aus und dann bin ich nach links weg und keine Ahnung, wo die anderen sind. Ich bin Runterleiter und Bart ist rechts in Showers rein. Ja. Noch was? Also anscheinend, nee. Kann sich irgendwer gegenseitig covern für die Runde? Ist, nee. Ja. Ich kann Simon Unge covern. Also nee, Chantau kann es nicht gewesen sein, weil... Aber zwei Leute waren im Gap Room zusammen und zwei Leute waren Security zusammen. Ja, Timmit war kurz bei mir, als weggekommen ist. Als ich in Camp das war, das ist ein Vent übrigens. Aber da war Camouflage an, deswegen weiß ich nicht, wer das war. Wir müssen nicht voten, aber ich sage euch noch Folgendes. Achtet mal auf die Votes von eben. Ich habe Shorty gewotet und ich hatte 4 Votes. Ich denke, dass Shorty trotzdem Imposter ist, also dass mein Bauchgefühl auch nicht war. Ich denke, Shorty Bart. Simon, also, kann man nicht hochgucken vom Light unten, wo du standest? Hast du nicht am Anfang, also, nicht am Anfang noch gesagt, Unge, dass Parzi ein Imposter ist? Das funktioniert. Nee, das hat Timmit gesagt. Das war ich. Unge war auch übel da. Deswegen, ich glaube, Unge erzählt übel. Also Bart kann es schon sein. Bart, bist du rübergewendet zu Cargo, kann das sein? Nein. Nicht, okay. Es muss doch einer raus sein, sonst wäre Timmit doch übel random. Licht ist aus, shit. So, hier haben wir ein paar Slides. 3 Leute sind im Cockpit. Ah, das war Chantau, okay. Sonst hätte ich jetzt gedacht, hier ventet jemand. So, Engine Room. Brick, ist jemand drin? Gap Room. Jemand chillt die ganze Zeit im Meeting Room. Wer ist das? 2 Leute im Meeting Room. 3 Leute im Meeting Room. Security, 1 Person. Electrical, Medical. Solange keiner zu mir läuft, ist eigentlich okay. So, jetzt sind die vom Gap Room runtergeslidet, 2-mal. Oh, jetzt kommt einer zu mir, ich bin tot. Kommt mir aber nicht entgegen. Ich könnte da diese Task machen, jetzt geht's Licht aus, shit. Okay, Licht ging aus. Ich meine, es ging wieder an. So, jetzt müssen wir gleich Lifeline mal checken. Warum ist hier nicht fertig, die Task?
die Buggy. Okay. So, wir gehen mal Lifeline checken. Hier läuft Timid. Timid ist von unten hochgelaufen. Türen gehen zu. Hier wurde gemordet. Hier wurde gemordet. Ich verfolge gerade Vlesk. Okay. Sehr gut, dass Shorty tot ist. Bentley, erzähl du erst erstmal. Vlesk. Ich liebe Simons Einleitung in den Meetings. Also das könnte jetzt halt ganz schlecht sein oder ganz gut, denn Vlesk, hattest du einen Report-Button? Mhm, hatte ich. Liegt da auch schon länger. Okay, scheiße. Also ja, ich habe Vlesk in Electrical nicht gesehen. Jetzt die Story als erstes tatsächlich. Shorty ist neben mir umgefallen in Electrical. Da bin ich zur Lifeline gelaufen, weil ich dachte, das ist ein Loverkill. An der Lifeline war nur eine Person tot. Da habe ich Chantau und Caruso getroffen. Nee, Chantau und Bart. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen und war erstmal ein bisschen verwirrt. Also ich muss halt auf mich geschossen haben, ansonsten macht das keinen Sinn, wenn ich sie nicht getötet habe. Aus meiner Sicht ist sie jetzt auf jeden Fall Sheriff. Ja, aber wisst ihr, was daran komisch ist? Warum, wenn man jemanden umfallen sieht neben sich, warum geht man dann, also dieses dann... Ich bin zur Lifeline gelaufen, weil ich wissen wollte, ob es ein Loverkill war. So, ich kann das auch bestätigen, das war tatsächlich nur an der Lifeline, weil ich bin durch Electrical gelaufen, dann habe ich einen grauen Blob an mir vorbeilaufen gesehen und gewartet, bis er wieder sichtbar wird und das war Bless. Okay. Aus meiner Sicht, Chantau ist dann nach oben weggelaufen. Und Chantau habe ich auch gesehen. Also Bart und Chantau sind beide zusammen nach oben weggelaufen. Für mich könnte es auch nur noch Timid oder Unge sein. Nee, aus meiner Sicht. Ich löse jetzt sogar noch eins weiter auf. Wir haben nur noch einen Imposter drin, weil ich Engineer bin. Sie kann nicht Engineer gewesen sein. Okay. Das hat Vlesk auch sehr, sehr früh vor mir revealed. Deswegen bin es für mich, wenn... Also ich verstehe, warum Mental Vlesk das findet. Aber ich weiß nicht. Und jetzt hole ich nochmal einmal aus. Unge, wieso ich mit dem Ding nach links rüber geflogen bin? Ich war im Vent unter euch die ganze Zeit. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, weil ich nicht revealen wollte, dass ich Engineer bin. Okay, okay. Also die Sache ist, ich wollte gerade, als du die Leiche neben dir umfallen, wollte ich eigentlich jetzt sagen, jetzt ist für mich Vlesk mehr als Bart, aber dann bleibe ich bei Bart. Warum sagst du, es kann nur noch Timid und Unge sein? Warum nicht Bart? Weil Bart und Chantau doch zusammen rumgelaufen sind. Nee, aber Bart. Also aber es ist niemand, gestorben. Also Shorty hat sich an mir erschossen gerade. In der Runde, wo Linda gestorben ist, da sind Chantau und ich haben sie kurz vorher gesehen und wir haben alle drei gesplittet. Also entweder Bart ist es Chantau gewesen oder ich oder irgendjemand, der über den Weg gelaufen ist. Der einzige Grund, warum ich auf Unge shoote und warum Unge jetzt auf mich shootet, ist halt, weil so wie er redet, ich halt denke, dass er Jester ist. Nichts anderes. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich denke, du bist der Imposter. Also die Story vom Vlesk, das war ja schon wild, ne? Aber das kann man halt schon glauben. Aber boah, also jeder normale Mensch würde denken, okay, wir sehen die Fußspuren vom Vlesk von der Leiche weglaufen. Er hat nicht reported. Er hat den Kill begangen. Natürlich war dann seine Ausrede ziemlich stark, mit dem er wollte checken, ob das ein Loverkill war, weil einfach an ihm gestorben, also ans... Oh mein Gott, scheiße. Ey! Ich bin ja komplett Kuchenblechmafia. So, guck mal, wir verfolgen Vlesk jetzt. So, dass wir nur seine Fußspuren sehen. Ist das nicht geil? Hinter mir ist Chantau, scheiße. Chantau tötet mich jetzt. Geh weg, Chantau. Ich hab Vlesk verloren. Der ist ja nach oben gelaufen, ne? Vielleicht können wir ihm hier den Weg abschneiden. So, hier wird abgeslidet. So, Ungus ist hier und oben ist Vlesk oder was? Ne, Tim, was machen die denn hier? Was ist das für eine Party? 99582. Licht geht aus. Warum sliden die ganze Zeit hier wie die Verrückten? Wo ist denn das Licht? Man muss hier drüber, ne? In Cargo ist einmal ein Lichtschalter. Ah! Schaut mal, wir laufen Bart hinterher. Wir laufen mal dahin, wo Bart herkam. Und gucken, ob wir eine Leiche finden. Wo kam Bart her? Erstmal checken, ob überhaupt jemand tot...
Okay, Caruso liegt in der Lifeline und es waren wahrscheinlich nicht die Leute, die die Leiter seit 5 Minuten spammen und mir Tinnitus geben. Ja, es ist Bart. Es ist nein. Bart, ja. Nein, nein! Oh, Bart ist Jester. Bart, oh. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt gerade vor den Toiletten. Und ich bin davor in dem komischen Raum gewesen mit den komischen Büchersortiergedöns. Ich muss es jetzt leider auch sagen, dass es tatsächlich Bart nicht ist. Der war links neben mir. Oh. Der war links neben mir am Admin-Panel. Ich bin Volt reingelaufen, bin dann weggelaufen, weil ich dachte, der tötet mich, wenn ich da bleibe. Und ich bin sofort zur Lifeline runtergewendet. Ich bin Kitchen runtergewendet und drüber gelaufen. Und da lag Caruso schon tot da. Okay, also ich bin in Showers, einmal runtergewendet und Caruso lag schon da. Ja, dann weiß ich, was krass wäre. Ganz kurz. Jetzt würde ich gerne noch, ich würde gerne noch was in den Raum stellen. Ja. Ja. Matteo? Ja. Wo bist du gerade? Ich stehe an. Meeting Room. Nee, Lifeline jetzt. Was? Mhm. Ah, okay, er sagt sogar. Ich habe Matteo gerade noch mal im Radius gesehen links. Ja, aber Matteo war doch mit uns Meeting Room. Nee, das ist schon länger her. Und Bart, warst du in Electrical die Runde? Fuck. Zwischendrin bin ich da einmal durchgelaufen, ja. Also vor, aber dann, das heißt, du warst in der Nähe. Lass mal, Chantau hat irgendwas von gesagt gerade. Lass den auch mal. Nee, ich will gerade das übelste Zebra jagen, dass du quasi mit Bart, Bart ist Crewmate Lover, du bist Crewmate Imposter. Nein, also ich denke, Bless, wenn wir Crewmate Lover haben, dann habt ihr eh verloren, weil dann kriegt ihr uns nicht mehr rausgewotet. Also ich hab Bless, was du wissen. Wieso? Patsy ist doch tot. Du hast doch eventuell Patsy fälschlicherweise getötet. Ich hab mich gefragt, ob ich Elektriker bin. Also okay, ich reveal jetzt mal. Ich reveal's jetzt mal. Ich bin Detective, ich sehe Fußspuren und zwar habe ich die Fuß. Das stimmt. Ich habe deswegen. Das stimmt. Also stimmt, dass ich bin. Also und Bart ist aus Electrical hochgelaufen Richtung Duschen und ich habe nur seine Fußspuren gesehen. Bin dann runtergegangen, um zu gucken, ob dann irgendwo eine Leiche liegt und bin dann bei Lifeline rausgekommen. Blask hat reported und er meinte, die Leiche liegt doch da oder nicht? Mhm. Das heißt, zwischen uns kann eigentlich niemand sein. Es muss Bart sein. Nein, also ich denke, ich bin vor Toiletten gerade. Ja, jetzt gerade. Ich habe deine Fußspuren gesehen. Es ist Junge, wie lange siehst du Fußspuren? Ich habe die gesehen. Halt einfach. Oh, es wäre schlecht. Ich kann mir recht gut vorstellen, dass Bless hier wieder 500 IQ macht. Nein, und ich habe von Anfang an gesagt, das ist Bart und das ist richtig. Na, ich weiß nicht, Simon. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, GG. Oh. Es ist doch Blesk. Ey, wie schnell Timid immer aus dem Screen raus ist. Blesk, du kranker Mörder. Ja, stech mich hier ab. Stech mich hier. Ah ne, er ist ja. Er meinte, er ist Engineer, ne? RIP, jetzt war es wirklich die Abo-Fall, aber gönnt euch Lul. Also Blesk meinte, er wäre Engineer, aber mein Gott, ey, wer soll es denn sonst sein? Wenn Simon, schaut mal, es kann nur noch schon Chantau dann sein, oder? Scheiße. Okay, wie soll ich ihn killen? Ich kann nicht schießen. Ja, gutes Play von Blesk, ganz ehrlich, gutes Play. Oh mein Gott, okay. Ja, die Sache ist unlucky, aber für mich ist es jetzt eigentlich klar, dass es Flask sein muss. Ja, weil er Bart rausnehmen wollte. Na, Chantau, erzähl erstmal deine Geschichte. Ich bin oben mit Timid an der Leiter runtergerutscht. Hab kurz gedacht, kurz überlegt, ob ich einen Button drücken wollte, aber ist nichts passiert. Ich bin runtergelaufen, durch Main Hall durch, slide die Leiter runter, Licht geht aus, Matteo liegt in Electrical. Unter der Leiter liegt er tot. Okay, also, Flask, willst du was dazu sagen? Also, Timid kann es nicht gewesen sein, Timid war ganz oben. Ja. Tab's vielleicht morgen nach dem Charity. Ich muss überlegen, wie ich anfange. Ja, überleg mal. Ist mega schwer, das auszuspielen, weil ihr auf jeden Fall mich voten werdet gerade. Geht nur nach der Runde, wenn du reportest direkt. Und ich überlege, wie ich das verhindere. Nee, auf gar keinen Fall, es gibt auf der Riesen-Map. Nee, Chantau, das nicht gibt. Ja, bei vielen Leuten ist es mega leicht zu töten. Ja. Also ihr müsstet mir halt sagen, wer, wenn es ich nicht bin, von euch den Kill gemacht haben könnte. Weil ich höre, dass Leute andauernd Leitern benutzen. Timid nicht. Timid war oben im Meeting Room und ich bin runtergelaufen. Ja, die Sache ist es. Ich bin's nicht. Sub-Rumble kann ich nicht machen. Es fallen immer nur Einzelkills. Das ist, ja, also die Story mit Patsy am Anfang, die glaube ich dir, Timid. Ja, ich finde es auch irgendwie von Timid. Also, wenn er mit dieser Lüge das ganze Spiel durchkommt, ich weiß es nicht, dann hat er den Win. Dann würde ich ihn, genau, das würde ich auch sagen. Dann hat er verdient. Ich würde es ihm gönnen, weil das ist halt so eine krank riskante Lüge. Ich habe übrigens alle meine Tasks fertig. Alle auf dieser Map, alle. Aber Tasks selbst fertig. Dann kann er das Grüße aus Schwelm. Nur einen Poster drin. Wo ist Schwelm? Nö, muss er nicht. Schöne Grüße zurück. Ja, wie erklärst du denn, dass Patsy gestorben ist? Wie erklärst du das? Einfach
Imposter. Ja, weißt du, das Hauptproblem ist, ich sag euch, was das Hauptproblem ist. Also ich nehme jetzt meine Eier und vote einfach Chantau, weil ich denke, dass Chantau derjenige, der drin ist, zusammen mit Barzi. Okay, bevor die anderen voten, bevor die anderen voten. Ich weiß, dass halt Bart nicht war, tatsächlich. Okay, aber wartet kurz, wenn wir jetzt, pass auf, wenn wir jetzt Blesk voten und wir liegen falsch, haben wir verloren, weil Timmy hat keinen Button mehr und ich habe keinen Button mehr, weil wir haben beides unser Button benutzt, aber ich muss sagen, ich finde Blesk... Morgen wird für die Krebsstiftung gesammelt. Weil wir halt noch vier Leute sind. Genaue Infos hat aber Varion und seine Charity. Dann werde ich rausgevotet, weil wir vorhin das schon auf mir. Ja, ich ziehe jetzt den Trailer durch, dass du am Anfang aus Versehen deinen Imposter-Kollegen weggemacht hast. Ja, ich bin's übrigens, by the way. Schade, ich habe mich selbst gewotet. Ja, dann Timmy. Ich dachte, das klappt. Mich? Ich seh mich selber. Ich habe dich gewotet. Nee, ich habe mich selber gewotet. Aber warum? Weil ich nicht 100% sicher war, ob Blast das ist. Ja, nee, ich bin's. GG. Das war die Runde. Also, Blesk, absolut sick, deine Lüge mit dem Lover. Für mich, weißt du noch, als die Runde, wo ich gesagt habe, wenn Blesk ist, also, dass ich Blesk jetzt am verdächtigsten finde, aber wenn Blesk wirklich Ingenieur ist, aber, und hat jemand das bestätigt, dann. Hast du Parzi umgebracht, Blesk, oder? Nein. Ja, aber ich war Ingenieur. Ja, er war. Oh, okay. Timmit, und Bart war Imposter. Ich stand links am Ja, ich habe überlegt, mich Bart. Okay, ich habe versucht, Bart zu saven und das killt mich dann im Endeffekt. Ich hätte dich verkaufen sollen, weil du hast eh keine Kills gemacht. Wirklich, ich habe keine Kills gemacht, weil ich die ganze Zeit denke, okay, wir pushen diese eine Imposter-Story. Ich mache das übelst slow und Blesk schlägt so alle Kills in meine Nähe. No. Ich habe Barso gekillt, glaube ich. Aber du warst Jester? Not die nice. Sein können. Du warst ja gar nicht. Ich weiß, ich war cool. Aber die letzte Woche hat Scaled so unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn wir jetzt Airship spielen, dann spielen wir noch eine Runde. Und ja. Ich glaub, wenn wir Scaled spielen, dann spielen wir noch so zwei. Ich wäre auch für schnellere Runden. Ja, das ist doch. Ich würde auch sagen, noch so zwei, drei Scaled-Runden wäre ich auch noch da. Das wäre ein Träumchen. Übrigens, Timmit, ich stand links am Download vorne im Cockpit, habe nichts gesehen. Ich bin auch nicht. Hab mir an den Kopf gedacht, Scheiße, jetzt hat Timmit. Matteo, wann kommt deine Morgenroutine? Du musst wissen, was dein Schönheitsgeheimnis ist. Das Geheimnis ist, dass ich einfach. Einfach wisst ihr, was Sache ist? Den gesamten Morgen schlafe bis zum Nachmittag und dann erst aufwache. Das ist auch so scheiße. Nee, Myra ist nicht so scheiße, die ist aber speziell. Das ist speziell. Ja, sau krass. Die Sache ist scheiße. Blesk, du hast dich selber verraten, weil du hast mir versucht, Dali zu geben, weil du wusstest, dass ich. Also du hast vermutet, dass ich Jester bin, ne? Und deswegen hast du gesagt, nicht? Viel Spaß! Achso, okay. Ich dachte nämlich, dadurch bist du. Hey, ich bin Imposter, let's go. Wir sind Krematoren. Okay, wir spielen auf Scaled. Kannst kein Imposter sein, ich bin Imposter. Oh, muss sagen, Scaled gefällt mir, seitdem das Update da ist. Und mal, dass wir echt mal Info sammeln. Vier Leute Cafeteria, Medbay eine Person, Upper Engine eine Person. Medbay ist verschwunden, aber nirgendwo aufgetaucht. Doch, in Security maybe. Das sah aber nicht normal aus. So, Cam hat mich gesehen. So, wir haben hier einen Venter. Leskovic ist hier. Warum war das kein Türgeräusch? Das Geld ist irgendwie oldschool. So, Timmit läuft in Electrical rein. Oh, wo denn? Jau! Ja. Weiß nicht, ob das. Liegt das noch an? Liegt da noch an Cams? Ich hole mir ein Stück Kuchen. Liegt vor Security. Vor Security? Wer ist denn in Camps drin? Carouso. Wo vor Security? Ja, so ein Stück weiter oben, fast schon in Upper Engine. Okay. Dann ist es Carouso nicht. Der war doch, Carouso muss aber wissen, wer da langgelaufen ist, weil Carouso die ganze Zeit durchgehend in Camps war. That's true. Du musst also wissen, sagen, dass es nicht Base sind. Es ist nicht Shorty. Es ist nicht Simon Unge. Es ist potenziell Blesk. Es ist potenziell Chantau. Ich war gerade in Navigation. Stimmt, Chantau, wobei wir wissen nicht genau, wie lange er liegt, ne? Chantau kam halt von oben, Shorty. Ich bin zwar richtig. Cafeteria gekommen, genau. Shorty, Base waren rechts, sind runtergegangen, Shorty ist wieder nach oben gekommen und ist dann Chantau gecrossed. Bedeutet, Chantau hätte links killen können und rüberlaufen können. Aber ich war in Navigation schon. Ja. Wir wissen nicht, wie alt der Kill ist, Bro. Es gibt keine Lifeline auf der Map. So alt kann er nicht sein. Aber wie soll ich da hinkommen? Wie soll er es schaffen? Bro, du kannst einfach rüberlaufen. Vielleicht bist du von Lower Engine oder Upper Engine. Aber ja, also rein theoretisch, ich kann es theoretisch sein, ja. Das ich stimmt, bin seit der ersten Sekunde an Camps. Was meinst du? Wie war dein Laufweg, Lower Engine oder Upper Engine? Ich war an Electrical mit Matteo und bin dann einfach links nach oben gelaufen. Also durch Lower? Richtig. Wer war denn in Lower? Genau, in Lower. Wer war denn in Lower Engine? Timmit ist mir entgegengekommen. Timmit, ja, wo kamst du her, Timmit?
Von Camps. Aha. Timid war tatsächlich mit Camps. Also das Ding ist, ich habe eine extra Rolle, mit der ich am Admin-Panel stand und die Farben gesehen habe. Ich habe gesehen, dass eine dunkle Farbe in Upper Engine war, eine dunkle Farbe in Lower Engine, eine helle Farbe in Security. Also Caruso, ich habe auch noch eine extra Rolle. Caruso war Security und ich war... Also der King war probably der, der in Upper Engine war, also eine dunkle Farbe. Eine dunkle Farbe. Also ich habe auch eine extra Rolle, aber... Okay, sagen wir halt, so. Oder halt einfach Caruso, der in Security stand. Aber Caruso ist nicht dunkel, oder? Nee, der aber war eine helle Farbe in Security. Shorty, wo warst du nochmal gerade? Timid, Shorty, Mensch. Ich war im Admin-Panel und Unge stand vor Admin. Also vor dem Kopf. Shorty ist... Nein, Shorty ist Navigation. Nein, Shorty ist das. Shorty war so, diesen Kind nicht gemacht haben. Du hast eine dunkle Farbe. Okay, Shorty hat selbst gevotet. Also Shorty ist schon mal Jester. Ja, Shorty. Smart. Smart. Schade, Shorty. Durchschau. Oh mein Gott, wrecked in Runde 1. Schade, Shorty, schade. Runde vorbei. Also, Timid wäre so der erste Guest, den ich machen würde. Und Shorty wegen der Farbe, aber nur wegen dem Call von. Nur wegen dem Call von Barso. Aber ich glaube, Barso würde sich das nicht trauen. Also, Barso würde nicht so eine komplexe Lüge aufbauen mit den Farben. Weil das stimmt ja auch teilweise. Ah, und wenn sie in Lower Engine eine dunkle Farbe gesehen hat, dann muss das ja Timid gewesen sein. So, Timid läuft oben lang. Shorty ist hier. Blesk ist in Navigation. Parzival läuft. So, Timid. Okay, Timid ist. Chantal, Barso, Unge. Ja, also ich würde als Imposter jetzt einfach Caruso rausnehmen. Weil der einfach die ganze Zeit an den Kameras ist. Das denkt sich der Imposter bestimmt auch. Wir verstecken uns jetzt hier oben. Und gleich werden die Kameras ausgehen. Sobald die Kameras ausgehen, gehen wir gucken, wer Caruso getötet hat. Okay. Wann gehen die aus? Die gehen einfach niemals aus. Caruso ist Imposter Nummer 2. Caruso ist Imposter Nummer 2. Admin 2 Personen, ich bin mit Shorty hier, Storage, 3 Upper Engine, Security ist nicht mehr drin. Security ist nicht mehr drin. Caruso hat die Kameras verlassen, er will jetzt töten. Okay, Türen gehen zu. Es ist Caruso! Er will mich töten, schnell weg hier. Hier ist Chantau. So, wir laufen jetzt raus. Okay. Interessantes Movement, Shorty. So, Chantau lebt noch. Lebt Caruso noch, ist die Frage. Licht geht aus, ich sterbe jetzt. Licht bleibt... Ja, Chantau. Shit. So, wir machen jetzt Task-Speedrun. Shit, aber es geht nicht so schnell. So, den haben wir. Dann hier oben die Kabel. Shit. Hm. Aha. Ja. Okay, also. Ja. Die Leiche von Mantle liegt beim Download in Comms. Oh ja, okay. Okay. Tabs, also entweder, ja, muss man jetzt eine Sache sagen, entweder hat Shorty gerade ein 500 IQ Imposter Play, weil sie so offensichtlich Jester spielt, oder sie hat einen minus 500 IQ Jester Play, weil sie hat auf dem Vent gestanden und solche Sachen, weißt du? Und die erste Runde war auch schon auffällig sich selbst gewotet, also okay. Ich glaube eher, dass Shorty Jester ist, aber vielleicht, Unge, Alter. Vielleicht hat Shorty auch... Chantau, hast du auch eine extra Rolle? Wo du mich nicht hast, nee, ich bin nicht Jester Calls oder nicht rausvoten willst, oder... Also ich kann auch was sagen, und zwar, ich bin Leiter und als das Licht aus war, habe ich Licht angemacht für mich und Chantau ist einfach so straight hinter mir gerannt, also stand kurz, hat mich gesehen und ist dann hinter mir gerannt, obwohl das Licht aus war. Ich hab, ja, wo war das? Storage. Du bist so gewiggelt und dann bist du hinter mir gerannt, obwohl Licht aus war. Ich hatte unten, obwohl wir 20 Meter hinter auseinander waren. Wie heißt das unten rechts nochmal, dieses Räumchen, wo man die 5 Punkte drücken muss? Shield?
Shields, ja. Genau, ich hatte die Shields-Taste noch. Deswegen ja, nee, du hast gar keine Taste, Chantau. Timmy hat ein Schild von mir bekommen und Chantau hat versucht, Timmy zu töten, deswegen hat er gewiggelt und er hat dann gemerkt, dass er nicht töten kann. Nee. Aber dann müsste Timmy so einen Flash sehen, oder? Stand ich an dir dran? Oder? Nee, er stand nicht an mir. Ich hab dich auch nicht gesehen, ich war das haben wir ausgestellt. Ich bin CGI. Schade. Dann hätte Timmy das jetzt bestätigen können. Also, Mäntel liegt wo? In Koms. Immer noch in Koms. Dann kann der Kill ja eigentlich nur Chantau geradeaus abmelden, ne? Ich war in Storage und bin an Admin hoch, da schaut die rausgelaufen, ich bin hoch und irgendjemand ist noch mit Admin. Chantau hat doch gerade gesagt, dass er die Shield-Task gemacht hat. Ich würde jetzt hier ehrlich gesagt nicht Shorty wurden, weil ich glaube, dass Shorty Baso und Unge sind auf jeden Fall, also wir sind verliebt, also die beiden sind raus. Ja. Also Linda hat irgendwas an sich, was Simon sehr anziehen findet. Ich bin Medic und Lover und Jester und Spitzenhörner. Also Chantau ist auf jeden Fall. Aber Unge, Jester bist du nicht, das bin ich schon. Ja, richtig. Jester bin ich auch schon. Wieso bin ich jetzt bei 8 Leuten auf jeden Fall? Ihr habt euch reingehauen. Du hast ein Schild gehauen, du hast ein Schild gehauen, Chantau. Nein, ich bin ein Crew. Ja, gut, aber mein Bildschirm hat rot geleuchtet. Crewmate. Chantau, scheiße, die Runden sollen schnell sein. Wir müssen hier voten, Alter. Du hast doch nicht gesagt, dass du es wettest. Ich habe keine Task gemacht. Aber ist nicht theoretisch ein inverser Irokesenschnitt fast so schlimm, nee, fast schlimmer als eine Glatze? Ich weiß ich nicht, Chat. Hättet ihr lieber einen inversen Irokesenschnitt? 1 oder lieber eine Glatze rasiert. 2. Glatze kann halt noch cool aussehen. Inverse Irokese ist richtig abgefahren. Also inverse Irokese, da sieht man halt komplett abgefuckt aus, weil das trägt kein Mensch, ne? 20-80%. Scheiße. Nix von beidem. Ja, ist mir schon klar. Aber wenn man müsste, inverse Irokese mit Dauerwellen. Oh, das wird aber wieder geil aussehen. Boah, weil dann wirkt das so wie gewollt. Das würde man mega krass abrocken, oder? Das wäre fucking geil. Inverse Irokese und an der Seite so eine richtig dicke Dauerwelle. Wer liegt denn hier? So, noch. Ich habe noch ein paar Tasks. Inverse Iro erinnert mich irgendwie an den verstorbenen Sänger von The Prodigy. Hatte der einen inversen Iro? Hatte der da so 2? You can stop it, Gucci, stop it, Louis V. Okay, erzähl mal, Flex, was ist passiert? Okay, warte, ich erzähle. Timid liegt beim Müll. Aha. Neben einer Jack-in-a-Box. Mhm. It's my Jack-in-a-Box. Caruso. Storage, ne? Genau, Caruso ist wahrscheinlich nicht, weil ich gewartet habe, dass Caruso wendet, aber der ist nicht gewendet und dann kann er den Kill nicht gemacht haben in der Zeit. Bist du Engineer oder wie hast du gewartet, dass er wendet? Wie meinst du? Naja, wir standen vor dieser Jack-in-a-Box in Security. Ich gehe davon aus, es ist eine in Cafeteria, es ist eine in Storage und eine Security. Ja. Irgendwie sowas. Ich kam aus der Richtung, als sie mir... Ah, nee, ich kam aus Electrical, actually. Habt ihr mich gesehen, dass ich da in Electrical war? Ich hab das im Admin-Panel gesehen. Ich hab im Panel gesehen, dass du Electrical warst. Mhm. Ich hab eine Person in Storage gesehen. Kleine Fußtapse. Ich kam aber auch vorher aus der Richtung und mit Parzival zusammen. Und Parzival ist so nach unten lang gegangen und ich bin nach oben lang gegangen in Storage. Ja, genau. Ich war dann also entweder hast du den Kill da gemacht, Parzi, oder der lag da noch nicht. Der lag da noch nicht. Ich bin jetzt gerade kurz vor Ende von oben wieder. Also ich bin komplett einmal vorne rumgelaufen. Bin jetzt, stand vor der verschlossenen Tür Cafeteria. Bin dann zu Unge, der gerade am Download stand, wie ich es richtig gesehen habe. Das ist mein vorletzter Task gewesen. Ich habe noch eine Task links. Ich habe in Admin-Table geguckt. 2 Atom. Waren in Admin, einer Storage, 2 in Security, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Jetzt, ich würde ganz gerne von Unge wissen, wie Timid gestorben ist, wenn er ein Schild hatte. Ja, ich bin kein Dings. Ich möchte ganz kurz eine Sache, bevor die 40 Sekunden vorbei sind, pass auf. Die Jack in the Box in Cams können nicht gestellt haben, Shorty, Unge, Baso. Die können nur Parzi, weil es ist Parzi, so, also pass auf, Unge und Shorty sind es nicht, du bist es auch nicht und
Ich habe kleine ich hab morgen rote Amtstermin und ich habe ja noch Sorgen mit der und wenn da unten getötet wird, dann läuft die Person ja nicht einfach nach links, sondern geht in genau diesen Jack in the Box. Und die einzige Person, die das machen kann, ist Parzi. Ja, ich kann Parzi morgen nicht zum Amt gehen, wenn ich so Haare habe. Ich kann es nicht sein. Könnt ihr kommen? Sieht nichts mehr. Die Sache ist, ich habe aber Parzi ist weg. Ist weg. Ja, okay. Ich habe Dings. Ich habe mit gelogen mit Medic, weil ich wollte den richtigen Medic schützen. Ja, es ist super, super unlucky. Ich finde, also auf der, ich finde das Geld super, super schwierig. Ich finde, das macht. Ah, map too hard. Oh. Nee, aber. Du musst auf easy stellen jetzt. Ja, oh, scheiße. Ja, zu viele Master-Meldern reingeschissen, konnte nichts machen. Ich war. GG. Schau, muss es sein. Vor allem, ich hab damit geschildert. Oh, Schande. Ich hab damit geschildert, Alter. Das macht das glaubwürdiger, weißt du? Ja, aber du bist mir halt wirklich sehr gerannt, als ich das war. GG. Ja, ich weiß, aber ich bin ja nicht hinterher, also dann laufe ich doch komplett hinterher und töte dich. Aber ich hab das auch gesehen, Chantau als Geist, und ich dachte, okay, Timid läuft safe durch und reportet. Weil das so, also dass das so nach Imposter war. Ja, aber wenn man beim Amt steht und aus, so. Einer hinter einem steht, weißt du, was ich meine? Ja, was? Ja, aber dann ist scheißegal. Außer für die Imposter. Alles, die Aussagen waren wild. Ja, ich war halt Leiter, war anlang. Ich hab dir ein Schild gegeben, du bist trotzdem gestorben. Wie hast du das denn gemacht? Ja, ey. Ich hab mich auch gewundert, dass ich gestorben bin. Ich so, oh mein Gott, Unge? Ich hab gesagt, ich hab Timmy ein Schild gegeben, damit die Leute Finger weglassen von Timmy. Das haben die einfach drauf geschissen. Die wollten einfach. Hat jetzt einmal ignoriert, ja? Basti, warum machst du? Warum machst du diese? Warum machst du diese? Weil Ovalis. Ich wollte einfach, dass Timmy lebt. Weißt du? Der hat auch gestorben. Ja. So. Lebe! Ich wollte dich schützen, Timmit. Ja, danke, Mann. Mit meinen Lügen wollte ich dich schützen. Wart ihr jetzt Lover oder was habt ihr eigentlich gemacht, ihr beide? Ich war Leiter. Ich war einfach nur nach normaler Besatzung. Ich war Medic, ich war Medic und Timmy. Unge hat sich einfach nur sicher in meiner Nähe gefühlt. Ja, ich habe mich sicher gefühlt, weil ich wusste, dass Faso Hacker ist. Das ist krass, bei Simon weiß man nie, ja, wo Lover ist. Ja, unser Team hat gewonnen. Das war gar nichts. Nur war Jessa. Er hat jede Runde so 5 Rollen auf einmal. Es gibt so 5 Rollen. Das ist ein Crewmate. Viel Spaß. Spaß. Oh, ich bin Crewmate. Danke, Theo. Ui, was ist das für eine geile Rolle? Ui. Hey, viel Spaß. Oh, Memo. Ich bin Trikster. Was bedeutet das, dass ich diese Boxen legen kann, ne? So. Das ist dieses Drehding, ne? Bup. 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 Geschafft. Ich kann jetzt hier keine Box legen. Nee. Ich will nicht. Oh, okay, mal. Okay, den Kill können wir easy auflösen. Okay. Ja. Welche 5 Leute waren am Anfang rechts? Also mit Timid, Chantau und Chantau, rechts steht und Base noch in Navigation, glaube ich. Also bis zum Ende waren es Chantau, Timid und ich zusammen. Wer waren die beiden in Electrical? Oder? Linda, bist du in Navigation gerade? Parzi und ich. Und wir waren eingesperrt und dann. Oh, Shorty. Und Shorty dann kam ich, ja. Genau. Das ist eine, ich darf ich nochmal. Linda, warst du gerade in Navigation? Wir haben ja schon gesagt, dass 5 Leute. Okay. Ich hab Shorty. Ich erkläre euch ganz kurz, was passiert ist. Ich habe permanent diesen Hack-Button gedrückt. Ich weiß nicht, was er kann. Damit musst du an die Tresen gehen, dann kannst du so. An Tresen. Also, du musst ein Bier bestellen und dann musst du dem Barkeeper 5 Euro geben. Ja, ich war dann auf jeden Fall am Admin-Panel, weil ich mir dachte, das hat bestimmt irgendwas mit Admin-Panel zu tun. Und am Admin-Panel waren 5 Leute rechts oben bei Weapons, 2 Leute Electrical, 2 Matt und dann ist einer aus Matt. Ja, ist mir egal. Matt, 2 Leute aus Matt rausgelaufen, Richtung Cafeteria. Und da kam mir dann camouflaged halt eine Person entgegen. Und direkt hinter der Tür von Matt Bay lag die Leiche. Was ich mich frage. Heißt, die Person, die durch Cafeteria gelaufen ist, ist sehr wahrscheinlich Imposter. Und das ist sehr wahrscheinlich Shorty. Mm. Aber Shorty stand ein bisschen länger vor der Tür schon. Unge, hast du Caruso geschildert? Ich habe Caruso geschildert, ja. Aber warum also ist er gestorben? Also wer jetzt noch übrig bleibt, ist Shorty und Chantau. Warum ist Caruso? Chantau nicht. Der stand am Weapons Task. Wo war denn Chantau? Ah, nee, nicht Chantau. Chantau war mit uns. Weapons. Ja, easy. Also, Les, wo warst du gerade am Ende? Ich war mit euch in Weapons und dann bin ich zu Linda in Navigation gelaufen. Ja. Ah, okay. Wir sind hier wahrscheinlich. Ich habe das jetzt ein bisschen verpasst. Wen wolltet ihr? Vote einfach Shorty, das machen wir. Wir haben jetzt Party gewotet, glaube ich. Mach das ruhig. Aber Shorty bei Matteo und mir vor der Tür. Ja, die stand bei uns vor der Tür. Du bist durchgelaufen.
Imposter-Worten-Shorty. Also Bas ist Imposter und Shorty ist Jessa. Imposter-Worten-Shorty. Oh, du hast ja nicht so ein Shorty-Voten, habe ich das gemacht? Easy. Also ich habe sogar geskippt gerade. GG. Imposter-Worten-Shorty. Ich habe nicht geskippt, wir haben verloren, deswegen. Ja, jetzt habe ich in der ersten Runde meine beiden Imposter-Mates verloren. Was natürlich, ja, interessant ist. Ich habe doch hier meinen Task schon gemacht. Ja, das ist natürlich kacke jetzt. Wie soll ich das jetzt noch gewinnen? Dann müsste ich ja hier 8000 IQ-Play machen. Und wie jeder weiß, das ist bei mir nicht vorhanden, das Gehirn. Wenn hier noch ein Leiter mit drin ist, bin ich im Arsch. Oh ja. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay, warum macht niemand das Licht an? Hä? Ich konnte gerade nicht töten, weil er geschildert ist. Ich kotze. Der ist geschildert. Ey, der Einzige, den ich mir raussuche. Mensch. Okay. Ist der uns nicht gerade noch entgegengekommen, Simon? Der ist uns gerade noch vor 5, 6, 7 Sekunden entgegengekommen. Vlesk ist vor 1 oder 2 Sekunden gestorben. Ja, also ja. Passwort kann es nicht sein, weil ich bin mit Passwort durch Vlesk durchgelaufen und wir sind weitergelaufen. Ja, genau. Ich bin durch euch durch, right? Nach oben Richtung Admin. Durch einen von euch? Ja, das kann auch sein. Es war aber dunkel, ich konnte es nicht 100% erkennen. Ja, ist egal. Auf jeden Fall habe ich mich an Admin-Table reingestellt und Vlesk war direkt über mir und dann ist Vlesk weggelaufen und ist jetzt gerade gestorben. Ja, aber Chantau ist doch vor uns noch uns gecrossed. Bei Lights Out überkommt. Ich habe das Licht angemacht. Ich bin ein Electrical. Ja, genau. Oh, ja, okay. Also, ich war ein Electrical. Ich habe das Licht gefixt, Chantau, nicht du. Nein, hast du nicht. Du bist nach rechts durchgelaufen. Nein. Also, ich bin Electrical. Chantau kommt rein, ich laufe raus. Vlesk liegt in Storage. Ja, aber da war noch Licht aus, Mettel. Du hast es ja nicht angemacht. Ich hab's angemacht. Nee, dann gut, also, dann wurde das Licht doch noch Mettel. Nein. Es ist mit Beilen nicht. Ich denke. Wieso sasst Mettel mich jetzt? Ich sasse dich nicht. Ich sag nur, dass ich das Licht angemacht hab. Wollt ihr einen schnellen Win? Wollt ihr einen schnellen Win? Ja. Vertrauen? Ja, schneller Win. Timmit. Was? Was? Nein. Ja. Pass auf. Also, Pazzi und Unge sind durch mich durchgelaufen. Die beiden sind 100% safe. Barso war Navigation. Wenn Matteo und Chantau. Wir waren zusammen in Electrical. Wo bist du jetzt, Timmit? Wo bist du jetzt? Ich bin gerade unten bei Comms, glaube ich. Ich bin glaube. Nee. Doch. Ich bin bei Schilz. Die da, ja. Sicher? Da, wo die Leiche ist. Also ich habe gerade noch einen Nev gecrossed, so vor 10 Sekunden oder so. Ja. Ich bin auch gerade Pazzi und Unge noch gecrossed. Ja, Timmit, für mich bist du der Imposter. Warum? Okay, vielleicht haben wir dann wirklich noch einen Imposter. Warum? Weil erstmal hat er Tasks gefaked und er ist genau da, wo die Leiche ist. Ich dachte, die ist in Storage. Ja. Nee, ich bin es nicht. Vielleicht ist Storage. Und Tim ist ja gerade Storage gewesen. Ja. Ja. Ich bin gerade. Ja, aber dann hätte Matteo Timmit noch sehen müssen zeitlich. Nein. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe Timmit ja gerade noch in Navigation gesehen vor 10 Sekunden. Ich bin Electrical. Ja, aber ich weiß auch nicht, vielleicht ist er von unten gekommen. Es kann Bart oder Barso. 4 Sekunden. Ich versuche gerade dich zu verheben. Danke, Barso, aber ich bin es halt nicht. Ist Timmit der Jester? Timmit ist Jester. Ich bin gar nichts, Mann. Ich frage mich, wer es ist. Wir müssen jetzt. Also. Ich glaube, es ist Matteo. Ja, Timmit, okay. Ich glaube, es bist du. Oh. So. Ja, Mann, das mit Chantau war. Ich wollte ihn eigentlich. Dass die Chantau wählen, war mein Plan. Und nicht, dass die. Zehn Sekunden. Chantau, Pazzi, okay. Nein. Rest in Pepperoni, Simon. Ja. Aber keine Bange. Wir werden ich laufe in Security rein. Hä? Sehe Matteo.
von der Leiche von Unge weglaufen, wollte noch so Richtung Wend laufen, aber ich bin halt genau reingekommen. Aber also, er kann auch Jester sein, weil er hat auch gerade gemeint, er hat selbst das Licht angemacht, was nicht stimmt. Also ich hatte 100%ig Licht gefixt. Da hat Matteo schon ein bisschen Schwachsinn gelabert. Also auf jeden Fall war Matteo im selben Raum, wo die Leiche auch liegt. Kann natürlich sein, ich habe ihn nicht killen sehen, es kann sein, dass er Jester ist. Okay, ich sag einfach gar nichts. Okay, als Jester. Okay. Nein, ich sag einfach nichts. In was ist denn Parzi seinen besten Freund einfach so? Du bist der Hacker, Bart. Von der anderen Seite. Ich bin Hacker, ja. Sonst hätte auch Shorty nicht gestimmt. Ich war Autor in Navigation, also. Ich weiß jetzt übrigens, was der Hacker macht. Ich sehe helle und dunkle Farben auf dem Admin-Ding. Ich würde ja sagen, dass in der Cam gesehen wurde, dass ich Navigation war, aber in der Cam derjenige ist, glaube ich, tot. Das war Simon, der an der Cam war. Warte, warst du gerade noch an Admin oder so? Hast du es gesehen, dass jemand Navigation war? Nee, ich bin jetzt gerade, also ich war an Electrical, da ist Matteo unter mir weiter nach Cams gelaufen. Und dann bin ich, nachdem ich Electrical fertig hatte, jetzt gerade vor dem Eingang von Admin-Table. Wer ist aus deiner Sicht denn der Imposter-Bart? Weil ich meine... Also vorhin dachte ich Mental, weil die Aussage mit Vlesk halt schon, also ich glaube, er war in der Nähe, als Vlesk gestorben ist und diese Aussage mit der Cam gibt keinen Sinn, aber es ergibt halt, na, es kann halt immer noch sein, dass er Dings ist, Jester. Du bist ja die ganze Zeit mit Unge rumgelaufen, das heißt, den Kill auf Vlesk hast du sehr wahrscheinlich nicht gemacht. Nee, außer den kann ich nicht Unge, gemacht haben. Das außer Unge hat dich aus irgendeinem Grund gecovert, aber wissen, das muss man als Crewmate hier voten oder können wir skippen? Was kommt darauf an, ob Timid safe oder nicht. Also, wo warst du in der Flask-Runde, als Flask in Storage tot lag? Keine Ahnung, bei Neff, glaube ich, mit Timid am Ende noch. Ja, ich habe aus Versehen den Download abgebrochen, deswegen stand ich nicht. Also, sie wurde Neff, ja gut, dann gehe ich doch auf Timid. Auf Mental, meine ich. Aber es kann sein, dass Matteo Joker ist, ne? Ja, aber Bart ist ja Hacker und Parzi hat ja, wir müssen nicht voten, warum? Wir müssen nicht Hacker, also wir müssen nicht voten, wenn. Den müssen wir nicht, aber ich mach's trotzdem. Matteo, dass er einfach seinen Mund hält, ist so gemein. Nee, finde ich gut. So ja. Natürlich ist es. Habt ihr alle geskippt? War jetzt auch nicht so doll gemeint, tatsächlich. Jetzt, und dann hat Matteo sich selbst gewortet? Nein. Ja, ich hab mich selbst gewortet. Oh mein Gott. Ja, also, wie lange kann ich diese Jester-Lüge noch am Leben halten? Das ist die Frage. Ja, schwierig. Ja, Matteo, das ist natürlich schade. Ich komme gerade um die Ecke und er hat Bart weggejietet oben und ab bei Engine. Und bleib mal gemutet, mal gucken, was passiert. Okay, das Ding ist, Parzival und ich sind unten vor Electrical. Ich habe Parzi gerade noch so ganz leicht halt gesehen hinter mir. Ja, ist dasselbe. Aber diesmal kann, also es kann halt nicht nochmal das gleiche sein, weil... Wenn, das Ding ist, Parzi, du kannst den Kill nicht gemacht haben, du warst unten mit mir. Ich kann ihn auch nicht gemacht haben, ich war auch unten. Chantau kann hier nicht Imposter sein, weil er sonst die Runde verlieren würde, wenn er Matteo als Joker Das stimmt, ja, das ist nämlich die Sache, die mich rausnimmt, richtig. Matteo, redest du wieder mit uns? Was alles sind das für Runden, ey? Was? Ja, ich wurde leider beim Kill erwischt, ich kann mich gar nicht mehr verteidigen. Oh, schade, ich hab gedacht, du sagst wieder, ich sag gar nichts mehr. Ja, also Chantau kann das gar nicht gewesen sein. Ich hoffe so darauf. Ich habe jetzt gewartet, aber es kann halt immer noch sein, dass er Joker ist. Ich habe mich sogar in der Runde gerade eben davor, habe ich mich selber gewartet und Chantau hat mich, also wir haben zu zweit auf mich gewartet, Runde davor. Oh. Weil ich habe gedacht, ich kann das Dings mit dem Jester noch weiterspielen, aber er läuft gerade genau in mich rein. Das ist so bitter, ey. Aber trotzdem mal played, Matteo. Vor allem als zweite unabhängige Person. Das war witzig. Ich dachte so, mein Kill war nicht umsonst, weil was es genau erwischt hat und dann hat sie mich genau leider. Ich habe halt den Kill an sich nicht gesehen, so. Deswegen war ich so, Matteo, guter Jester-Spieler, so. Was war mit deiner Aussage, Junge? Eine geht noch. Ja, Timid, warst du nicht der andere Imposter? Nein. Wer war denn der andere Imposter? Shorty war ein Imposter. Shorty ist vor mir gewendet, weil ich dabei war. Ich habe perfekt analysiert. Und ich dachte dann so, ja, ey, ich schauspiele so und mach so Wiggle links, rechts. Hat mich doch umgebracht. Caruso, das musste ich eh. Caruso hat mich, glaube ich, viermal heute getötet. Dreimal als Imposter direkt richtig früh und einmal als Implover. Wir können auch eine schnelle machen, wenn ihr wollt. Ja, let's go. Ey. Wenn ich sterbe, dann muss ich aber leider schon los. Also danke fürs Mitspielen. Nee, muss nicht los, ne? Nicht? Na gut. Nee. Du musst als Geist weiter. Hey, viel Spaß.
In der Hölle schmoren. Oh, merdig. Ich bin merdig. Ich bin nicht gemutet. Ich bin nicht gemutet. Okay, wen shielden wir? Wir haben heute ganz schön auf Vlesk umgebracht. Ich finde, Vlesk hat ein Schild verdient. Wo ist er denn, der Kollege? Timid steht hier noch. Wo ist Vleskovic? Die Sterne in Camps? Nee, da ist Caruso. Hier ist er auch nicht. Hä? Habe ich als Medic noch eine Fähigkeit oder kann ich nur shielden? Spart? Wo ist der denn? Hä? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Chantal. Vielleicht sollte ich Vlesk nicht einfach direkt shielden. Vielleicht sollte ich erst mal rausfinden, ob er der Imposter ist. Da ist er. So, faked er diese Task hier? Oh, tötet er mich? Tötet er mich? Ist er nach unten weitergelaufen? Wir gucken mal unten. Vleskovic, wo sind sie? Ich habe ihn jetzt noch nicht geschildert, weil ich erstmal rausfinden wollte, ob es vielleicht ist. Oh nein, wenn wir jetzt seine Leiche finden, das wäre sehr bitter. Also, Ich habe meinen Job getan. Ich habe ihn geschildert. Das weiß er jetzt nicht, ne? Das weiß nur ich. Ist Chantal gerade eben aus dem Vent gekommen? Und wieder reingewendet? Hä? Ah, ist er Engineer oder was? So, Shorty läuft mir entgegen. Ist hier jemand tot? Unge und Caruso laufen nach oben. Caruso und Unge, okay. Oh nein. Caruso wendet jetzt hier, oder? Ja, ja, ja. Caruso läuft in Medic rein. Licht geht aus. Er ist jetzt hier reingewendet, oder? Wurde hier... Oh, scheiße. Ah, warum... Ach, fuck. Jetzt habe ich... Ja, das ist natürlich schlecht jetzt. Ich habe jetzt reported, aber ich habe den Killer noch gesehen, aber der war camouflaged. Okay. Der Killer wird jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass er ein Electrical war, oder? Wer war denn gerade mit mir ein Electrical? Ja, aber ist gut, ich kann ein paar Leute ausschließen, die nicht in Electrical waren. Yeah. Und zwar, Vlesk war gerade, ist gerade in Admin reingelaufen, dann ist gerade oben jemand rechts von Weapons in Cafeteria reingelaufen. Wer war das der? Ich war der in Cafeteria stand. Du bist der, der gerade überall vom rechten Tisch stand? Genau, überall vom rechten Tisch war ich. Okay, ich bin gerade aus Admin rausgelaufen, Vlesk war im Admin, das heißt, es kann auch nicht hinkommen mit Mentals Zeitangabe, denke ich mal. Mhm. Wo sind die anderen denn? Ich war mit Caruso auf der linken Seite. Shanti habe ich auch noch gesehen, aber vor so 10 Sekunden, da war der im Med. Jo, ich bin im Med. Ich bin Med. In Security. Oh, oh. Dann bleiben ja nur noch Shorty. Timid? Nee, pass mal, du warst oben rechts, ne? Ja, yep, bleiben Timid und Shorty. Timid und Shorty bleiben ja nur noch. Shorty, wo warst du nochmal? Upper Deacon gibt's hier nicht. Oh, oh. Aber Chantal, du bist lame. Shorty schon wieder Joker. Upper Engine. Upper Engine, mein Chantal, bist du mit mir nach links gelaufen so und Caruso ist in Medbay geblieben? Kurze Frage, ist die Banane auch vor euch gewendet, oder? Ich bin im Medbay in Ventkopf, genau. Also ich bin in Security im Vent. Ja, ich habe auch in Security auch den Vent gesehen, aber ich habe nicht die Farbe gesehen. Aber ich habe den ein bisschen geputzt. Chantal ist glaube ich, auch mit mir in Electrical rein, ich bin raus und auf einmal stand da ein Security neben mir. Okay, ja, er ist von mir auch gewendet. Ja. Also. Ich bin halt Magier. Was hat er denn jetzt? Security. Ja, also Chantal ist Imposter, ne? Aber dann ist Parzi kein Engineer, ja? Shorty. Nein, oder Chantal. Timid. Ich hab Shorty übrigens auch instant meinen Picks benutzt. Ich habe ihn da wenden sehen. Ich war super irritiert. Für mich ist Passi auch strange gemoved. Vor allem ist er in Medbay rein und auf einmal in Security gewesen, als ich von den Camps weg bin. Okay. Ich glaube, wenn wir Vlesk voten, ist Baso auch tot und ich glaube, Passi war das Second Imposter. Werfe ich jetzt einfach mal so in die Welt raus. Chantal, kannst du kurz bestätigen? Excuse me? Wie hast du gewotet? Ihr müsst nicht voten. Es gibt doch. Warum votet ihr denn? Ich will nicht mehr. Ich hab kein... Nehm mir selbst das Leben. Ich wollte nur das sagen, dass das halt... Ich bin vor Vlesk, Parzi und Timid, glaube ich, gewendet. Von mir auch. In Electrical. Merkt euch, Timid und Shorty. Okay, sorry, vor dir halt auch. Wissen die alle, dass du wenden kannst? Ey, Simon, ich hab was für dich gemacht. Nee, Timid und Shorty.
So, ironischerweise kann Blesk, obwohl er gerne sterben würde, nicht sterben, weil ich ihn geschildet habe. Timid, mysteriöses Movement, muss man so sagen. Warum chasen nämlich die beiden? Was soll das? Warte mal. Ist hier gerade ein Kill? Double Kill passiert oder was? Nee. Licht geht aus, Caruso crossed mich, während Licht ausgeht. Oh, unlucky. Oh. Oh. Chanté. Oh. Oh, oh, oh. Ich kann jetzt Unges Aussage tatsächlich unterstützen. Ja, also, ist Shorty? Chantau liegt in Cafeteria und Shorty kommt gerade aus Cafeteria runtergelaufen. Oh. Ich bin nicht mal da gewesen. Ich bin linke Seite bei Medbay und das müsste Patsy auch sagen können. Shorty ist gerade in Upper Deacon. Was war unser Ding sagen können, Shorty? Nein, ich bin nochmal Deacon. Patsy und ich waren linke Seite und ich bin zu Aber du bist doch gerade durch mich durchgelaufen. Nein, bin ich nicht. Das weiß ich nicht genau, Shorty, das ist schon ewig her. Ich stehe gerade in Electrical mit Matteo. Ja gut, aber ich bin definitiv nicht da gewesen, wo Tim mit sagt, wo ich sein soll. Also im Dunkeln ist ein Vielleicht Y. Vielleicht haben wir jemanden an Admin-Panel, der es zum Beispiel sagen kann. Oder so. Ein Y, durch mich durch. Ja. Also sehe ich nicht, Tim, dann was ist denn ein Y? Das ist ein Mobbing Namen, der einzige Person mit dem Ach so. Ja. Die Sache ist, Tim, du hast einen ganz schön großen Sichtradius, kann es sein? Aber wie wär's mit ein Riesenradius. Wie wär's mit Mentally? Mentally ist gerade Caruzi. Ich bin in Electrically. Was hat's für mich? Was hat's denn für mich? Ja, ich wollte dir ein bisschen Angst machen, aber ich bin Crewmate. Ja. Aber warum hast du mich überhaupt gesehen? Ich bin so runtergelaufen und du hast mich gefunden. Wie? Ja. Ich wusste nicht mehr, wo du bist, aber man kommt von unten entgegen. Das war richtig krass. Entweder hat für mich Timid ist entweder Jester, Self-Reporter oder Self-Reporter. Self-Reporter ist kein Y. Wir haben gesagt, wir machen Speedrun-Runde. Ja, Speedrunde. Aber wenn der Imposter dich ermordet hat und du Jester bist, dann... Oh, ich bin der Einzige, der geskippt hat überhaupt. Krass. Oh, ich war die ganze Zeit gemutet. Ich habe aber auch nichts Wichtiges gesagt. Baso raus. Disconnection. Ja. Oh, Basis ja. raus. Ja. Oh nein. Ja. Ich erzähle euch eine richtig traurige Geschichte. Ich gehe in den Vent als Imposter und warte einfach nur ab und sehe Shorty Vent und denke, okay, cool, ich weiß, dass Vlesk Spy ist. Komm aus dem Vent, mach Camo an, Shorty kommt, tötet mich. Oh, was? Keine Porte, einfach so. Ach so! Oh, fuck! Lol. Ja. Roffel! Shit. Unglaublich. Mann. Ah, wie unlucky, Mann. Ja, damn it. Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss. Ich hoffe, ich sehe euch nie wieder. Tschüss. Viel Spaß. Sorry für den Disconnect. Spaß gemacht. Ciao. Was? Nein, alles gut, Linda. War eh vorbei. Okay. Ey. Oh, Chantau ist schon weg. Was? Es war nur, Linda, es war nur noch eine Poste drin. Nix. Ja. Schau, die war richtig. Alles das Spiel war vorbei. Ja, ciao. Tschö. Aber sie ist gar nicht mehr da. So, okay. Gut, das war's von mir. Leon ist schon da. Danke, dass ihr da wart, Chat. Ich hau euch mit dem Intro-Auto raus und wünsche euch noch ganz viel Spaß mit Leon. Ja, Mafia. Meine Familie, die kommen aus Italien. In Italien haben die alle umgebracht. Und jetzt bin ich hier und diese Straße gehört mir. Guck mir in die Augen. Du bist der Mörder und ich weiß es. Und du weißt, dass ich es auch weiß. Und ich weiß, dass du es weißt, dass ich es weiß.